meine Damen und Herren, zum 61. Plankenschnack heute mit folgenden Gesichtern. Haben wir es eigentlich hingekriegt, dass wir 61 Folgen lang so viele unterschiedliche Gäste eingeladen haben? Das habe ich mich eben gerade gefragt. Wahnsinn. Das war noch doppelt oder dreifach. Aber ich glaube ja. Stimmt. Aber die haben uns auch ganz gutes Geld dafür bezahlt, ja, muss ich sagen. Ja. Aber heute haben wir einen sehr schönen Gast. Habe ich vor 2 Jahren, habe ich persönlich kennengelernt, auf meiner zweiten Dreamhack. Und da war der junge Mann mir ja sehr sympathisch und eh und je fragt er mich, ob wir essen gehen wollen. Und jedes Event versetze ich ihn. Echt, Witz, jedes Event. Ich bin so traurig. Also wirklich, das war fürchterlich, Nils. Echt? Fand ich nicht okay. Du glaubst gar nicht, wie viele Kisten ich vollgemacht habe wegen dir, ne? Wie viel ich Kisten? Mir neu kaufen musste. Ja. Ich meine immer mein Kissen. Meinst du nicht in dein Kissen? Nee. Ach, Kissen. Ich hab Kissen Entschuldigung. Verstanden. Nein. Ich meine immer meine Kissen. Ja, die Dinger, worauf man schläft auch. Und ich musste mir einige neu holen. Also die waren so durchnässt, ich habe die nicht mehr trocken gekriegt. Ging nicht. Liegt das vielleicht auch am Schweiß? Musst du das jetzt so sagen? Ich weiß ja nicht, ob du ein Schwitzer bist. Nee, tatsächlich nicht. Also... Wobei aber vielleicht sollten wir nicht mit so einem Thema den Plankenschnack anfangen. Gute Anfang auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Der ist recht solide. Aber der gute Herr. Ich habe die ganze Zeit immer Sirius gesagt, ne? Ja, mit Absicht. Und dann wurde ich letztens berichtigt, dass das ja Cyrus heißt. Und ich wusste ja die ganze Zeit, dass das Cyrus heißt. Aber ich sage immer Sirius. Warum auch immer. Natürlich, das ist das die ganze Zeit. Natürlich. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Wir haben uns ja schon unterhalten. Ja, und deswegen, immer wenn ich in deinen Stream reinkam und immer wenn ich geresubbt habe und so, dann wusste ich immer so, okay, er wird es gleich wieder tun, ich wusste es einfach. Weißt du? Das ist, glaube ich, so ein Running Gag geworden, oder? Ja, bei dir auf jeden Fall. Aber es hat sich mittlerweile eingebrannt, ich sag jetzt immer Cyrus. Ja, jetzt ja, und dann jetzt mittlerweile ärgert die Sully mich sogar immer und dann sagt die auch immer, hallo Sirius! Ich hab am Anfang halt deinen Namen immer falsch ausgesprochen, aber ich habe was ganz anderes gesagt. Und dann das immer, kann sein, Das heißt Cyrus und, ja genau, es ist Cyrus. Kann ich mir doch nicht merken. Und jetzt auf einmal? Wisst ihr, was das Problem ist bei dem Namen? Also ich habe schon diverse Sachen gehört, ne? Also Zirkus ist der gängigste. Und dann Heroes, habe ich gesagt. Ja, Zirkus, Cirrus und ne, das ist immer so Abwandlung und so. Einer hat mal Miraculi gesagt, aber das war, glaube ich, ein Troll. Was? Also diverse Abwandlung. Ich glaube einfach, das Problem ist, dass zu viele kleine Buchstaben nebeneinander sind. Und die Leute einfach dann, klar, wenn der streamst und so, du kannst die Namen eh nicht so schnell lesen. Ich meine, ich von uns auch 10.000 Namen am Tag, ne? Wie jeder von uns. Aber ich versuche mir immer die richtige Weise dann sofort anzugewöhnen, so. Ich sag dann immer so, wie spricht man das aus und so, ne? Dann versuche ich mir das anzueignen irgendwann. Und irgendwann kommen die Leute mir dann mit Vornamen und dann wird's ganz kritisch. Weil dann auch noch die 10.000 Vornamen zu merken, das wird dann etwas schwierig irgendwann. Ja, einige prägen sich aber ein. Das ja, wenn die jetzt 2 Jahre da sind oder so und mir irgendwann mal, wenn die halt so einen doofen Namen haben, da sag ich dann irgendwann so, ey, wie soll ich dich nennen? Ja, nicht jetzt so auf böse Schiene oder so, ne? Aber ich hatte gestern wieder so einen Klassiker, ne? Da kam einer rein, der hat sich Cyrus-Fan genannt. Da habe ich gesagt so, ey, tu mir einen Gefallen und ändere deinen Namen, Alter, weil ich sowas nicht anspreche. Was soll ich denn sagen? Hey, Cyrus-Fan! So, oder hey, Fan! Oder hey, Cyrus geht ja auch nicht. Und ich habe manchmal so unaussprechliche Namen, die kürze ich dann entweder massiv ab. Zum Beispiel sage ich nur noch, so einer heißt Xyle-Fan. Finde ich halt übelster Zungenbrecher, deswegen sage ich nur Xy. Oder ein anderer hat einen übelst komischen Namen, da habe ich immer gesagt, ey, sag mal deinen Real-Namen, ich muss dich irgendwie ansprechen können, das geht so nicht. Also da muss man halt adaptieren einfach, ne? Eventuell, weil wir ja schon so weit drin sind, willst du dich vielleicht doch kurz vorstellen? Weil ich glaube, das kennt ja dich nicht jeder. Hi, ja, mein Name ist Cyrus oder André. Ich streame mittlerweile, erstes Mal gestreamt habe ich 2012, habe dann aber etwa nur so kurz 3 Monate oder so. Und richtig angefangen habe ich im November 2013 und seitdem fast jeden Tag mit kleineren Breaks halt. Mal eine Woche, glaube ich, dazwischen war das Höchste. Ich habe 2 Jahre lang Hexstarts of Fate gemacht, kleines unbekanntes Spiel auf Englisch habe ich das gestreamt. Und habe dann 2 Jahre lang Overwatch gemacht, auch sehr, nicht auf hohem Niveau, kann man nicht sagen, weil ich echt schlecht bin. Im Verhältnis gesehen für die lange Spielzeit, aber halt casttechnisch und so auf hohem Niveau. Mittlerweile Variety- und Vollzeitstreamer. So, kurz zusammenfassend. Und 29 Jahre alt aus Oberhausen. Ich glaube, wie hieß das Spiel, das du vor Overwatch gespielt hast? Hex Shards of Fate. Das war so ein Trading Card Game, so angelehnt an Magic. Das war
gut. Das war sehr gut, ja. Das war das einzige Kartenspiel, wo ich damals gesagt habe, nach Magic, das könnte mir noch gefallen. Hex. Das war auch. Ich habe es 2 Jahre lang gespielt, halt wie gesagt auf Englisch gestreamt. Ich wurde sogar von der Firma 2-mal nach Amerika eingeladen, war dann auch wirklich in deren Headquarter. Also einmal war es 11 Tage in South California, gegenüber vom Blizzard-Hauptquartier direkt. War halt ganz cool auf jeden Fall. Also war wirklich sehr, sehr cool. Und dann nochmal 7 Tage zur Gen Con, das ist so eine Game Convention. Hab da mit denen ein bisschen den Leuten geholfen und so, hab da ein bisschen Action gemacht, dies, das. War schon ganz cool, also war eine gute Erfahrung. Noch 2 Jahre, ich habe halt ein sehr, 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 sehr gutes Englisch dadurch, weil ich halt wirklich 2 Jahre jeden Tag halt 6 bis 8 Stunden Englisch gequatscht hab. Aber halt, das hat halt sehr stagniert so, also jetzt nicht, ich hab halt 4 Jahre Twitch. Die ersten 2 Jahre, nach den 2 Jahren hatte ich so 2700 Follower, so ungefähr, um mal eine Zahl zu nennen. Weil es halt nicht so gut promoted war, das Game, aber ich hatte da trotzdem meine Partnerschaft auch, weil ich halt, sag mal, 100 Regelzuschauer hatte, dann gab es halt 4 Kanäle, die live waren oder so, da kam der nächste mit 3. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Mhm. Gab halt so 3, 4 etwas größere Streamer. Die Höchstzeit war ich da so bei 180 Zuschauern oder sowas, um jetzt einfach, wie gesagt, ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen. Und da wurde ich dann auch Partner dann, zu dem Zeitpunkt. Also war ein kleines, unbekanntes Spiel, will ich damit sagen. Hat halt nie den großen Durchbruch geschafft. Und irgendwann habe ich dann halt Overwatch, habe ich gesagt, okay, das sieht cool aus. Hab's dann halt direkt in der Beta auch gestreamt, hab dann erstmal auf Englisch angefangen und hatte irgendwann eine deutsche Crew. Also ich halt war dann so bei, sag mal, 70, 80 Zuschauern oder so, zu dem Zeitpunkt. Und hatte dann eine deutsche Crew aus 4 Leuten und hab dann gesagt, ja, warum sollen wir jetzt Englisch quatschen, nur weil ich jetzt am Stream bin, dann ist irgendwie kacke. Und hab dann einfach gesagt, Leute, pass auf, ich mache heute mal testweise einen deutschen Stream einfach und wir haben jetzt halt die Crew, dies, das. Und dann war ich irgendwie, geht die ganze Zeit nur von Zuschauerzahlen, das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Tut mir leid dafür, aber aber dann ging es halt richtig los, weil dann war ich halt auf einmal bei 600 Zuschauern instant, so von einem Tag auf den anderen im deutschen Raum. Und dann habe ich halt Overwatch gespielt, habe irgendwann zu casten angefangen, habe die Weltmeisterschaft moderiert von Overwatch und hunderte von Turnieren. Und so kam halt eins zum anderen im Endeffekt. Das ist schon ganz schön der Werdegang. Ja, hast dann einiges gemacht, ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass du schon so lange da bist. Doch, also mittlerweile dieses Jahr werden es 5 Jahre und 4 Jahre Partner werden es dieses Jahr. Was? September dann 4 Jahre Partner und November 5 Jahre Twitch. Und mittlerweile gut angesiedelt im deutschen Raum. Logischerweise, ne? Und jetzt halt mittlerweile auch nicht mehr so viel Overwatch, sondern halt Variety. Im Moment Kingdom Come und Subnautica zum Beispiel. Ansonsten nehme ich einfach alles mit, was so kommt, wo ich Bock drauf habe. Und ist schon ganz cool. Was hast du so getrieben die letzten 2 Wochen? Subnautica, Kingdom Come und Monster Hunter. Die 3 Games so waren so mein Hauptding. Also Monster Hunter habe ich dann halt auch, ich habe eine Woche lang, also ich kam von der DreamHack wieder, Sonntag, und war um 18 Uhr zu Hause. Ich habe um 19 Uhr den Stream angemacht mit Monster Hunter, habe dann bis 3 Uhr nachts gespielt oder so. Und dann jeden Tag fast irgendwie zwischen 8 und 12 Stunden oder so. Und habe Monster Hunter erstmal eine Woche lang komplett durchrasiert. Und dann habe ich irgendwann den Fehler gemacht und habe mit Subnautica angefangen. Und dann hat es sich aufgehört mit diesen 12-Stunden-Streams. Und dann ging es halt weiter mit 12 Stunden hier. Und komm, heute machen wir mal nur 6 Stunden. Endete dann auch irgendwie in 10 Stunden oder so. Kingdom Come kam dann noch dazu. Nächster Fehler. Also im Moment machen mir solche Games extrem viel Spaß tatsächlich. Ey. Sehr, sehr cool. Du wolltest noch was fragen, Snappy? Bitte? Snappy, du wolltest noch was fragen. Ja, ich wollte Cyrus fragen, ob, weil er jetzt so ein Bruch drin war, er war ja Partner, dann hat er die Sprache umgestellt, ob du tatsächlich noch Leute hast, die von Anfang an dabei gesubbt sind. Ja, habe ich. Auch immer noch Leute, Amerikaner, bei denen ich gesubbt bin. Gestern bestes Beispiel. Also der höchste Sub, den ich habe, der ist bei 42 Monaten oder so um den Dreh. Auch ein Amerikaner. Davon habe ich halt insgesamt 3 oder 4 Stück. Die kommen auch noch ab und zu mal rein. Und gestern ist halt ein Typ, den ich fast mal aus meinem Stream gebannt hatte. Früher habe ich meine eigene Stimme gehasst, als ich angefangen habe zu streamen. Da kam er rein und hat halt so gemacht, so schreibt er so in den Chat so, damn, you got a sexy voice, und dann so ein Gasm-Emote, und ich wollte den bannen, weil ich dachte, der trollt mich so, weißt du? So in der Richtung. Und der kam gestern zum Beispiel wieder in den Stream, hat seinen Resub geteilt im 39. Monat oder so und hat wieder einfach mal für 10.000 gecheert. Und der versteht mich gar nicht. Einfach mal so, komplett random, und ein super korrekter Typ, ein super lieber Mensch wirklich auch. Und das sind halt so Dinge, die habe ich ja mitgenommen. Ich habe immer noch amerikanische Freunde durch die Trips, die ich auch dahin hatte natürlich, ne? Und alles Erfahrungen, die man nicht missen will, und alles, was halt durch Twitch verbunden ist. Und wenn ich jetzt, ich könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt nach Amerika gehen würde und ich wäre jetzt in North Carolina, da kenne ich jemanden, ich kenne jetzt jemanden in, weiß ich nicht, wo ich die alle kenne, ne?
Ich würde die anschreiben und sagen, hey, pass auf, ich komme nach Amerika, ich habe das und das zu tun, ne? Sollen wir uns nicht mal treffen? Ich würde mich super gerne mit denen nochmal treffen, so. Sowas bleibt halt dann auch lustigerweise bestehen. Das ist schon faszinierend eigentlich, ne? Dass halt das über so viele Jahre jetzt schon da ist. Und ich bin auch, bei dem einen bin ich auch noch Sub. Der ist halt auch noch bei mir Sub. Wir sind, ab und zu kommt er mal rein und so. Der sagt dann immer so, ja, ich will eigentlich nicht auf Englisch schreiben und so, da musst du mal Englisch reden. Da tut mir dann voll leid für die ganzen deutschen Zuschauer. Ich sag, mach das, ist ja kein Problem. Weil Leute schreiben ja auch dann auf Englisch zurück halt, ne? Und da gab es auch noch nie Beschwerden gegen, wenn ich dann auf einmal, ich habe da teilweise 5 Minuten oder 10 Minuten halt nur in Englisch gesprochen. Ich sag dann ab und zu, ey Leute, tut mir leid, dass gerade so viel Englisch ist, aber, ne? Aber beschwert sich auch kein Mensch drüber. Ist ganz cool eigentlich. Sind also immer noch so, ja, sind immer, ist immer noch da so ein bisschen, ne? Das ist gut. Ja, definitiv. Also. Leute, habe ich auch noch aus der Battlefield-Zeit. Niederländer und Norweger habe ich noch. Die sind ja Die auch noch kommen. erhalten geblieben. Ja, die sind auch noch da. Ja, sowas war cool, ne? Wenn die halt auch nur so, wenn selbst mit so einer Sprachbarriere kann Twitch halt solche starken Bände knüpfen, einfach, dass dann halt einfach, dann redest du mal kurz Englisch mit denen oder so, die kommen ab und zu rein, du kommst ab und zu bei denen rein und so. Das halt das, da sieht man halt wirklich so, so diese Macht, die dahinter steckt, einfach dieses Schöne. Also ich feiere das wirklich, wirklich hart. Schon sehr, sehr cool. Habt ihr denn. International. Was wolltest du sagen? Habt ihr denn schon mal auf Englisch gestreamt eigentlich? Oder habt ihr alle sofort, wart ihr sofort im deutschen Bereich alle? Nee, ich Ich habe war von sofort Anfang. Deutsch gestreamt. Nee, stimmt nicht. Ich habe League of Legends damals auf Englisch gestreamt. Ganz zur Anfangszeit. Wie viele Jahrhunderte ist das her? Ich habe League of Legends. Ah, das hätte ich gern gesehen. Ich glaube, Juli 2000. 13? Juli 2013, Hast du deine ersten Steps oder? na, meine ersten Steps waren, einen Frack-Movie habe ich geschnitten mit einer 16.000er Leitung live. Ja, das war noch eine Erfahrung. Ja, das waren meine ersten, aber das waren auch meine ersten Steps, ja. Wisst ihr, wenn ich mal kurz, wo ich angefangen habe zu streamen, wo wir gerade über sowas sind, ich habe nur aus Zufall angefangen zu streamen. Ich wurde nämlich, wir haben damals Guild Wars 2 gespielt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich noch am Fußball spielen und hatte mir das Sprunggelenk gebrochen, im rechten Fuß. Und ich war entsprechend bei meinen Eltern zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann irgendwie 6 Wochen war ich bei meinen Eltern. Hab halt, ich war halt quasi allein nicht lebensfähig, weil ich nicht einkaufen konnte und nix, ne? Und ich habe halt da zu dem Zeitpunkt noch 100 Kilometer weit weg gewohnt. Und wir hatten dann Guild Wars gespielt. Wir waren auch recht gut da drin. Wir haben dann, gab's so Ingame-Turniere mit 8 Teams treten an, meldest dich mit dem Team an, gehst mit 8 Teams rein und spielst dann halt, und wir haben irgendwie teilweise 5 bis 6 Turniere hintereinander gewonnen und so was. Und irgendwann meinte einer so, ey, ich will mir das Spiel mal angucken, kann mal einer von euch streamen? Ich hab so gefragt, so, was ist ein Stream? Dann hat er mir dazu erklärt, sagst du, ja, hier, lädst die X-Blink runter, ich mach dir eben einen Twitch-Account, wie willst du heißen? Ich sag so, ja, so und so. Und hat er mir das alles fertig gemacht. Dann bin ich live gegangen und irgendwann dann so am Zocken gewesen. Ich dachte nur, er guckt zu, ich wusste gar nicht, was da abgeht. Dann meinte er so, ey, die gucken gerade 20 Leute zu. Ich sag so, wie, wir gucken 20 Leute zu, wieso könnt ihr denn gucken? Ich dachte nur, du hast den Link. Ja, nee, du bist das öffentliche Kanal. Ich sag so, wie jetzt? Und ich wusste überhaupt nicht, was da los war. Und dann war ich halt wieder zu Hause. Und dann habe ich gesagt, so, hey, dieses Stream, ich glaube, das mache ich jetzt einfach nochmal mit WoW. Und dann habe ich WoW gestreamt zu dem Zeitpunkt. Also 2012 war das, diese 3 Monate, wo ich da gestreamt habe. Da habe ich auch direkt auf Englisch gestreamt halt, weil ich immer schon englisch affin war. Und ja, so kam das bei mir halt zustande. Das war absoluter, kompletter Zufall so. Wird das bei euch so angefangen? Ich hatte tatsächlich am Anfang überlegt, auf Englisch zu streamen, weil ich damals überhaupt nichts mit der deutschen Twitch-Community am Hut hatte. Ich habe nur eigentlich englischsprachige Streams geguckt und habe tatsächlich sogar mein bester Freund damals, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich die Idee habe, demnächst mal vielleicht mir das mal anzugucken und selber zu streamen, der meinte auch, go English. So, weil das ist halt die Sprache, die Lingua Franca quasi. Aber ich meinte so, ich habe keinen Bock, da irgendwie mir diese Überwindung anzutun und die ersten paar Monate dann quasi dieses mich dazu zu zwingen, Englisch zu sprechen. Ich meine, ich würde trotzdem ja ein paar Fehler. Ich kann ganz gut Englisch sprechen, aber ich hätte sowieso ein paar Fehler eingebaut. Deswegen habe ich dann Nein gesagt und habe auf Deutsch angefangen. Na gut, ich meine, Dizzy hat mit League of Legends angefangen. Ich habe in Minecraft angefangen. Ich meine, wir tun uns da jetzt auch nicht so, ne? Was denn nach Eisen? Ich muss aber echt sagen, ich habe den Leuten, wenn ich auf Englisch gesprochen hatte, ich hatte auch diesen krass deutschen Akzent und mittlerweile habe ich mir den fast wegtrainiert. Ich habe den ganzen Briten und so, ich habe immer gesagt, Leute, wenn ihr hört, dass ich was falsch ausspreche, korrigiert mich, ne? Und ich habe halt zum Beispiel,
wir hatten Diablo immer gespielt und einer meiner besten Freunde, der hat immer zu den einzigartigen Gegenständen, hat der immer Unique gesagt, ne? Das ist ein Unique, das ist ein Unique. So, und auf meinem Stream habe ich das natürlich übernommen, ne? Und dann wollte ich was sowas sagen wie, ja, wir sind ja alle sehr einzigartig und sagt dann so, ja, yeah, we're all pretty unique. Und alle so, was soll das denn jetzt? Was willst du denn jetzt von uns? Und ich so, hä, was denn jetzt los? Dann stellte sich heraus, das Wort unique ist das Wort für Eunuch. Und das Wort, was ich gesucht habe, war unique. Ja. Entsprechend, solche Fehler, aber sowas wirst du dir immer merken. Ich werde diese Geschichte nie vergessen, ne? Wie ich halt gesagt habe, ja, wir sind alle etwas Besonderes, denn wir sind alles Eunuchen. Das war halt so einer dieser Fails. Und deswegen habe ich immer gesagt, so Leute, wenn ich was falsch ausspreche, ich glaube, das könnte sogar der Tag gewesen sein, wo ich damit angefangen habe, weil ich mich so geschämt habe, ne? Dass die Leute dann das Ganze korrigieren einfach. Und dann haben die Briten gesagt, hey, du sprichst das und das falsch aus, das und das falsch aus und so. Und ich habe mir das immer angeeignet einfach, immer mehr und mehr und mehr. Und dann war ich in Amerika und die Leute konnten gar nicht mehr sagen, woher ich komme. Die da sagen nur so, you're not American, right? Ist das so ein No? Und dann, die haben halt nur gesagt, ja, das ist ein schöner Akzent. Aber so, die konnten nicht mehr sagen, woher ich komme. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Ja, das verlierst du auch nach einer Weile. Ja, das ist, je nachdem, wie viel du es machst, irgendwann geht's weg. Weil wenn ich mir teilweise, ich hatte so einen Kingdom Come Trailer in Englisch angeguckt. Und dann waren natürlich diese Deutschen dargestellt. Und dann, this is our castle! Und ich so, oh Gott, bitte nicht. Tut's nicht! Ah, ja. Ist schon gut, ey. Ach, ich hab den auch nicht mehr. Ich hab den auch abgelegt über die Jahre jetzt. Ich habe ja 2 Jahre eine britische Freundin gehabt und jetzt ist auch irgendwann alles weg dann. Also manchmal wirst du es wahrscheinlich bei manchen Wörtern noch merken, aber... Briten halt sind sowieso perfekt dafür. Die Briten lieben es, andere zu korrigieren. Nee, die haben nicht jetzt vom Akzent... Ach so, ich wollte gerade sagen, nee. Die lieben es aber, andere zu korrigieren, so etwas anders auszusprechen. Ich musste bei... Wenn die Briten mich korrigiert haben, habe ich auch erstmal nochmal eine zweite Meinung eingeholt, ob das jetzt wirklich die richtige Aussprache ist, weil die ja auch gerne mal Sachen anders betonen. Wobei der britische Akzent sehr sexy ist, so an sich. Also wenn ich Brite wäre, ich würde den ganzen Tag Sachen aufnehmen und mir die anhören, glaube ich. Ich habe bei 2 mit 40er Briten und bei einem Schotten mit 51 Jahren Englisch gelernt. Das war gut. Moment, nochmal, du hast mit was? Ich habe Englisch gelernt bei 2 Briten, die mit 40 waren und bei einem Schotten, der 51 war. Viel Spaß. Oh, oh wow. Das hat sehr lange gedauert. Das kann ich mir vorstellen. Also, das erste war schon mal, das heißt nicht Movie, das heißt fucking Film. Und das war jedes Mal so. Jedes Mal. Das hat sich so sehr eingebrannt, dass ich nie wieder das Wort Movie in den Mund nehme. Das heißt das, Film! Dass du dich überhaupt mit einem 51-jährigen Schotten unterhalten konntest, weil die haben ja so einen krassen Dialekt vor, also... Der war wie Papa. Das war richtig krass. Der hat den Akzent abgelegt und der hat immer mehr reingelegt. Irgendwann. Und dann hat er gesagt so, okay, bis du es verstehst. Und das war irgendwann so, hast du sie halt verstanden? Friend war sein Name. Irgendwann hast du sie halt verstanden und dann ging das halt rund, so, ne? Ah, das ist auch schon interessant, ey, weil einen Schotten ich habe mich schon mal versucht, mit dem Schotten zu unterhalten. Gott, und da war ich halt schon wirklich, ich würde jetzt sagen, trainiert, aber das war so, wie sich mit einer, weiß ich nicht, 80-jährigen Eierverkäuferin aus Bayern zu unterhalten. Das ist halt fast unmöglich. Also, weiß ich nicht, das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Also mit Respekt, ey, mit dem Schotten, krass. Ja, wenn du das von Anfang an nicht anders lernst. Ja, dann passt das natürlich, ja. Das kommt hin, ey. Wie hast du denn angefangen, Sali? Ich habe mir eine Playstation gekauft. Und da gab's so einen Button, so Chair. Was ist das denn? Und ich habe Wolfenstein gehabt. Das war das allererste, was ich für einen Tag, wo ich den Stream angeschmissen habe, wo ich noch nicht mal gewusst habe, was Stream ist. Ja, es war wirklich so. Ich habe Wolfenstein damals vor Release, ich glaube 3 Tage vorher, deshalb waren da auch 300-400 Leute damals. Aber ich hab damit überhaupt nichts. Ich habe dann erst ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später wirklich angefangen zu streamen. Und mein erstes Spiel, was ich komplett gespielt habe, war Lords of the Fallen. Und danach gleich Dragon Age Inquisition. Dann warst du ja bestimmt... Letztes Mal war ja hier der Michael von Deck 13 bei dir. Nee, den kenne ich erst seit Kurzem. Ja, aber der hat ja zum Beispiel letztes Jahr bei Deck 13. Die haben ja Lord of the Fallen gemacht, ne? Da war's bestimmt, sehr, sehr cool für dich so. War ein cooler Typ so. Der ist super. Der war erst vor... Vor ein paar Wochen vor 4 Wochen hier? Vor 4, ja. Vor 2. Ja. Nee, und so habe ich angefangen zu streamen. Für mich ist das Streamen... Ich habe viele Spiele früher angefangen, zum Beispiel Bioshock.
Und habe dann innerhalb von 20 Minuten das Spiel wieder ausgemacht, weil ich mir immer gedacht habe, boah, das sieht so toll aus. Das muss Stefan sehen, weißt du, so mit irgendjemandem muss ich das teilen. Und dann kam Stefan von der Arbeit und dann war der müde. Und dann hat er keinen Bock gehabt, so ein Unterwasserzeug sich anzugucken. Oder ist nach 5 Minuten eingeschlafen. Und da ist Stream schon das Beste, ne? Um es mit anderen Leuten zu teilen. Das macht schon. Also ist Twitch dein Stefan-Ersatz? Ja. Deshalb streame ich ja meistens auch nur, wenn Stefan nicht da ist. Also betrügst du Stefan quasi regelmäßig mit mehreren hundert Leuten? Mit meiner Community, Leuten? Ja. Okay. Okay. Das weiß er auch. Ja, das ist okay. Und manchmal, wenn ich Sehnsucht nach der Community habe, sage ich, ich liebe sie doch. Ich habe Sehnsucht. Ja, das passiert. Wow. Und was habe ich gemacht? Die ganzen letzten 2 Wochen? Ich habe Monster Hunter gespielt. Ausschließlich. Ich bin momentan bei 55% Achievements. Und es kommt mir noch nichts zu den Ohren raus. Ich habe um die 100 Spielstunden. Und ja, Monster Hunter. Es macht auch so krass süchtig. Einfach so, ich starte irgendwie, oder ich habe den Stream diese eine Woche gestartet. Und so, boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt in Monster Hunter gerade machen soll. Der Story war jetzt durch und so. Und ich bin ungelogen, ich bin 2 Minuten im Spiel und ich habe schon wieder 10 Sachen. So, okay, du kannst noch das machen, dann machst du das, dann gehst du nochmal dahin und dann holst du nochmal das und dieses musst du auch noch killen. Ah, da ist noch ein Quest und Sidequest da und da ist ein Eventquest, okay. So, also sofort. Das ist halt super catchy einfach direkt, ne? Ja. Unglaublich, ey. Ich will die ganze Zeit ausmachen. 3 Stunden später merke ich, oh, ja, komm, den einen kannst du noch legen. Ja, genau. Ah, 2 Anjanath-Zähne noch, ne? Dann kann ich mir das Schwert aufleveln. Ja. Ja, machst du noch eine Runde? Machst du noch eine Runde? Hey, kannst du mal helfen, Pink Razian? Okay, komm, warte, komm ich auch noch mit. So. Ja. Oh, ich wollte eigentlich vor 2 Stunden schon raus. Und ja, also die Streams sind teilweise 14 Stunden und musste ich mich dann ein bisschen zügeln. Ja, aber es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen immer noch Monster Hunter geben. Das ist einfach wie WoW, das Spiel. Noch eine Quest und noch ein, ach, eine geht noch. Eine geht noch, ja. Ja, über Subnautica. Ach, dieses Teil kannst du auch noch eben holen. Und dieses Teil und so. Das bei mir genau. Deswegen sage ich, deswegen habe ich das gerade so angesprochen mit diesem. Leider habe ich damit angefangen. Natürlich ist es nicht leider. Es sind halt super gute Games, aber es ist halt so, damit aufzuhören. Also Real Life ist erstmal AD so ein bisschen, ne? Mhm. Ist halt so. Also das ist halt schon sehr krass, ey. Habt ihr Games, worauf ihr euch jetzt gerade sehr freut, die jetzt kommen? Ja, aber ich kann kein anderes anfangen, weil ich jetzt Monster Hunter spiele. Und jedes Mal, weißt du, dann fange ich was Neues an und dann bleibt das Alte hinten dran. Und so zum Achievement Hunten, das regt mich dann auf. Dann so, ah, und dann kommt das noch und dann bleibt es halt hinten liegen. Und jetzt bleibe ich erstmal da dran. Ich will noch Dings spielen, Secret of Mana. Hm, ja. Da hätte ich jetzt noch. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Das würde ich gerne spielen. Und vielleicht eine Runde Shadow of the Colossus. Oder Colossus. Hm. Aber das habe ich schon gespielt. Ja, stimmt, das habe ich auch noch. Das habe ich original nicht gespielt, aber ich habe da gesagt, ich mache dann 12-Stunden-Stream draus. Und in einem Stück direkt durchgespielt auf hart. Das war ganz cool. Aber viele Sachen fand ich da etwas. Ja, nervig, die ersten 7 Bosse, das war einfach so Freefarm so. Die haben halt sich nicht wirklich gewehrt. Das fand ich halt super langweilig, weil nach den ersten 7 Bossen war ich so, Gott, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das muss ich jetzt noch irgendwie 7 Stunden machen. Weil es einfach, es war zu billig. Ich habe nicht umsonst auf hart gespielt. Aber ab dem 8. Boss wurde es dann doch interessant. Dann wurden die Fights auch mal ein bisschen schwerer und so. Das war dann doch wieder interessant, fand ich. Ich habe auch tatsächlich Shadow of the Colossus jetzt gespielt. Einen Tag. Habe so in einem Stream die ersten 10 Bosse gelegt. Ich fand es aber gut. Ich habe direkt nach zwei Stück habe ich dann ausgemacht, dass das Spiel einem irgendwie nach 2 Minuten direkt sagt, wie der Boss halt zu legen ist, weil das fand ich dann doch ein bisschen hart kacke. Und dann musste ich halt selber rausfinden, wie das geht. Und dann hatte ich tatsächlich bei 2 Bossen, glaube ich, Probleme, überhaupt rauszufinden, wie die gehen. Also da ist zum Beispiel der eine mit diesen Hügelgräbern, bei denen habe ich ein Weilchen gebraucht. Mein Lieblingsboss. Ja. Hab den dann auch irgendwie gecheased und nicht so gemacht, wie man den eigentlich machen soll. Ich habe irgendwie durch Glück, bin ich einfach einen Vorsprung hochgehüpft, hab mich an dem festgeangelt und dann konnte ich irgendwie rüberspringen und auf ihn drauf. Und eigentlich soll man den irgendwie anders machen oder so. Ja. Keine Ahnung. Ah, den mag ich, den im Auenland. Ja. Und den Vogel. Und den im Wasser. Nee, ich hab mehrere Lieblingsbosse, ich find's ein unglaublich schönes und atmosphärisches Spiel. Absolut. Das ganz, so, also ich find's toll. Es ist die Musik und die Stimmung, ich find's ein großartiges Spiel. Und ich gucke mir jetzt noch gerne, ich habe
heute bei Holly noch reingeschaut und ich gucke mir unglaublich gerne immer noch Streams von diesem Spiel an. Ich finde es großartig. Ich fand auch die Musik super und so, und das war jetzt nicht so viel Story, fand ich, aber die Story, die halt erzählt wurde, die war auch gut. Also die Story war gut, die Atmosphäre war super, die Musik war klasse. Einziger Kritikpunkt war, dass es sehr leicht war. Also halt die ersten 7 Bosse, die waren sehr leicht. Danach, wie gesagt, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich habe, dass die ersten 7 Bosse so ein bisschen, ja, sehr billig waren. Klar, die wollen dann ans... Du musst denken, dass dieses Spiel zu PlayStation 2-Zeiten erschienen ist. Absolut, und damals muss das der absolute... Es gab noch keinen Dark Souls und gar nichts in dieser Art. Und ich glaube damals... Es ist schade, dass ich das damals verpasst habe. Ich hätte das gerne zu dieser Zeit gespielt, weil das Erlebnis muss einfach unglaublich gewesen sein. Ja. Vielleicht so wie mein erstes... Wie Demon's Souls, wo ich das erste Mal in die Souls-Reihen reingekommen bin. So, wow, was ist das? So ungefähr muss das gewesen sein. Und für damals war das schon großartig. Wo du gerade Demon's Souls sagst, sorry. Demon's Souls 3 kommt jetzt irgendwie raus, richtig? Oder vertue ich mich gerade? Demon's Souls kommt jetzt auch ein neues Game raus, oder nicht? Nee, oder wurde was angekündigt? Nee, Dark Souls. Dark Souls 1 wird remastered, aber es kommt doch ein neues Demon's Souls raus, glaube ich. Nee. Da habe ich irgendwas Falsches gehört, sorry. Never mind. Dark Souls war ja die Fortführung von Demon's Souls, die inoffizielle. Ja. Wo Sony nicht mit drin gegangen hat. Ich habe da irgendwas von gehört, dass irgendwie Demon's Souls 3 angekündigt wurde oder so. Es gibt ja kein Zweier. Es gibt kein Zweier oder dann Demon's Souls 2. Ich habe keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch gerade komplett. Es wurde ein neues Spiel von From angekündigt, aber es weiß noch niemand, was es ist. Okay. Und man hofft halt auf ein Remake, ne? Das wäre halt... So jetzt, wo Spyro angekündigt worden ist. Ja, stimmt, das kommt da auch noch, ja. Ja, Spyro war damals auch ein so cooles Game. Ich habe so viele Stunden als Kind drin verbracht, ey. Also, habe ich damals sehr gefeiert, ey. Gar noch den ersten Teil. So auf der PlayStation 1 damals. Darksiders 3, hast du es mit Darksiders 3 verwechselt? Dankeschön. Ja, danke schön. Darksiders 3, danke. Das war das, was ich im Kopf hatte. Ja. Ja. Ja, das ist ähnlich. Ey, komm, es kommt ein D drin vor und da ist eine 3 drin, das ist das Gleiche. Ähnlich. Man kann das mit einem Controller spielen. So. Ja. Seht ihr die ganzen Gemeinsamkeiten? Ja, unglaublich. Definitiv klar. Ja, Entschuldigung, es tut mir ja leid. Ich habe weder Darksiders noch Demon's Souls gespielt und ich wusste, dass da irgendein Game, ein dritter Teil von rauskommt, was ich noch nie gespielt hatte, deswegen. Ja. Und es fängt mit D an und irgendwo ist ein S. Verstehe ich. Ja. Ja. Ja, ist ja okay. Ja, habe ich mich blamiert, ist okay. Nicht schlimm. Ja, das ist in Ordnung. Naja, ich habe das wirklich verwechselt tatsächlich. Weil Demon's Souls ist auch noch so eine Spielerei, die wurde mir heute halt schon mehrfach ans Herz gelegt, aber habe ich noch nie gespielt. Also. Ich habe übrigens die letzten 2 Wochen, weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Ich habe es vergessen. Vorgestern habe ich dir sehr lange zugeguckt. Ich weiß nicht, was ich weiß auch, was du die Woche gemacht hast. Wieso weißt du nicht, was du die 2 Wochen gemacht hast? Ich hatte am Wochenende sturmfrei. Das weiß ich, aber so was ich gespielt habe, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, hier das Piratenspiel, das fand ich sehr witzig. Genau. Ach, Sea of Thieves, ja. Das haben wir gespielt gestern und vorgestern, ja. Genau, vorgestern habe ich dir zugeguckt. Das war lustig. Da muss ich sagen, da war ich sehr reserviert diesem Spiel gegenüber, aber doch, vielleicht gucke ich es mir an, wenn es rauskommt. Kingdom Come habe ich auch gespielt. Genau. Aber ich glaube, da werden wir uns gleich noch mal kurz drüber unterhalten, gehe ich von aus, oder? Mhm. Was haben wir denn davor gemacht? Chat, was habe ich gespielt? Wisst ihr das noch? Ich weiß das wirklich nicht. Hast du Shadow of the Colossus gespielt? Nee. EFT? Nee. Monster Hunter? Hast du gar nicht gemacht, ne? Nee. UFC, stimmt. UFC. Oh ja, UFC, ja, das haben wir eine ganze Woche gespielt. Und wie konnte ich das nur vergessen? Wie viele Lootboxen hast du gekauft? Keine. Das Singleplayer-Spiel. Oh, ey. Also bei UFC gab es Lootboxen. Ich spiele so viele Spiele, ich kann mir das echt nicht merken. Rise of Industry habe ich auch gespielt. Auch ein sehr schönes Spiel. Das macht auch sehr viel Spaß. Stimmt, habe ich zugesehen. Ja. Oh, und Dings habe ich. Showdown habe ich auch gespielt. Ah, das habe ich jetzt mal auch angespielt, tatsächlich, ja. Das war sehr cool. Also ich habe mit einem Kollegen gezockt und wir haben 3 Runden gespielt und 2 davon haben wir direkt gewonnen oder so. War cool auf jeden Fall. Aber ist halt noch sehr unfertig, also definitiv Potenzial, aber halt wirklich Alpha und dadurch halt jetzt nicht so viel, was ich hätte, also wir haben insgesamt 3 oder 4 Runden gespielt und mehr hätte ich nicht machen brauchen. Also erstmal jetzt, wenn es aber rauskommt, definitiv, oder wenn es jetzt mehr Patches kriegt und so, weiterentwickelt wird, definitiv Potenzial sehe ich da.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ist auf jeden Fall mehr Potenzial als bei Kingdom Come. Ja, Kingdom Come ist halt Singleplayer-Game, das ist jetzt auch halt, das spielt man einmal und dann war's das. Stimmt nicht. Ja, also, das Release hätte ich das nicht. Bin ich ganz ehrlich. Nee, definitiv nicht. Nee, das ist so eine, ich würde sagen, Late Beta. Eine Late Beta, also weit fortgeschrittene Beta wär's. So, Release in 2 Monaten. Nee, ich glaube, das reicht gar nicht. Meinst du nicht? Nee. Also wenn du mal ein bisschen länger in meinen Stream guckst, ich finde so alle halbe Stunde einen Bug. Okay. Ja. Ich habe heute mit einem Pferd in der Tanne festgehangen. Ja. Dann habe ich mein Pferd heute in einen Zaun geklemmt. Das hat sich dann so an dem Zaun festgebissen. Klingt gut. Ich habe so viele Bugs, das geht gar nicht. Ich hätte jetzt auch bis gerade noch Kingdom Come gespielt gehabt und gestreamt gehabt. Und bei mir war es so, ich habe halt so ein NPC. Ne? Für eine Quest muss ich den erstmal finden. Der hat so eine gewisse Route, die der geht. Der spielt den zum Typen nach, dann gehe ich da hin. Und dann muss ich den anreden können, theoretisch. Ich konnte ihn leider nur verhauen. So, also konnte ich ihn nur bestehlen oder ihm halt auf den Kopf hauen. Habe ich ihm auf den Kopf gehauen, habe seine Leiche genommen oder seinen Körper genommen, habe den irgendwo in den Fluss geworfen, habe gewartet, bis der aufsteht. Der hatte mich gesehen, ist wieder sofort weggerannt und ich konnte die Quest einfach nicht weitermachen. Habe ich neu geladen, da musste ich in den Knast gehen, weil ich in der Stadt so gefürchtet war, dass der Vogt mich ständig auf die Schnauze hauen wollte und musste dann in den Knast einmal gehen, damit die Leute mich da wieder halbwegs mögen. Und dann konnte ich lustigerweise mit ihm reden. Dann habe ich mit ihm geredet, dann hat er versucht abzuhauen, dann stand er so, ja, halt ihn auf. Gehe ich also hin, habe ihn aufgehalten, er war wieder bewusstlos, er steht wieder auf, rennt vor mir weg. Und da hat sich bei der Quest nichts getan. Ich denke mir so, okay. Dann hat man so eine Stunde gewartet, dann stand er so, ja, okay, du hast versagt, ihn aufzuhalten. Dachte ich mir so, habe ich nicht. Und dann habe ich mal kurz nochmal gewartet und dann stand er so, ja, okay, folge ihm jetzt zu seinem Lager. Dann wusste ich auf einmal ganz spontan, wo sein Lager ist. Ich zu seinem Lager hin, hat er so 2 so komische Wachen, dann hau ich die Wachen kurz kaputt und der Typ, der hängt auch schon da. Und dann, was macht er? Er fängt an wegzurennen und ich konnte ihn wieder nur umhauen. Und der ist natürlich auch unsterblich, dieser NPC. Bin also mit meinem Schwert hinterher und hab die ganze Zeit reingepiekst. Und er ist immer weitergelaufen und weitergelaufen, bei mir die ganze Zeit währenddessen Stärke-Skill ab, Hauptstufe-Skill ab, immer wieder XP geholt. Ich denke so, ja, ist ja cool, aber es geht einfach nicht weiter. Egal, was ich mache, dann habe ich so die Möglichkeit, noch einen anderen NPC anzuquatschen und den mitzunehmen und dahinzustellen. Dann stellt er sich da an den Baum, dann macht dieser NPC nichts, der rennt nicht vor mir weg. Ich kann ihn aber immer noch nicht ansprechen und meinen Kumpel, den ich da zugeholt habe, kann ich auch nicht ansprechen, ne? Geht auch nicht. Gehe ich also hin und versuche den Typen hinzurichten, hau dir mein Schwert rein, er ist natürlich unsterblich. Der andere sieht das und mein Kumpel haut mir auf einmal auf die Schnauze. Und dann haut mein Kumpel mir auf die Schnauze, dann boxe ich mich gegen ihn, hab dann das Schwert ausgepackt und hab ihn aus Versehen getötet. Und dann auf einmal hockt der Typ sich hin, sagt so, ey, Alter, tut mir leid und so. Und dann kann ich ihn ansprechen, denk mir so, endlich klappt es. Dann will ich mit ihm reden und dann sagt er nur, ja, komm, hau ab, verpiss dich. Und dann kann ich ihn wieder nicht anreden und er rennt einfach nur wieder von mir weg. Ich muss noch herausfinden, wie ich diesen Bug fixe, weil das ist die Mainquest. Also so, ne, das ist irgendwie so ein Teil der Mainquest, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das fixen soll. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Dennoch finde ich den Humor der Entwickler sehr, sehr geil. Ich musste sehr oft lachen. Ich will jetzt hier keine Kraftausdrücke anwenden, aber ich hatte einen sehr, sehr lustigen Clip davon auf jeden Fall. Es wird ja sehr oft das Hasenwort da in diesem Spiel benutzt, ne? Und ich habe gerade darüber angefangen zu erzählen, ja, der Hund, der hat jetzt auch einen Namen, der Hund ist ab sofort und auf einmal schreit ein NPC dieses Wort und das hat so perfekt gepasst einfach. Also es ist schon sehr lustig. Ich feiere das Game sehr, sehr hart auf jeden Fall. Auch wenn es halt die Bugs hat und so. Ich finde es aber lustig und ich finde es auch an sich, es macht Spaß zu spielen. Ich habe meinen Spaß damit. Bugs hin oder her? Ich beschreibe das immer wie My Summer Car. My Summer Car ist so eine Mischung aus 50 Shades of Grey und Stockholm-Syndrom. Wow. Das Spiel verzaubert dich so hart und sperrt sich in deinen Keller ein. Und irgendwann fängst du es an zu lieben. Und okay. Es missbraucht dich und bezirzt dich und alles mit seinen Schönheiten, damit du die ekligen Seiten nicht mehr siehst. Und dann irgendwann so, oh Mann, du bist ja eine richtige Perle. Aber eigentlich ist das Spiel gar keine Perle. Eigentlich ist das Spiel ein völliger Unfall. Aber nichtsdestotrotz hast du den Spaß deines Lebens. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, muss ich sagen. Aber mein Summer Car ist bewusst ein Unfall. Und ja gut, dann ist Kingdom Come wahrscheinlich auch bewusst ein Unfall. Nee, das wäre zu einfach.
Das ist so, als würde der Regisseur von The Room sagen, er hat bewusst den schlechtesten Film aller Zeiten gemacht und deswegen feiern ihn alle jetzt so. Also, The Room? Ja. Hab gar nicht gesehen. Also, ja. Nee. Außerdem kostet Summer Car 20 Euro oder so und nicht 50 Euro. Wie ja, bei Kingdom Come haben sie natürlich schon getryhardet. Die wollten halt wirklich was richtig krasses machen und die haben auch teilweise was richtig krasses gemacht. Also, ja klar, wie gesagt, diese Bugs und so, das nervt halt und es ist teilweise sehr unausgereift, definitiv. Hätte das Spiel noch 2 Monate mehr entwickelt, wenn es noch 2 Monate mehr gekriegt hätte oder so, es hätte halt wirklich ein ultra gutes Game werden können. So ist es jetzt halt, für mich ist es ein gutes Game, ich habe meinen Spaß damit und so und ich habe, wie gesagt, viel zu lachen. Ich mache mich über die Bugs auch regelmäßig lustig, wenn ich dann irgendwie in die Stadt komme. Und auf einmal rennt da jeder NPC ohne Kopf rum erstmal und ich sag so, ja, moin, was geht, du bist irgendwie ganz schön kopflos heute. So, weiß ich nicht, oder die Texturen laden dann nach und alles sieht total gammelig aus und auf einmal so ein übelst krasser Ritter, der so richtig so eine Kante sein soll und übelst pornös aussehen soll, man sollte richtig Angst vor dem haben und so, hat auf einmal keinen Bart und sieht aus wie so ein Milchbubi, der gerade noch ne, an seiner Flasche hängt. Also, das ist schon witzig so einfach, ne, da mache ich mich dann auch drüber lustig so. Also, es ist halt cool, es ist halt, ich habe halt viel zu lachen, für einen Stream ist es super. Ich glaube nicht, dass 2 Monate da gereicht hätten. Ja, das kann sein, es ist halt nur so ein rough guess so, definitiv. Ich sag mal, bei Skyrim hast du auch diverse Bugs drin zum Beispiel. Ich glaube, bei solchen Games ist es auch echt schwierig, ey. Ja, aber das ist schon Ziel, also das ist schon wirklich sehr hart. Es ist kein Full Release, definitiv nicht. Also, ja, normalerweise würde ich über den Preis schimpfen. Aber mittlerweile habe ich schon so viel Spaß, also ich glaube, ich habe schon 40 Stunden gespielt und ich habe jeden Stream was zu lachen. Ja, eben. Weil das so unglaublich bescheuert ist, ja? Ja, absolut, ey. Das ist so bekloppt. Also der Humor und die Quests sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also da kann man nichts sagen. Die sind schon sehr witzig. Mhm. Aber grundprinzipiell, uff. Ja, es fehlt halt noch einiges. Also auch das Kampfsystem hätte man noch ein bisschen flüssiger machen können, so generell. Die Idee ist gut, die mag ich, aber das ist teilweise sehr hakelig. Und manchmal hängst du da und gibst ihm halt irgendwelche Schläge und du denkst dir einfach, der hat nicht Ausdauer. Und auf einmal packt er den vierfachen Super Saiyajin aus und packt mit seinem Schwert eine Combo aus, wofür du 10-mal nicht die Ausdauer hast und dann hier 6 Schläge hintereinander. Und dann denkst du dir so, okay, ich bin jetzt gestorben. Und du redest von dem oben unter dem Dach? Der unter dem Dach, der war ganz easy. Also den fand ich recht einfach. Den habe ich gar nicht hingekriegt. Den habe ich mit dem Bogen geschossen. Echt? Ja. Ich habe den 6-mal in die Fresse geschossen, der ist nicht umgefallen. Ich dachte, Streitkolben ist die Macht, man. Du brauchst eine hohe Schadenszahl und nicht 3 hohe Schadenszahlen, weil ich glaube, das Rüstungssystem arbeitet mit absoluten Zahlen. Bedeutet, wenn du 30 Rüstungen auf dem Kopf hast und du hast eine Waffe, die macht 30, 35 und 35 Schaden oder so, und der hat 30, 35 und 35 Rüstungen, dann machst du wirklich keinen Schaden. Wenn du aber einen Wert mit 0, 0, 70 Schaden hast, machst du halt auf die 35 am Ende 35 Schaden drauf, verstehst du? So arbeitet, glaube ich, das System. Und deswegen sind einzelne hohe Schadenszahlen, glaube ich, sehr gut, weil ich habe den Typen mit 3 Schlägen K.O. genockt. Aber ja, manchmal so... Ich habe ihn dann 2-mal ins Gesicht geschossen und dann habe ich wohl einen Crit gemacht und ist umgefallen. Und davor habe ich ihn 6-mal ins Gesicht geschossen. Oder so, ja, gut. Und dann bin ich gestorben und es hat nach der Quest nicht gespeichert, dann musste ich das nochmal machen. Ja, ich hatte einmal so eine Szene. Hast du schon mal Fallschaden in dem Spiel erlebt? Nee. Oh, dann sei froh, weil Fallschaden in dem Spiel ist ungefähr so, wenn du dich auf eine Bordsteinkante stellst, ja, und aus einen Schritt nach vorne machst, könnte dein Charakter daran sterben. Ich bin an einer Stelle, da musstest du so ein Kampftraining von diesem komischen Dude da machen, ne, wo du gerade unter die Fittiche kommst. Da musst du dieses Kampftraining bei dem machen. Ich mach dieses Kampftraining da komplett hier, der zeigt mir alles hier, ja, 15 Minuten, ja, hier machst du so, die ganze Kacke, alles mal einmal komplett durch, ne. Und ich denk mir so, boah, okay, zum Glück ist er jetzt fertig. Geh so weiter, dann sagst du, ja, okay, ich muss dich da zum Bogenschießen bringen. Ich sag so, ja, okay, alles klar. Laufst du da rein, geh erstmal außen rum und bin dann auf dieser Brücke. Und denk mir so, ja, komm, hier rechts runter, ne, kannst du da runterspringen, ist ja kein Problem. Und das waren ungefähr ungelogen 3 Meter. So jedes 12-jährige Kind hätte sich maximal einen Knöchel verstaucht. Was passiert? Mein Charakter full life, ich spring runter, bab tot. Ich so, okay, nicht dein Ernst jetzt, oder? Und ich bin wieder neu geladen. Und rate mal, wo ich bin. Genau vor diesem 15 Minuten Hickhack-Training mit dem ganzen Scheiß. Ich so, nein! Die Speicherpunkte sind auch glorreich. Ja, die Speicherpunkte sind halt nicht wirklich existent. Manchmal speichert er in dem Bett, da musst du aber Glück haben. Du musst drauf achten, ob der speichert, wenn du geschlafen hast. Weil das macht er nicht immer. Nee, das stimmt, Und speichern kannst du halt nur mit diesen Retter-Potions, deswegen gehe ich immer... Keine Ahnung, habe ich irgendwie einer Schankmaid, habe ich irgendwie 250 Gold bezahlt, damit die wieder mit mir spricht, damit die mir so scheiß Retterschnäpse verkauft.
weil ich in der Stadt recht unbeliebt war. Was also, für Stöpsel sollte sie dir verkaufen? Retterschnäpse. Ach, machst du denn mit ihr nicht rum? Bist du nicht so ein Schelm? Boah, überhaupt nicht, ne? Ich bin der übelste diebische Mörder überhaupt, ne? Ich habe in jeder Stadt habe ich schon geklaut und ich habe die Waffenkammern komplett ausgeräumt. Ich habe das Kloster sogar ausgeräumt. Ich würde sogar sprengen, wenn ich könnte, aber darf ich noch nicht. Aber ich habe noch keine sexuellen Erfahrungen. Ich glaube, selbst bei Todkranken, das ist egal, wenn da eine Kiste steht, wird die aufgemacht und alles mitgenommen. Ja, natürlich, absolut. Das ist das Erste, was gemacht wird. Guck, ob einer guckt, Tür zu, ganzen Bude leer räumen und dann, dann erstmal anfangen. So macht man das bei dem Spiel. Ich glaube auch, das Spiel kann man nicht auf... Ich habe von meinen Viewern sagen dann so, ja, ich habe versucht, ehrlich zu spielen und so. Aber wenn ich das bei dir so sehe, klappt das nicht. Dann sage ich so, ja, ich habe mittlerweile halt 15.000 Dollar, ne? Ja, absolut. Du hast 15.000 schon? Ich hatte jetzt zwischenzeitlich, war ich sogar bei fast 20.000. Also circa. Ich hatte halt das Waffenarsenal von so einer Stadt ausgeräumt. Ne? Da waren halt... sag mal 7.000, 5 bis 7.000 in Wertgegenständen und ich hatte 11.000 Groschen. Das Problem war, ich hatte dann irgendwie nur noch 7.000 Groschen zwischenzeitlich, weil ich mich so unbeliebt in der Stadt gemacht habe. Dann musste ich da mal zum Schmied gehen, okay, der will 200 Dollar haben, damit er mit mir redet. Dann musste er auch noch reparieren und mir Sachen verkaufen, für das Zehnfache des Preises gefühlt. Dann muss ich mit der Schankmaid reden, okay, hier wieder 200 Dollar. Dann kam der Vogt wieder an, weil ich in der Stadt ja einfach rumgelaufen bin. Und keiner in dieser Stadt greift mich an, keine Wache, kein niemand. Aber der Vogt mit seiner Axt und seiner Mönchkutte rennt mir sofort hinterher, greift mich einmal an und sofort die Wache, ey, was machst du da? Kommt auch noch an, will mich dann auch noch verprügeln. Und dann heißt es so, ja, hier, ne, du hast jemanden zum Krüppel gemacht. Ich so, hä? Ich stand hier nur, der Vogt wollte mich töten, du wolltest mich töten, aber ich habe jemanden zum Krüppel gemacht, okay? Hier hast du 500 Dollar. So, und das die ganze Zeit und irgendwann war ich so bei 7.000 noch. Du musst besser klauen. Nur das Lustige ist, der Vogt, der hasst mich aus irgendwelchen Gründen, aber zu dem Zeitpunkt bin ich gar nicht aufgefallen. Beim Vogt bin ich oben reingegangen, da lag einer auf dem Bett. So, den habe ich halt gewürgt so ein bisschen und so, bis der K.O. war. Dann lag der halt da, dann habe ich seine Leiche genommen, ne, seinen Körper und habe den aus dem Bett getan. Dann drehe ich mich um und ich dachte so, oh fuck, da ist jemand. Dann geht der Typ einfach hin, sieht mich so und geht einfach in dieses Bett und legt sich da hin und schläft. Ich denke mir so, hä, was ist das jetzt? Geh da also hin. Würge den wieder, nehm die nächste, pack die auf die andere Leiche. Dreh mich rum, das Gleiche nochmal. Ne? Ohne Witz, nehm den auch noch, pack den hin und auf einmal steht der Vogt hinter mir. Und ich denk mir so, oh fuck. Und dann, was macht er? Er stellt sich vor, das werde ich sagen, so, guck mal, der legt sich jetzt auch noch hin, wetten. Der hat sich nicht hingelegt, also muss ich von hinten hingehen und ihn einfach nur so K.O. würgen. Hab den dann auch noch hingelegt, dann hat er vier Leichen schon liegen, ne? Oder vier Bewusstlose. Hab dann angefangen, den ganzen Laden auszuräumen. Und das ist nicht aufgefallen. Die haben die ganze Zeit nichts gesagt, so keine, ja, hier, Wache oder so. Nichts aufgefallen. Alle dann K.O., lagen da schön aufeinander. So einen hübschen Haufen habe ich dann gebildet, weißt du? Hab die ganzen Kisten mitgenommen. Und als ich das nächste Mal da hingegangen bin, kam dann der Vogt und wollte mich töten. Ständig. Ich dachte die ganze Zeit, wer ist denn das überhaupt? Warum ist der unsterblich? Bis ich irgendwann gesehen habe, dass das der Vogt ist. Also, keine Ahnung, wie der wusste, dass ich es war. Ich hab das voll gut gemacht, ey. Sehr elegant auf jeden Fall. Okay. Jetzt auch die ganze Zeit. Diebische Elster. Ja, so bin ich. Ich habe dafür einen Begriff gelernt. Für diese Spiele, die aus Europa kommen und irgendwie nicht so sind, wie sie sein wollen. Und zwar heißt das Eurojank. Eurojank? Hm. Den Begriff habe ich wohl schon länger, den Begriff. Ach ja, stimmt. Für Spiele wie zum Beispiel so Gothic 3 vor allen Dingen. Oh Gott, das hat mir die Gothic-Reihe versaut, wie vielen anderen auch. Genau. War traurig. Jetzt vor kurzem Elex war ja auch rausgekommen. X Rebirth war so ein Beispiel dafür, wie Spiele halt richtig verhunzt sein können. Das ist ja komplett runtergegangen. Ich glaube, Mountain Blade kommt da noch mit rein. Und so Spiele, die irgendwie aus dem europäischen Raum kommen. Wobei ich habe Mountain Blade damals aus Zufall kennengelernt. Ich war beim Kollegen, also bei meinem besten Freunde, und wir wollten einen LAN machen, zusammen Spiele spielen. Und dann haben wir Mountain Blade entdeckt und dachten, da hat einen Multiplayer gehabt. Haben es dann beide installiert und haben wir festgestellt, es hat nur einen Singleplayer. Und jetzt kommt der Knaller, wir haben dieses Spiel, wir saßen nebeneinander und wir haben, ich glaube es waren zwischen 35 und 40 Stunden am Stück ohne Pause gespielt und haben uns nur die ganze Zeit über dieses Game unterhalten, aber das war unsere LAN dann quasi und wir haben keine Pause gemacht, wir wollten beide nicht aufhören, das hat uns sehr fasziniert, wir hatten echt super viel Spaß dabei. Mhm. Also das fand ich gar nicht mal so vor uns tatsächlich. Du, das heißt ja nicht, dass sie unbedingt schlecht sein müssen, sondern dass sie einfach schlecht, also technisch schlecht rauskommen. Ich meine, Gothic 3 waren Desaster damals. Und X-Rebirth war auch ist, glaube ich, immer noch ein Desaster. Wenn man sich teilweise manche Animationen und manche
wie die Charaktere aussehen zum Beispiel, anguckt. Aber irgendwie komischerweise werden diese Spiele dann genommen und von der Community halt gesund gefixt, also gesund gepatcht, statt einfach fallen gelassen zu werden. So wie es halt, manche Amis haben zum Beispiel, ich habe das dann ein bisschen recherchiert, den Begriff, und manche Amis haben geschrieben, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Spiele, die schlecht sind und aus Europa kommen, sind Eurojank, Spiele, die schlecht sind und aus USA kommen, sind schlecht. Einfach nur Trash. So, warum? Ja. Keine Ahnung. Gothic 3 war ja auch ein riesengroßer Community-Patch, der dann entweder, weiß ich nicht, das Spiel noch kaputter gemacht hat oder halt einigermaßen spielbar gemacht hat. Ich finde das komisch. Ich habe damals Gothic 3, ich bin extra um 8 Uhr morgens in den GameStop noch vor der Schule gegangen und habe mir das gekauft, damit ich das schon mal hatte am Abend. Dann waren da so Bugs bei wie, keine Ahnung, ich falle eine Klippe runter, fuck, was mache ich jetzt? Hab aus Versehen so eine Hühnchen-Transformations-Post, womit ich mich selber in Hühnchen verwandle, drücke den Knopf und dann bin ich auf einmal unten als Hühnchen. Hab überlebt, war voll glücklich so. Solche Bugs einfach, das war so bescheuert, das hat mir die ganze Serie kaputt gemacht, ich war so traurig, ey. Ja. Das war richtig fies, Batman. Ich hab Gothic 2 damals so gefeiert. Gothic 1 und 2 war super. Ja. War so gut. Und dann habe ich mich auf 3 so gefreut und es war einfach... Einfach ein harter Fail. Ja. Aber jetzt nochmal wegen Games, die jetzt kommen. Was habt ihr denn da noch so auf dem Schirm? Was jetzt richtig... Wir haben, glaube ich, vorhin mal kurz gesagt, ja, wir freuen uns, worauf wir uns freuen, aber nicht wirklich drüber geredet. God of War? Ja, das dauert aber jetzt noch ein bisschen. Aber God of War ist so mein nächstes wirklich großes Highlight. Das 100% Achievement-Game, oder? Klar. 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 Also, ich habe die ganzen anderen God of War-Teile. Ja, klar. Aber ansonsten? Sonst gar nichts auf dem Schirm? Also am allermeisten freue ich mich auf Metal Gear. Nein, kann ich nicht. Wow. Kann ich nicht mal ernsthaft aussprechen, den Satz. ich habe tatsächlich auch God of War auf dem Schirm für März und halt Ni No Kuni 2. So, ah ja. Da freue ich mich riesig drauf. Ich habe jetzt ein bisschen in Secret of Mana reingeguckt. Ich glaube, alleine will ich es nicht spielen. Also lasse ich das jetzt erstmal. Ich habe es schon auf der PlayStation lass das da liegen. Und wenn sich irgendwann die Chance ergibt, das mal mit ein, zwei Leuten zusammenzuspielen, ich glaube, dann soll es mehr Spaß machen. Was ich davon jetzt gesehen habe, ist es so, mal gucken. Ja. Wie aus, Nils? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee, ich kann es dir nicht sagen. Also, erstmal kommt am 20.03. Sea of Thieves raus. Das ist doch schon mal was für dich, oder nicht? Ja, aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Ja, ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Ich plane das nicht mehr. Ich habe einen Channel bei mir auf Discord, der Spielevorschläge. Da gucke ich jeden Tag rein, wenn ich nichts zu spielen habe. Und dann suche ich mir da was raus. Ansonsten, ich mach das nicht mehr, nö. Ja, es gibt halt einige Ankündigungen, worauf ich mich halt sehr freue. Unter anderem halt State of Decay 2 zum Beispiel. Da freue ich mich mega drauf. Den ersten Teil habe ich halt schon sehr gefeiert, wo ich halt ab und zu mal einfach reinschaue. Das ist halt so ein richtig klassisches Zombie-Survival-Game und dann noch mit Multiplayer und so. A Way Out kommt raus, dieses Koop-Game. Da freue ich mich mega drauf, das mit meinem besten Freund durchzuspielen, so, also auch zu streamen. Mhm. Und, Sally, das könnten wir zusammenspielen. Ist das nicht Only Coach Coop? Couch-Coop? Ist Couch-Coop? Nee. Weiß ich nicht. Also bei der E3 hieß das damals so. Nee, ich glaube, man ist per Voice miteinander verbunden. Ja? Ja, ja. Ich habe das so gesehen, ja. Ja, cool. Vielleicht meinten die damit auch nur, wenn ihr halt nebeneinander sitzt und einfach beide schwerhörig sind, dass du dann ein Headset aufsetzen kannst und schon anschreien kannst. Aber das ist alles noch so weit weg. So, noch weit weg, das stimmt. Aber es sind so Games, da freue ich mich halt mega drauf. Auch jetzt Days Gone zum Beispiel. Days Gone ist halt auch so ein Game, worauf ich mich sehr freue. Da ist ja noch nicht mein Termin draußen. Nee, leider nicht. Das sind auch alles noch Games, die sind irgendwann dieses Jahr. Da freue ich mich halt schon. Mal sehen. Alles ja. Kokolores. Mal sehen. Ja. Also greifbar ist gerade nur God of War und Ni No Kuni. Stimmt. Mhm. Für mich ist Sea of Thieves halt schon greifbar. Also ist halt ein Monat jetzt noch. Ist halt okay. Also ist überschaubar. Wann soll das Sea of Thieves rauskommen? 20.03. Das ist schon. Hin. Ist schon drin auf jeden Fall, ja. Im Chat hat jemand das nicht so wie die Beta.
Hoffentlich nicht. Nicht so verbuggt, meinst du? Nee, das bugs nicht. Nee, dass so wenig los ist. Ach so. Boah, ich hoffe bitte, dass Microsoft mehr als nur 2 Leute dahin lässt. Oh, das wäre bitte, das wäre so schön. Ja, weil dieses Mal gab es ja dieses Insider-Programm und es waren, glaube ich, sehr viele Leute, die dort teilgenommen haben. Hm. Aber die Server waren so leer, das war so langweilig, dass du in 5 Stunden vielleicht mal 2 oder 3 gesehen. Und das finde ich so, das wird dann schwierig, weil ich glaube, dass das Spiel auch sehr vom PvP lebt. Aber wenn dann da nichts los ist, dann... Ja, aber es ist auch gefährlich so. Wenn sie zu viele Leute wieder drauf lassen auf so einen Server, dann kann es auch ein bisschen unangenehm werden. Dann sollen sich die Leute doch einfach entscheiden. Lass uns einfach sagen, yo, ich will lieber auf einen Low-Populated-Server, wo ich mehr mit meinen Kollegen ein bisschen Schätze farmen kann, wo mal einer vorbeikommt. Oder halt die Leute, die halt sagen, yo, High Risk, High Reward. Ich jump einfach über die See auf einen High-Populated-Server und versuche den anderen die Schätze abzuluxen und so. Da können sie einfach eine Auswahl machen. Das lässt sich ja rein mechanikmäßig leicht lösen, vom Prinzip her. Theoretisch, ja. Aber es war auch in beiden Betas war so wenig los. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe mal, also dieses Mal war es ja bedacht, also auch gewollt. Ich hoffe nur, dass das nachher im Spiel nicht so ist, weil dann ist es wirklich, weil mit 4 Mann die ganze Zeit über die Meere segeln und Schätze ausgraben. Nee, danke. Lieber von anderen Schätze klauen. Dann braucht man nicht suchen. Er spart die ganze Arbeit mit dem Schritte zählen und so. Richtig. Das befürchte ich auch noch ein bisschen, dass so nach 10, 20 Stunden die Luft auch schnell wieder raus ist aus so einem Spiel. Was bei einem Multiplayer-Spiel eigentlich nicht sein sollte. Nee, das glaube ich eher weniger. Meinst du? Nee, das glaube ich eher weniger. Das hat schon, also ich sag mal, ist von der Atmosphäre ist das hier, ist das so stimmig, dass das unglaublich viel Bock macht. Also ich bin wirklich reingegangen so an den Abenden jetzt und hab mir gesagt, ja, heute geht's rund. Heute wird gesegelt. Und dann gehst du darauf und dann ist das aber auch so. Okay. Also das macht schon Bock auf jeden Fall. Wenn du denn die richtigen Leute hast, dann fetzt das schon. Ich meine, wenn ich habe halt nur ein paar Sachen gesehen, so ich habe es ja selber nicht gespielt, aber dass man sich betrinken kann, in seinen Becher kotzen kann oder in seinen Eimer und dann anderen Leuten das vom Kopf schmeißen kann, ist schon gut. Das ist schon stimmig. Also andere Leute vollkotzen, das geht auch. Ja, also. Oder in Anker lichten und das Boot vom Gegner einfach wegfahren lassen und er ist noch auf der Insel. Kann man auch machen. Da gibt es Sachen, die sind ganz gut, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Heute wollte ich es machen eigentlich. Dann gucke ich so Twitch gucken, ich denke mir so, ah, wer ist denn alles schon live noch? Rein und dann sehe ich so Wiederholung. Ich denke mir so, bis 11 Uhr morgens. Ja, 11 Uhr und dann war es vorbei. Ich dachte mir so, boah, schon wieder verpasst, ey. Letztes Mal habe ich es auch schon verpasst. Da war es aber so, weil ich halt, ja, clevererweise habe ich mir das Game bei Microsoft selber gekauft und die waren zu unfähig, ihre eigenen Keys freizuschalten, also durfte ich die Beta nicht spielen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich tilted. War ja, du hast traurig. Die nicht gekriegt, wenn du es gekauft hast bei der letzten, ne? Nee, bei der letzten Beta war es so, wenn du vorbestellt hattest, dann durfst du ja spielen. Genau. Also, was habe ich gemacht? Ich habe über Microsoft, über diesen ekelhaften an der Stelle, der ist ekelhaft, Microsoft, euer komischer Game-Launcher, das Game gekauft, habe das aktiviert und so, hat erstmal 10 Jahre gedauert, bis ich das irgendwie mal hingekriegt hatte. Und dann habe ich es endlich hingekriegt und dann will ich spielen und dann sagte so, nee, du bist nicht berechtigt. Dann dachte ich mir so, ja, dann leck mich doch. Was ist mit dir? So, offiziell bei Microsoft gekauft. Und dann höre ich so, ja, nee, ich habe bei Amazon gekauft, gar kein Problem, ne, kannst du direkt eingeben und dann bist du drin, easy. Ich sag so, ja, ich habe bei Microsoft gekauft, ihre eigenen Keys sind scheinbar nichts wert. Da war ich echt hart tilted, Alter. Da war ich sauer, ey. Also, das fand ich nicht cool. Ich habe locker, weiß ich nicht, ich hatte es noch dann, ich habe dann gestreamt und ich habe, glaube ich, 5 Stunden gestreamt und dann habe ich gesagt, nee, Leute, das kommt heute nicht mehr. Also, ich habe dann andere Sachen gestreamt halt. Da kommt heute nicht mehr, wird nichts mehr. Und dann war ich halt echt, wie gesagt, tilted einfach. Fand ich ja schon scheiße. Ja. Aber egal, nächste Beta nehme ich mit. Die nächste Beta gibt's nicht, dann ist es Vollrelease. Ja, ich habe vorhin noch was gelesen eine Beta-Phase kommt noch. Open Beta soll's noch eine geben. Geil, dann brauche ich mir das Spiel dann nachher gar nicht mehr kaufen. Weil ich dann keine Lust mehr drauf habe, weil ich schon so viel gespielt habe. Geil, 70 Euro gespart, danke Microsoft. Mann, die sollen aufhören endlich mit diesen ganzen vielen Betas immer, Mann. Das macht doch nachher gar keinen Bock mehr, wenn du in der Beta schon... Dann spielst du einfach nicht. Nee. Ich hab ja Bock drauf. Aber ja, dann kann ich mir, das war bei Dings war das ja auch schon so bei For Honor. Da waren so viele Betas, dass du nachher gesagt hast, warum soll ich mir ein Spiel jetzt noch kaufen? Hab schon 100 Stunden gespielt, tschüss. Ich meine, ich habe quasi 2 Monate habe ich Destiny 2 Beta gespielt, wenn du so willst. Ich habe Destiny 2, habe ich auf der PlayStation erst gespielt. Ich wusste aber schon, dass ich auf die PC-Version wechseln werde.
Aber ich hatte halt schon voll Bock, einfach zu zocken. Hab dann allen Content gemacht und so, ne, den ganzen Raid durch und hast nicht gesehen. Und hab dann auf PC nochmal neu angefangen. Also ich hab so gesehen 2 Monate Destiny 2 Beta gespielt. Wenn du so willst. Hm. Auf PC war es nämlich einfach dann so, du hast keine 30 FPS mehr, sondern 144. Die Grafik sieht auch schön aus. War schon deutlich cooler auf jeden Fall. Aber ich weiß, was du meinst, so mit den Betas. So, man sollte halt nicht übertreiben, ne? Das ist viel irgendwann, ja. Ja. Wie ist das eigentlich bei dir, um mal die Kurve von diesen ganzen Spiele-Dingen zu kriegen? Du bist ja jetzt, hast du ja selber gesagt, du hast ja gewechselt von einem festen Spiel auf Variety. Genau. Ich habe vorher halt nur ganz, ganz vereinzelt mal Games gemacht, also andere Games gemacht. Habe halt dann irgendwann, ich hatte halt Overwatch so irgendwann, wir haben jetzt den zweiten World Cup gemacht und so, und das Casten und so, das ist nochmal ganz separat davon, also das Turnier moderieren, aber halt zu spielen hatte ich dann irgendwann nach 2 Jahren wirklich so, da kam zu selten Content und habe gesagt, ich habe jetzt einfach keinen Bock jeden Tag noch Overwatch zu machen, habe irgendwann gesagt, ich mache jetzt Variety, Leute. Dann habe ich einfach gemacht, was ich Bock hatte. So ungefähr. Und wie hat sich das, so bei dir selber, bemerkbar gemacht? Hast du, musstest du hart kämpfen, dass du wieder zurückkommst, oder wie hat sich das bemerkbar gemacht? In welchen Zahlen soll ich jetzt am besten reden? Na, du musst ja nicht unbedingt in Zahlen reden, du kannst das ja auch, Meinst du jetzt für mich oder für den Stream generell? Nee, erstmal nur für dich. Also gerade auch, was bei dir im Kopf passiert ist, weil du warst ja zu der Zeit, gehe ich mal davon aus, hast du davon gelebt. Ich lebe immer noch davon, ja klar. Ja, also hast du ja theoretisch eine ganz schön große Entscheidung in deinem Leben getroffen. Ja, ich sag mal, die Leute, die ich halt schon durch Overwatch hatte, also die Zuschauer, das ist halt eine sehr, sehr coole und geile Community, die halt auch wirklich, wie ich festgestellt habe, bei jedem Spiel dabei sind so. Der ein oder andere mal weniger bei dem einen oder anderen Game, klar, logischerweise, aber die waren immer einfach da, egal was ich dann gemacht hatte, das ist halt dieser Kern, das ist halt ein sehr, sehr, sehr guter und cooler Kern, wofür ich halt auch sehr dankbar bin. Für mich selber war natürlich erstmal so, okay, du machst jetzt andere Games und dann hast du natürlich weniger Zuschauerzahlen und so weiter und das ist halt normal, das gehört dazu. Wenn du jetzt halt ein Spiel die ganze Zeit nur machst, hast du da halt viele Zuschauer, das ist klar. Dann wollen die viele aber auch nur dieses eine Spiel bei dir sehen, weil du bist dann der Overwatch-Spieler oder der, was weiß ich, Spieler. Aber wenn du dann Variety machst, sagen die so, ey, wann kommt denn das nächste Mal Overwatch, ne? Und das ist halt immer so, das hat mich dann immer getriggert auch teilweise. Ich sag so, ey Leute, es gibt noch andere Games, ne? Mittlerweile ist es halt egal, weil mittlerweile fragt doch kaum noch einer an Overwatch, ganz, ganz selten mal. Aber lustigerweise bei den Subzahlen oder so, das war jetzt nicht so, wie man jetzt denken könnte, dass direkt irgendwie nur noch die Hälfte ist oder so, sondern das war wirklich ganz, ganz marginal. Mittlerweile habe ich, glaube ich, mehr Subs als zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Overwatch zu machen. Also so zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen. Was liegt auch einfach daran, weil ich halt, Overwatch ist ja so ein sehr schnelles Game, ne? Und trotz, dass Overwatch so ein super schnelles Spiel ist, war ich immer jemand, der immer mit dem Chat geredet hat und fast jede Chatnachricht beantwortet, so ungefähr. Und das kommt ganz, das ganz hört selten irgendwann vor. Auf. Ja, das ist klar, aber ne, so, das klappt halt. Und ich glaube einfach, weil ich eben auch so nah an der Community bin und so und auf antworte auf jeden Whisper, jede Discord-Nachricht und so weiter, außer wenn es irgendwie ist, wenn irgendwie so ein. Das hört auch so, irgendwann auf. Ja, ja. Außer wenn jetzt irgendwie so ein. Weiß nicht. Entschuldigung. Es gibt halt manchmal die schreiben einfach nur Hi. Dann antwortest du, yo, Hi. Und dann, ey, kommst du auf meinen Discord? Dann sag ich, nee. Weißt du, so, gibt ja auch die, ne, aber auf die antworte ich dann halt nicht mehr so, aber generell bin ich halt immer jemand gewesen, der halt sehr nah bei der Community war und deswegen habe ich halt so viele, die auch dann mich unterstützt haben und dabei geblieben sind und sagen, ja, ist voll lustig, wenn du streamst und so, ist egal, was du machst, ist mal witzig. Das hat sich halt dann auch durchgesetzt und das habe ich dann auch gemerkt und jetzt kann ich halt spielen, was ich möchte, worauf ich Bock habe und so. Klar, ich frage dann immer nach, worauf habt ihr Bock, wollt ihr das sehen oder das sehen? Und, da gehe ich dann noch ein bisschen auf Feedback ein und guck dann, ich lasse dann auch manchmal, ich mache auch sehr viel Entscheidungssachen so, also wenn ich jetzt in Kingdom Come irgendeine Entscheidung habe, töte ich den, lasse ich den leben, weil vielleicht irgendwas Wichtiges oder so, habe ich da so eine Twitch-Extension benutze ich dann, da können die Leute dann auf dem Stream draufklicken, was sie haben wollen und dann sage ich, oh, okay, dann töten wir den jetzt, bap. So solche Sachen, dadurch habe ich jetzt viel rumgeschwafelt, Entschuldigung, das habe ich manchmal. Nee, ist ja gut, dafür bist du ja da. Ja. Auf jeden Fall, ja, was ging bei mir vor? Generell erstmal so der Anfang war halt etwas,
oh mein Gott, klappt das alles? Und jetzt im Nachhinein bin ich noch dankbarer und froher über diese Community, die ich halt um mich rum habe. Um diese ganzen geilen Menschen, die halt auch jedes Mal dann direkt am Anfang vom Stream direkt sofort da sind und so, weißt du? Das ist halt einfach cool. Und die sind jetzt auch bei den ganzen Games dabei, haben sich mittlerweile neu dazugesellt auch. Klar, es gibt natürlich die, die halt nur Overwatch sehen wollten, die kommen nicht mehr wieder und das ist auch vollkommen okay und legitim, weil wenn ich die nicht unterhalten kann, dann sollen sie nicht bei mir gucken. Ist ja klar, ist ja auch, ne? Für mich ist dann nicht so, dass ich dann zu dem einen hinrenne und sage, ey, warum guckst du mich nicht mehr? Hör auf, zu Nils zu gehen! Ja? Arsch. Oder so, weiß ich nicht. Ist ja Schwachsinn, ne? Weil wenn ich jemanden nicht unterhalte, braucht er nicht bei mir gucken. Das macht ja keinen Sinn. Aber so, es klappt ja. Bist du denn Overwatch noch privat? Nö. Nee. Hast du installiert? Lustigerweise, ich habe so viel Overwatch gespielt, ich habe ja am Anfang, als die Beta rauskam, habe ich 12 Stunden am Tag gemacht, am Stück, kein Problem. Ich habe irgendwann nur noch Overwatch wirklich on-stream gemacht. Also nur noch on-stream, gar nicht mehr, gar kein privat Overwatch spielen. Oh Gott, das ist so, wie wenn man einen League of Legends Spieler, wenn der halt League of Legends off-stream spielen muss oder so. Und dann war auch immer blöd, wenn ich halt mit anderen Leuten was machen wollte oder so, oder wenn ich bei anderen Leuten in den Stream reinkomme. Ey, Cyrus, was geht? Ne, ich wollte ja unbedingt mal wieder Overwatch bitte spielen. Und ich denke mir so, Overwatch spielen, okay. Weil ich gerade dann sowas mal gerne nutzen wollte, um was mit anderen zu machen oder so. Und dann aber was anderes zu machen halt. Ne? Und nicht halt, wenn ich jetzt mit anderen spiele, dann spiele ich jetzt auch Overwatch, weil die wollen nur Overwatch mit mir spielen, weil die denken, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. So ungefähr. Das war halt immer blöd, ein bisschen so. Jetzt, sowieso vor, mehr mit anderen auch zusammen zu machen. Gerade bei Monster Hunter habe ich das jetzt viel gemacht. Oder wenn ich jetzt CFCs mache oder so. Es macht halt einfach Sinn. Für mich bleibst und wirst du immer der Overwatch-Streamer sein. Ja, das ist okay für mich. So habe ich dich kennengelernt. Ja, das ist ja okay. Ich habe nicht mal deinen Stream. Ich muss gestehen, ich habe deinen Stream noch nie gesehen. Du hast meinen Stream letztes Mal gefolgt. Ja. Ja, das heißt aber nicht gucken. Nee, du warst 10 Minuten da und dann warst du wieder weg, ich weiß. Ja. Ist ja okay. Aber, ja, ich sag's nur, für mich wirst du immer dieser bleiben. Ja, oder wir spielen auch irgendwann mal irgendwas zusammen, das kann ja auch passieren. Wir können ja, na klar. EFT oder CFCs oder so wird sich immer. Naja, EFT geht nicht. EFT geht nicht? Mm-mm. Nee, weil? Da habe ich eine Gang so. Wenn ich das ist eine Gang, dann, okay. Ja. Dann nur mit denen. Das ist okay, kann ich mit leben. Außerdem, das kann ich nicht machen. Ich muss auch alleine los, weil ich habe mit Harald von Horn habe ich noch was offen. Mit dem spiele ich regelmäßig, oder habe ich regelmäßig zusammengespielt, EFT. Echt? Ja. Cool. Habe ich auch auf DreamHack kennengelernt. Jetzt? Ja, ich auch. Ja. Kannte ihr den vorher nicht? Nee. Der erste Satz, den ich gehört habe von ihm, hey, bin in deinem Chat perma gebannt. Ja. War wohl ein schlechter Moment. Da war wohl so, kann mich nicht dran erinnern, aber es war wohl ein schlechter Moment. Hast du den Endpod? So, ja. Jetzt, weil wir uns gerade unterhalten haben. Aber ich glaube, er war ein Jahr oder so gebannt. Passiert? Das ist wahrscheinlich an dem Tag. Kannst mal schreiben. Hast du an dem Tag wahrscheinlich Salz ohne Jod gegessen oder so? Wahrscheinlich. So wenig Honig in den Tee gehabt. Ja. Also Streamer, ich habe, glaube ich, noch nie einen Streamer gebannt. Ich schon. Bei mir schreibt auch kein Streamer. Die lurken alle nur. Die lurken alle nur. Also ich sehe ganz, ganz selten, also einen, der wirklich aktiv auch in der Community ist, aber ich kann mich an keinen erinnern. Aber keine Ahnung, die meisten Streamer wissen ja auch, wie man sich verhält und so, und dann wenn die da den Partnerhaken haben und so. Du meintest, ab morgen wissen die Leute, wie man sich verhält. Ja, vielleicht, auch bei dir. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, um ehrlich zu sein. Spoiler nicht. Was soll ich denn einfach was? Was für den weiteren Verlauf dieser Sendung. Ach so. Ach, das Slabby seine Nachrichten. Ach, das ist so irrelevant, das Thema für mich. Das habe ich gelesen, vernommen und abgehalten. Aber ist okay, ja. Mach ich nicht kaputt, Entschuldigung. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich in der Tat den Faden verloren. Ja gut, aber wenn du jetzt in der Zeit, du hast ja gesagt, dass du bei Overwatch noch castest. Ist das denn heute immer noch aktuell, auch wenn du nicht spielst? Ja, ich habe jetzt erst wieder, also je nachdem halt, wie es halt passt. Ne? Wenn sich halt irgendwelche, jetzt im Moment ist die Overwatch League halt, wie sagt man? Also Overwatch League ist halt gerade ganz groß. Wenn die jetzt sagen würden, yo,
Willst du die Overwatch League auf Deutsch covern, dann würde ich sagen, ja, je nachdem, was sie halt anbieten, natürlich logischerweise, weil das halt viel Zeit frisst. Das wäre wahrscheinlich direkt mit der Festanstellung verbunden, aber die machen im Moment nur Englisch. Aber ich bin halt immer noch derjenige, der halt beide World Cups gecastet hat und halt diese ganzen Cast-Sachen gemacht hat. Würden da sowieso noch auf mich zukommen, vom Prinzip her. Und casten ist ja auch nochmal was anderes als spielen, weil wenn ich jetzt halt selber spiele so, spiele ich halt selber für mich oder wie auch immer oder für den Stream. Beim Casten siehst du halt die ganzen Pros und so weiter und das mit dem Kommentieren liegt mir auch sehr gut. Also je nachdem, also im Moment caste ich gerade nichts, aber es gibt auch im Moment nichts, weil es nur die Overwatch League gibt und die wird auf Deutsch nicht gecovert. Der Rest ist einfach irrelevant. Und ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, kein Interesse daran, ein Hansen-Franz-Turnier, was keine Relevanz hat zu casten. Das ist einfach mir die Zeit nicht wert. Um ehrlich zu sein, jetzt so. Also bringt halt nichts. Macht halt für mich keinen Sinn. Und das sind auch meistens Turniere, die brauchen nicht gecovert werden, weil da sind dann irgendwelche C-Mannschaften, die sowieso keinen interessieren so richtig. Hast du denn immer noch so ein bisschen ein Interesse an Overwatch oder sagst du jetzt wirklich so? Ja, generell wenig Interesse am Spielen. Ich gucke ab und zu auch in die Overwatch League rein und so. Und wenn ein neuer Held kommt, gucke ich mir den natürlich auch noch an. Irgendwelche Events gucke ich mir noch an und so. Ich muss die Helden ja sowieso lernen im Endeffekt, wenn ich halt caste, dann ich muss ja wissen, was die können. Ich kenne halt immer noch so ziemlich jede Schadenszahl aus dem Spiel auswendig, so, also von allem. Weiß, was jeder Held kann und so weiter, wie viel Cooldown die Fähigkeiten haben und so, das habe ich alles noch so ziemlich im Kopf. Das muss natürlich auch ein bisschen frisch bleiben, sag ich mal. Also gerade auch fürs Casten gesehen jetzt, es ist halt wichtig, aber generell so spielen jetzt so, in meiner Freizeit würde ich jetzt keine Overwatch, habe ich keine Lust zu. Wollen wir also vielleicht mal Overwatch spielen? Ne. In der Freizeit? Ne. Nee? Nee. Ja, dann werden wir wohl nie was zusammenspielen. Dann muss ich damit leben, dann ist das so. Das ist okay. Vielleicht nicht auf Legends. Geben wir dann. Genau, wir können LOL zusammenspielen. Wir machen LOL-Koop-Stream auf der Botlane. Du support ich ADC, auf geht's. Silber 5, ja. Nee. Es gibt Dinge, die mache ich in meinem Stream nicht und das ist League of Legends. Okay. Ja, ja. Das ist okay. Bei mir FIFA. Nee. Ich spiele auch kein League mehr. Nicht. Ich hab zuletzt League of Legends gespielt mit meiner Ex-Freundin. Immer so abends. Botlane? Halt. Ja, ich habe viel Top gespielt oder so und dann haben wir irgendwann am Ende haben wir halt Botlane zusammengespielt. Es gibt so, habt ihr auch so No-Gos für euren Stream, was Spiele angeht? Ja, würde ich schon sagen. Also League of Legends, ich habe ja schon mal irgendwann, weil wir halt so Offstream gespielt hatten, ich und sie, und dann habe ich schon gesagt, so ja, wir könnten ja mal irgendwann LOL Onstream machen und dann, oh mein Gott, dann ging's los. Dann ging halt das Aufgeschrei los, oh mein Gott, tu das nicht und so, kein League of Legends, bla 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 und so weiter. Also ist halt schwierig, ne? Da kannst du aber auch sagen, was du willst. Da kannst du auch Tetris sagen und die Leute regen sich darüber auf. Was? Tetris? Ja, stimmt schon. Die hast du immer. Die sind nur am lautesten, deswegen kriegst du das halt immer mit. Hast du was, Dali? Prinzipiell ist nein, ist MMO. Aber das hat nicht nur mit dem Stream zu tun, sondern allgemein. Ansonsten habe ich nie gesagt, das werde ich niemals spielen, weil ich weiß nicht, ob ich vielleicht in einem Jahr auf einmal, weiß ich nicht, auf eine Quietsche-Ente dreht und auf einmal denkst, boah, ey, LOL, könnte ich mir ja doch mal angucken, ne? Mal gucken, wie das so ist. Ich habe nie nein gesagt und hab mir so auch mal so eine abgespeckte Version von Minecraft angeschaut, ein paar Tage lang und da meinen Spaß dran gefunden und ne. MMOs, das kommt nicht in die Tüte. Früher noch Multiplayer, aber jetzt mit Monster Hunter, wo wir auch im Coop zusammenspielen, das ist schon. Oh ja, halt. Multiplayer, also gegen andere spielen, ist nicht gut für mich. Competitive, ja. Oh, nicht gut. Da kommen ganz, ich bin ganz widerlich. Ganz uncharmant und widerlich. Das ist nicht so schön. Dann spielen wir League of Legends. Das bin ich, das ist gar nicht so schön, muss ich zugeben. Also im Coop, ich bin super, ne, voll unterstützend, gar kein Problem. Manchmal hole ich die Angel raus und alle sind da beschäftigt, aber es läuft. Aber gegeneinander nur auf Stream. Und nur mit wirklich guten Freunden im Teamspeak, die mich kennen und nachsichtig sind. Die danach und keine die guten Freunde mehr sind. Genau, die. Ach, deswegen willst du mit mir nicht spielen? Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Gut. Hast ich, du wie sowas gesagt, FIFA. Also,
Nicht, weil ich das Spiel nicht mag, ich spiele es gerne privat, aber ich habe ein Aggressionsproblem dabei. Und das, ich möchte mich nicht von dieser animalischen Seite im Stream zeigen. Sag mal, bist du... Ich werde zum Affen, werde ich, zum Gorilla. Ich brüll rum wie ein, weiß ich nicht. Bist du der Hulk? Nein. Aber wer bist du dann? Also bist du dann großgrün und hast du nur Unterhosen an? Ja. Fieber spielen? Geil. Ja, und Senfflecken auf dem Feinripp unter dem Hemd und so. Okay, das wird jetzt... Okay, ja, okay. Habe ich verstanden. Nee. Ich schimpf so auf die anderen. Es ist so, ich bin wirklich sehr uncharmant. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja einen Competitive Background in allen Spielen, die ich gemacht habe. Also bei mir ist das halt egal. Weil ich ja übrigens noch im Chat gelesen habe, weil ich gerade vergessen habe zu erwähnen. Ich bin übrigens einer der schnellsten Caster in Deutschland, wenn ich Spiele kommentiere, falls ihr das noch nie gesehen habt. So. Also ihr glaubt nicht, wie schnell ich dann sprechen kann. Ich habe mal von einem Zuschauer was gekriegt, wo ich den zweiten World Cup moderiert habe. Der hatte, ich habe es im Stream auch gezeigt, der hatte meinen Carsten auf den Beat Rap God von Eminem gelegt. Erst noch eine 30-Sekunden-Version, danach habe ich ihm gebeten, das länger zu machen, weil es einfach so cool klang. Habe ich sehr, sehr gefeiert. Kannst du mal googeln? Das findest du, glaube ich, nicht. Der hat mir das geschickt. Ich kann dir das aber, wenn du möchtest, kann ich das mal... Das Internet kennt dich nicht. Kann ich es mal schicken? Also das Internet kennt das nicht, also war es nicht voll. Ich hab's auf dem Stream schon gezeigt. Es existiert. Also es ist halt, das finde ich auch immer, das Ding ist so, ich bin selber mal fasziniert davon, wenn ich das im Nachhinein mir anhöre, wie schnell ich da spreche, weil ich gehe in so einen Ekstase-Modus über, ich merke das gar nicht so richtig. Also es ist jetzt irgendwie so, weiß ich, es ist irgendwie so, es läuft einfach, weißt du? Das passiert dann einfach. Warum hast du das nicht bei YouTube oder sowas? Ich habe sowas bei YouTube, warte. Ja, dann gib mir doch jetzt mal einen Link. Warte, ich bin dabei. Such mal nach... Overwatch, ich sehe sogar einfach selber. Aber RapGod bräuchte ich die Version davon. Du willst das haben, ja, das warte. Gibt's dann. Nicht? Ja. Ja doch, dann gib mir ganz kurz einen Moment. Hast du eine E-Mail-Adresse? Ich hab's auf dem Handy jetzt gerade. Hä? Wie, seit wann schickt man hier so? Nee, ich geb dir meine E-Mail-Adresse nicht. Du hast meine Telefonnummer, bist du doof? Schick mir das bei WhatsApp. Ach so, ja, stimmt. Richtig. Ich schick dann E-Mails. Ja, sorry, ey. Habe ich vergessen, dass ich eine Nummer habe. Warum hab ich dir diese Nummer gegeben? Du lagst auf Knien vor mir. Dizzy, kann ich deine Nummer haben? Wollen wir essen gehen heute Abend? Ich ruf dich an. Aber ich hab doch Angst, hier zu schreiben. Gut. Gut. Warte. Alle Spiele, die man lesen muss, da spiele ich nicht gerne auf Stream. Kannst du lesen wie die Pest. Ja, lesen ist immer anstrengend. Ja, ich mag lesen gar nicht, weil das nämlich mein Kryptonit ist. Ich kann nämlich nicht lesen. Du lachst, ich kann wirklich nicht lesen. Ich kann schon. Bist du eigentlich Legastheniker? Ja, aber Legastheniker, und das trifft jetzt Leute hart, Entschuldigung, dass ich das sage, ist einfach nur die Faulheit, dass wir in unserer Kindheit nicht gelesen haben. Nee, das stimmt nicht. Das ist einfach, dass du unbewusst Buchstaben Entschuldigung. Umdrehst. Es ist wirklich so. Also mit viel Training geht das besser. Aber bei mir ist es, wenn ich dann super... Dann red schneller. In meiner Zeit hat das jeder Zweite hat Legasthenie gehabt und war Legastheniker. Und auch ich war Legastheniker zu der Zeit. Aber ich gestehe mir das einfach nicht ein. Ich sage einfach, ich bin zu faul zum Lesen und deswegen kann ich nicht lesen und auch nicht schreiben. Ich sage das von mir selber. Okay. So. Nee, ich spiele viele Spiele, wo man eben auch lesen muss. Und wenn ich einen schlechten Tag habe und dann so blöde Sätze, weißt du, von Leuten, die vielleicht das erste Mal im Stream sind, die dann so arschig sind, was ist los, ich könnte nicht richtig lesen. Und dann... Darf ich das hier abspielen? Ja, kannst du machen. Dann werde ich noch nervöser und dann wird es halt noch schlimmer. Die Qualität ist davon allerdings jetzt. Danke, der ist verdauen. Safi nimmt die Nummer, der Kill auf Jasper mit dabei. Jetzt für den Springblade von Talmu. Von AKM, AKDM. Nimmt die Nummer, nochmal mit. Triple Kill von ihm, AKDM rasiert hier gerade durch. Hajo nimmt die Nummer, der Kill auf Fraggy mit. Und da ist der Punkt immer noch nicht eingenommen. Eine Minute noch zu finden, dann müssen wir rausgehen nochmal. Und da geht nochmal der Backdown von Zappes. Sie wollen ihn wieder delayen, Zappes. Nehmt ihr sogar nochmal den Kill auf AKTM mit, weil das Konto ist jetzt für Italien will. Nein, Ultimate von der Dicke geht hier rein. Ich sehe keinen Kill allerdings gerade. Bin ich hier auch schon fast in den Ultimate ready. Kommt hier nochmal raus. Ich muss hier gerade aufpassen wegen dem Lieber-Mack. Killer verfallen. Kann ich nie so rausnehmen. Damit kein Nanobus gerade für Italien. Auch Link. Kriegt ihr den Counter-Kill auf Addicted. Damit gerade 5 gegen 5. Und kein Vorteil für kein Team. Hortik wird hier gerade von Link engaged. Link. Nehmt ihr wieder Hortik raus. Zusammen mit weiter. Das war wieder sehr schön. Da kommt die Sound-Barrier jetzt in Portugal. Leider nach dem ersten Kill.
wurden sie aufgehalten. Natürlich jetzt, wie du schon sagst, der Laufweg am, ja, potenziell beides erst. Jetzt wieder Engel. Also, Cyrus, wollen wir auf den Fischmarkt, Magge? Easy, Alter, easy. Ich verkaufe dir alles, Mann. Alles. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch so einer. Diese Viehverkauf in der USA, da gibt es auch, das ist so eine Art, eine Technik zu sprechen, die das hört sich manchmal an, als wenn die sich überrollen beim Reden. Daran hat es mich direkt erinnert. Ich weiß auch, wie gesagt, ich kann das auch, also ich spreche generell schon etwas schneller zwar, aber dieses schnelle Sprechen könnte ich jetzt auch nicht auf Abruf machen. Das kann ich, wenn ich Overwatch sehe. Und ich kann die Information so schnell verarbeiten und in meinen Mund leiten quasi. Das ist unfassbar, ey. Also, du bist toll. Nee, das ist, wie gesagt, es ist keine Sache, die ich abrufen kann. Das funktioniert nur in diesem Moment. Das aber, ist einfach, also du bist toll im Sinne von, dass du Euphorie dabei rüberbringst. Weil wenn wir Fußball oder so einen Scheiß gucken, dann ist das, ja. Ja, okay, gute Nacht. Da kommt halt nichts rüber, so. Ich finde, dass viel mehr Caster, die müssen auf dem Tisch stehen, müssen die. So euphorisch müssen die sein, wenn du verstehst, wie ich meine. Die müssen das Mikrofon hochreißen und auf dem Tisch stehen und rumbögen. Ja, das ist, ja, so ist meine Art halt. Ja, also jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt aufstehe, aber halt dieses komplett mitgehen und hypen und so. Hab dann auch halt mir teilweise die Seele aus dem Leib. Das ist so unfassbar. Also wirklich, ich hab da immer halt viel Engagement für. Ist halt genauso mein Ding. Deswegen habe ich auch nicht überlegt, in anderen Spielen vielleicht mal zu machen oder so. Aber dafür müsste mich die Spiele halt genug interessieren. Das ist das Ding. Also ich könnte jetzt auch PUBG casten oder Fortnite oder so, wenn irgendwelche Turniere stattfinden, würde auch gehen. Ich müsste mich nur halt genug mit dem Spiel auseinandersetzen, um einmal das Grundverständnis reinzukriegen. Diese Sachen mit der schnellen Verarbeitung und alles, das liegt mir halt irgendwie im Blut. Die ersten Casts, die ich gemacht habe, wo ich wurde gefragt, so damals, so ja, hast du nicht Bock, mal so ein ESL-Turnier zu casten? Da sag ich so, kann ich nicht. Dann hat der gesagt so, ja, kannst ja mal versuchen. Und die ersten Runden, die ich gecastet habe, boah, ich wusste nicht, worüber ich reden sollte. Das war fürchterlich. Und dann 2-3 Matches hat's gedauert. Dann hat's angefangen so. Und dann habe ich halt gemerkt, wie es auf einmal geflowt hat so. Ist ganz interessant auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nichts, was ich abrufen kann, das funktioniert lustigerweise nur beim Casten, wenn ich in diesen Modus übergehe. Ja, aber ist doch gut. Ja, definitiv. Es ist super. Also, deswegen, machst du das dann selber im Stream auch irgendwann mal? Dass ich so komplett eskaliere mit dem schnellen Reden oder was? Ja. Wenn ich im Game irgendwas gerade so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich spiele jetzt zum Beispiel Overwatch und mache ein 3 gegen 3. Sterbe als Erster und die anderen beiden leben noch, dann fange ich an, die zu kommentieren einfach so. Aber aus dem Bauchgefühl heraus, das passiert einfach dann, weißt du? Und dann, aber das dann ist eine Lüge, du spielst gar kein Overwatch mehr. Ja, jetzt im Moment nicht mehr, ne? Ist richtig. Ja, also lüg nicht. Entschuldigung. Nein, ist halt, wenn ich das, passiert doch in anderen Sachen. Passiert doch in anderen Sachen. Wir müssen jetzt schon das Thema wechseln. Im Chat hat schon jemand wieder das nächste Thema erfragt. Es ist ihm wieder nicht schnell genug. Wenn es nicht interessiert, dann einmal drauf und dann ist es weg. Mann. Diese Ungeduld. Man unterhält sich mit jemandem, der mal was zu erzählen hat, von was man noch keine Ahnung hat, und dann will man das nicht hören. Furchtbar. Ich bin aber auch sehr, sehr ausschweifend manchmal bei meinen Erklärungen. Das dauert manchmal ein bisschen. Das ist doch gut. Von mir aus könntest du doppelt so lang sprechen. Wenn bei mir in Chat so eine Nervensäge reinkommt und fragt, kannst du mal über was anderes reden, dann rede ich extra lange über diese Themen. Um ihn extra zu ärgern. Weil mir diese Entitlement geht mir sowas von auf die Eier. Als wenn der gesamte Stream nur für diese eine Person in diesem einen Chat gemacht worden wäre. Das ist wie Backseat Gaming für Talkshows. Backseat Talkshowing. Das klingt nach gar keiner schlechten Idee. Das sollten wir mal ins Urban Dictionary eintragen. Backseat Talkshowing? Backseat Talkshowing. Also wenn du noch was zu dem Thema zu sagen hast, bitte. Das ist deine Stage. Ja, vielleicht so eine halbe Stunde Monolog in dem Tempo. Das wäre geil. Gerne. Nein, tu es nicht. Ja, ich war gerade am Konzentrieren, Alter, am Vorbereiten. Die Atemübung. Großartig. Ich muss immer erstmal schlucken, bevor ich damit anfange, weil sonst fange ich an zu spucken. Das ist doch gut. Du speichelst dann schon. Oha. Das machen meine Katzen bei Ekstase auch. Ey, hör mir auf, ich wurde letztes Mal von meinem Kater angesabbert.
immer, wenn ich auf meinem Bett sitze, so, die kommen lustigerweise nachts nicht in mein Bett, aber sobald ich mich dann an den Rechner setze, der im Schlafzimmer steht, so, erstmal E-Mails gucken und so, kommen die beide sofort an. Der eine liegt dann immer auf meinen Schoß. Du hast einen Rechner im Schlafzimmer? Ja, ja. Für meinen D-Bot, also für halt Stream-Steuerungstool. Und da laufen auch dann Serien drauf nachts und so, also abends. Egal, auf jeden Fall sitze ich dann da, dann legt er sich auf meinen Schoß und dann streichel ich ihn und dann steht er auf und ich habe da so eine kleine Pfütze auf meinem Bein auf einmal, das war echt widerlich. Also, können die gut. Ist wie bei Slabby, wenn man das bei dem macht, macht er das auch. Wait, what? Keine Ahnung. Woher weißt du das? Hast du mir dort nicht erzählt, Nils? Ich? Ja. Ich würde niemals streicheln. Slabby schon gar nicht. Was? Nee. Wieso würdest du den Slabby denn nicht streicheln? Weil es von mir, weil es für Slabby keine Zärtlichkeiten gibt. Gab es noch nie und wird es nie geben. Nee. Es ist eher so eine BDSM-Geschichte zwischen uns. Ja, und was, Shades of Grey. Ja. Und was macht Sally dann in der Beziehung? Du gucken. Okay. Du gucken und winken. Big Mama, ich sitze da und schaue zu. Du vermarktest das Ganze also. Entertaint mich. Unterhaltet mich. Mhm. Jetzt verstehe ich, wie das hier zusammenkommt bei euch. Aha. Manchmal trinke ich auch Schnaps. Nee, Sekt. Champagner. Über Sallys Füße. Okay. Jetzt wird's interessant. So interessant ist das gar nicht. Ach so. Ja, wir hatten auch schon mal mehr Gehalt in einem Plankenschnack. Aber scheinbar ist das Abschweifen, ne? Nun. Ja, nichts dafür. Bereust du eigentlich, dass du so ein bisschen weggegangen bist von dieser Competitive-Szene und dich das erste Mal so auslebst im Variety? Nö, sobald jetzt wieder irgendein Competitive-Game kommt, was halt Anklang findet und mir halt gefällt, kann ich mich da locker wieder reinversetzen, ist ja kein Problem. Jedes Competitive-Game, was ich im Endeffekt spiele, und woran ich Interesse habe, was dann auch vielleicht ein gewisses Standing auf Twitch natürlich hat, das ist natürlich auch als Vollzeitstreamer wichtig, muss man einfach wirklich so sagen. Wow. Ja. Echt? Machst du das davon abhängig? Nee, das ist ein Teilfaktor, definitiv, ja klar. Bringt ja nichts, wenn ich ein Competitive-Game habe, was mir Spaß macht, was aber einfach überhaupt keinen Anklang an der Masse findet so und dann komplett untergeht. Davon hat man ja nichts. Hast du selber da nicht die Euphorie, das eventuell weiter nach vorne zu bringen? Das habe ich mit Hexter damals versucht. Zwei Jahre lang. Und entsprechend habe ich auch viel damit gemacht und so, wie gesagt, ich war ja auch in Amerika und so weiter, was natürlich ein cooler Trip war, aber ich habe da ja auch mit geholfen und so weiter, habe da Events organisiert, ich hatte sogar ein Video in deren Office aufgenommen mit den Mitarbeitern und den Leuten, die da waren, den Spielern und so und habe da halt ein Video gemacht, was ich Hex the Passion genannt habe, mit, das ging glaube ich eine halbe Stunde oder so, habe ich das dann alles mühevoll zusammengeschnitten, alles aufgenommen von zig Leuten und so, habe viel gemacht und so, aber es ist halt, wenn das Marketing von dem Game halt scheiße ist, jetzt gerade als Vollzeitstreamer könnte ich mir sowas halt nicht mehr erlauben, so richtig. Also jetzt, dass ich irgendein Game habe, was jetzt, weiß jetzt nicht was, zum Beispiel Smash Brothers, ist glaube ich ein gutes Beispiel. Smash Brothers hat eine große Szene von an sich, aber das findest du auf Twitch nicht wirklich, weißt du? Du kannst damit, also ich würde halt nach und nach würde ich immer mehr abbauen vom Prinzip her und wir alle als Streamer sind halt auf einen gewissen Grow angewiesen, logischerweise, weil es gehen Leute, es kommen Leute, das ist gang und gäbe und es bleiben halt Leute, ne? Jetzt aber mal so, wenn jetzt ein neues Game rauskommt, es gibt da eins, worauf ich halt warte, das nennt sich Artifact, das ist von Valve, so ein Dota-Card-Game, was kommt, das ist halt aber im Moment nur angekündigt. Da sehe ich viel Potenzial drin, da gerade auch da ich mich in dem Bereich halt, das sind ja meine Twitch-Wurzeln, wenn man so will, durch Hex. Und bei mir ist es halt so, wenn ich halt ein Competitive-Game habe, das muss mich halt auch reizen, also ist jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch LOL oder Hearthstone oder so, die reizt mich nicht, die kann ich auf Dauer nicht machen, die haben ein super Standing auf Twitch. Die interessieren mich aber nicht. Es muss halt alles stimmen. Es muss mein Interesse da sein, aber es muss auch irgendwas bieten, so, weißt du? Also gerade auch, dass man daraus was machen kann. Und ich kann jetzt, egal welches Competitive Game ich da nehmen würde, wenn ich halt irgendwas hätte, was mich wieder richtig interessiert und was einfach auch mal Erfolg verspricht. So, zum Beispiel PUBG oder so ist ja auch super eingeschlagen, interessiert mich aber nicht. Also nicht so in der Tiefe. Und wenn ich ein Competitive Game habe, was mich interessiert, kann ich auch casten zum Beispiel. Ich kann in jedem Game, könnte ich casten. Wäre überhaupt kein Problem. Sehe ich mich einfach drin. Und mal wieder so ein richtig, richtiges Knaller-Game, was mich über längere Zeit beschäftigt zu haben, was ich dann 3-4 Mal die Woche ohne Probleme auf dem Stream machen kann, worin ich vielleicht auch dann
casten kann oder so mal oder so, da hätte ich halt mega Bock drauf, absolut. Aber das muss halt erstmal kommen, ne? Da muss dann halt die Round-Parameter einfach stimmen. Wenn es mich nicht interessiert, brauche ich es nicht machen. Und ja gut, es ist halt, es muss halt einfach interessant sein. Es muss ein interessantes Game sein. Das ist halt bei Competitive Games, das ist halt, die sind schwierig umzusetzen oder schwierig, so viel Begeisterung auszulösen, weil man das dann auch für mehrere Jahre dann regelmäßig macht und so, ne? Wenn es halt gut ist, wie bei Overwatch zum Beispiel. Overwatch ist ein gutes Game. Das ist keine Frage, aber nach 2 Jahren reicht es dann irgendwann auch. Aber es hat halt 2 Jahre, hat mich jeden Tag beschäftigt so. Und das war ja, das ist ja auch gut. Macht das Sinn, was ich so sage? Mhm. Okay. Wie ist denn das, mal so eine Folgefrage an alle. Hat sich über die Jahre des Streamens, weil ihr seid ja jetzt alle schon länger dabei, hat sich der Gedankengang geändert, wie ihr Spiele für den Stream auswählt? Dali? Gar nicht. Also ich hab viele Spiele dabei, die Schrott sind, die Nischensachen sind, die vielleicht nur mir gefallen, wie zum Beispiel Angeln und so. Und ich weiß, dass das ein Kern von der Community gut findet, aber die große Masse jetzt nicht. Aber ich würde nicht auf sowas verzichten wollen. Also habe ich, nö, ich spiele das, worauf ich Lust habe, solange wie ich daran Spaß habe oder bis ich meine 100% habe und dann kommt das nächste. Ich. Nee. Ich gebe vielleicht manchen Spielen ab und an mal eine Chance oder manchen Genres eine Chance, wo ich denke, ja gut, das kommt jetzt gerade halt raus, das wollen vielleicht manche sehen, dann gucke ich es mir mal an. Und manchmal machen sie mir Spaß, tatsächlich, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht auf meinen Gabentisch passen. Manchmal machen sie mir auch keinen Spaß. Also ich hatte damals zum Beispiel bei Planet Coaster, war auch eigentlich ein Experiment nur bei mir, das mal anzuspielen, weil es eigentlich kein Spiel war, von dem ich gedacht hätte, dass es eigentlich mir Spaß machen würde. Aber es hat mir dann tatsächlich Spaß gemacht und den Leuten hat es auch gut gefallen. Und dann hatte ich jetzt letztens mal probiert mit einem Strategiespiel, und zwar hier The Abilions, habe ich mal ausprobiert. Und habe dem wirklich 3 Tage Chance gegeben, aber es hat mir am Ende einfach keinen Spaß gemacht. Dann habe ich es auch abgebrochen, bevor ich überhaupt eine Map beendet habe am Ende. Also ich zwinge mich jetzt zu nichts. Ich zwinge mich nicht, zumindest als Streamer zu spielen oder Spiele zu spielen. Ich zwinge nicht mal aus meiner Comfortzone raus und spiele mal ein Spiel, weil mir jetzt gerade vielleicht meine gewöhnlichen Spiele keinen Spaß machen. Aber wenn mir das keinen Spaß macht nach 2, 3 Streams, dann mache ich es auch wieder aus. 2, 3 Streams ist noch Respekt. Bei mir geht das 2, 3 Stunden höchstens und dann fliegt das, aber. Aber ich bin sehr begeisterungsfähig. Also, ne, das mal vorneweg. Ich hol, wo alle schreien, das größte Mist. Und ich so, yay, ich reite den Bär, ne? Also, das. Aber wenn es dann mal wirklich Mist ist, das siehst du mir, das Gesicht zieht sich so. Mhm. Toll. Oh. Und wann fängt es dann an, Spaß zu machen? Das ist, ich kann das nicht. Das baut sich so innerlich auf und ich bin dann ranzig. Da habe ich keinen Bock drauf. Es ist super selten. Doch 3 Spiele. Ja, ranzig. Da geht nicht. Und die anderen so, aber das wird noch besser. Ja. Dann spiel du. Kann nicht mehr. Geht nicht. Es ist super selten, aber dann geht's nicht. Und ich nehme mir dann immer vor, so irgendwann gucke ich es mir nochmal an. Aber. Ja, das sage ich mir bei Life is Strange. Jedes Mal, wenn ich spiele, ist es ein Festival. Life is Strange gar nicht so deins? Das ist, glaube ich. Also, wenn du Life is Strange magst, solltest du es nicht bei mir gucken. Okay. Ja, ich fand es ein gutes Game. Hat mir Spaß gemacht. Ich auch. Aber gibt halt so Games, die haben halt eine gewisse Streambarkeit und manche halt nicht. Und ich finde halt so, also ich will meine Games auch teilweise danach aus einfach, also die ich jetzt auf den Stream bringe wirklich. Weil manche Games, die ich vielleicht off-stream ganz gerne spiele, die haben einfach vielleicht eine super beschissene Streambarkeit. Und da streame ich das dann lieber nicht einfach, weil wie bei jetzt Slabby zum Beispiel, FIFA 18, wenn er dann zum Hulk wird und so, keiner will die Sendflecken bei ihm sehen. Bei mir
weiß nicht. Ich hatte vorhin Civilization 6 im Stream gelesen, so ein Game, was ich ganz gerne spiele eigentlich zum Beispiel. Aber ich finde, die Streambarkeit von dem Spiel ist nicht gegeben. Es ist einfach super langwierig. Eine Runde dauert bis zu 12 Stunden oder so. Das kann man vielleicht mal als Event machen, aber ich würde niemals jetzt sagen, boah, ich werde jetzt krasser Civilization 6 Streamer und hau dann jeden Tag 8 Stunden, was weiß ich was für Runden raus, wo die Leute halt dann irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen können, was du jetzt überhaupt gemacht hast. Wenn die mal kurz AFK sind, ist das schon wieder vorbei. Also weiß ich nicht, das sind so Games, die haben einfach keine Streambarkeit so richtig, finde ich. Und die streame ich dann auch bewusst nicht. Die lasse ich auch wirklich bewusst weg, weil ich mag da Spaß dran haben, aber dann kann ich das einfach offstream spielen. Wenn ich halt so nicht die Streambarkeit sehe. Bei Life is Strange zum Beispiel auch so ein Ding, generell so Spiele, ich glaube bei den Telltale Games geht es jetzt mittlerweile, da hast du Crowd-Entscheidungen, da könnte ich mir jetzt vorstellen, so ein Ding mal onstream zu machen. Aber Life is Strange zum Beispiel, das ist halt wirklich, da geht es nur um die Story und da geht es dann nur um Spoiler im Endeffekt. Da sage ich dann lieber, das spiele ich lieber für mich, weil warum soll ich das jetzt unbedingt, wenn es gerade neu rauskommt, streamen? Klar, manche wollen sich nur ein Playthrough angucken und gut ist. Das hat eine gewisse Streambarkeit. Aber das sind dann so Games, die genieße ich lieber für mich alleine. Das muss schon irgendwo auch, wie gesagt, ich bewerte das wirklich auch nach Streambarkeit von Spielen, also was Streamspiele angeht. Und für mich selber spiele ich halt auch noch andere Sachen dann. Die brauche ich nicht unbedingt onstream machen. Witcher 3 habe ich zum Beispiel nicht gestreamt. Ist für mich auch ist ein super gutes Game, habe ich aber nie. Ich habe keinen Spielstand weiter als 30 Stunden gekriegt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Uff. Ist für mich streamtechnisch, ich habe es einmal gestreamt. Ja, ich habe es einmal gestreamt. Habe ich einen neuen Spielstand gemacht, aber ich habe schnell die Lust daran verloren, irgendwie, weiß ich nicht. Ist aber auch so langwierig. Also, Witcher 3, das sind auch so Games. Genauso wie Alex. Ich habe Alex, wollte ich eigentlich, ich habe mich super darauf gefreut, ich habe es noch nie gespielt bisher. Wollte es eigentlich auch streamen. Und dann habe ich gehört, so 80 Stunden für die Main Story oder so. Da habe ich dann gesagt, oh, okay, das ist mir schon fast zu langwierig wieder, zu langatmig einfach, was dann halt Dauer des, ich stream das jetzt, bis es durch ist. So, dann halt wieder mehrere Wochen so. Was du prinzipiell nicht gerne machst, wenn ich das fragen darf, oder was du einfach für den Stream nicht dann möchtest, dass es dann so lange läuft? Nee, generell hätte ich jetzt kein Problem damit, ein Spiel zu spielen, was 80 Stunden Spielzeit hat. Aber ich finde, sowas ist dann für ein Stream, weiß nicht, ob ich das auf dem Stream dann unbedingt machen soll, dann fange ich es an zu spielen, dann gefällt es mir vielleicht doch nicht. Dann sagen die Leute, ey, wann kommt mal wieder das und das, dann habe ich wieder ein Game mehr, wonach gefragt wird, und dann sage ich so, ich habe eigentlich keinen Bock gerade mehr, will die Story jetzt nicht unbedingt durchspielen, das ist mir jetzt eigentlich egal. Zum Beispiel Horizon war es so. Horizon habe ich nicht durchgespielt. Ich habe 30 Stunden oder so gespielt oder 20, keine Ahnung. Es hat mich nicht so überzeugt, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, ich muss das jetzt durchspielen. So für mich selber dann so irgendwie diesen Antrieb zu haben, das muss das Spiel schon mir echt gar nicht gefallen. Ich sage, okay, ich brauch's nicht durchspielen. Das ist für mich gelaufen. Hat sich erledigt. Ich fand Horizon selber war ein schönes Spiel. Aber es gab so viele Sachen, die mich genervt haben, so, dass ich halt nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie ansatzweise stärker in dem Spiel werde, zum Beispiel. Hatte ich immer so das Gefühl. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache Horizon nicht weiter, Leute, ich habe keinen Bock. Sorry. So, beispielsweise. Ja, aber dann lieber sagen eben, hab keinen Bock mehr drauf, ne? Ja. Ja, genau. Ich habe mir letztes Jahr zur Aufgabe gemacht, egal was ich spiele, ich versuche aus jedem Spiel das Beste rauszuholen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, Leute zu mir zu holen, wegen mir und nicht wegen dem Spiel. Das macht doch Sinn, ja. Definitiv. Und seitdem mache ich nur noch Scheiße im Stream. Ich mache nur noch Quatsch. Also so viel Quatsch, dass das mittlerweile Leute schon nicht mehr gut finden. Also es war, glaube ich, vor 2 Tagen oder so war jemand da, der fand das nicht so witzig. Das fand ich auch dass du komisch. Quatsch machst? Ja, das fand er nicht so cool. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, auch nicht in Ordnung, dass du Spaß hast, Dizzy. Nee. Es waren so viele Sachen, die so komisch waren. Aber ich habe mir das wirklich abgewöhnt so. Also ich habe meine Spiele, die ich selber, die würde ich auch nicht privat spielen, so Lesesachen und so, ne, logisch. Aber mir ist das mittlerweile, ist mir das wirklich Rums wie Bums. Also das spielt für mich mittlerweile keine Geige mehr. Und ich lehne auch ganz wenig nur noch ab. Also ich bin so weit offen, was Spiele angeht mittlerweile, dass das wirklich fast nahezu egal ist. Und ich suche auch nicht mehr aus für einen Stream, sondern ich mache das Ding einfach an. Wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock, ansonsten... Ja, ist auch vielleicht einfach der richtige Weg so. Ich hatte halt mal jetzt, um mal so ein Beispiel zu nennen für die Reaktion darauf. Jetzt ist es ein bisschen off das Beispiel zwar,
Aber ich hatte einmal, hatte ich von diesen diversen, keine Ahnung, wie viele ESL-Turniere ich moderiert habe, habe ich einmal gesagt, so, pass auf, ich mache einmal jetzt an diesem Sonntag einen englischen Cast, um zu gucken für mich, ob ich in Englisch es hinkriege zu casten. Ne? Damit ich halt, wenn ich mal jetzt irgendwie eine Anfrage kriege auf XY, hey, kannst du eigentlich auch auf Englisch casten, damit ich sagen kann, jo, habe ich schon gemacht, kann ich. Hat geklappt, ne? Da habe ich einmal auf Englisch gecastet, dann habe ich Hate-Kommentare in meinem Chat gesehen, ne? Erstens, also ich hatte so, bei deutschen Cast hatte ich so, weiß nicht, 1200 Zuschauer oder so, bei dem englischen Cast waren es dann irgendwie 800 oder so, ne? Das war so der Unterschied. Also ich hatte sogar weniger Zuschauer, da kamen aber Leute in den Chat rein, die bei mir auch gesubbt waren und die haben dann gesagt so, jetzt machst du hier deinen Stream auf Englisch, du bist ja voll geldgeil und blub blub blub, und du willst ja nur Viewer abgreifen und so und ich komme hier nie wieder hin. Ist nie wieder gekommen. So als Beispiel so, und davon gab es halt 2-3 Stück. Jetzt nicht so in dem Ausmaß, das war der krasseste von denen, aber so, das finde ich schon sehr hart, ne, manchmal, wie Leute da so drauf reagieren, so, die das gar nicht verstehen, was da abgeht oder warum man irgendwas macht oder wenn man jetzt einfach spielt, was man Bock hat. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch extrem krass wegen Overwatch. Da gab es nur Overwatch. Overwatch auf Deutsch. Das dann gar nicht verstehen können, so. Ja, das ist, wie soll ich das sagen? Das ist, glaube ich, du kannst manchen Leuten nicht in den Kopf gucken. Also, ich glaube, jeden Morgen steht jemand auf, der einen nussigen Abgang hat bei seinem Stuhl und der tat ihm morgens so hart weh, dass er so eine Jauche von sich geben muss. Ja. Und jetzt gerade durch den Karneval, die Ferien und wahrscheinlich ist Jupiter und Venus gerade auf einer Wellenlänge und nachts werden sie zu Werwölfen, kommt so viel Scheiße rum, das ist der Wahnsinn. Also. Ja, ich hab mal so ein cooles Bild gesehen, wie du von 15 Leuten kriegst du so Meinungen über dich, ja? Davon sind 14 Stück positiv, die sind alle, oder sind, alle sind erstmal am Leuchten, ja. Dann sind diese 14 Stück sind dann positiv, ne, und sind gut und nett zu dir. Und da ist einer dabei, der ist negativ zu dir. Und dann auf einmal gehen überall die Lichter aus, außer bei diesem einen Negativen. Dass man sich das irgendwie, man achtet mehr darauf, als auf die positiven Sachen zu gucken. Das war bei mir auch eine Zeit lang so. Mittlerweile habe ich das ziemlich gut abgelegt, weil wenn man halt, es gibt immer Leute, die einen haten, so, dann weiß ich nicht, dann machst dann Stream und ein, ne, was? Die mag ich? Ja. Die geben Entertainment. Das ist auf eine gewisse Art ist es ein Entertainment-Faktor, weil die Menschen einfach nicht nachdenken, was sie da von sich geben. Ja, man kann sie halt einfach vorführen. Sie zu ignorieren wäre schade, weil es Gold. Nein, um Gottes Willen, ich ignoriere sowas gar nicht. Ich hau dann auch irgendwie einen Spruch da rein oder so und die Leute lachen dann, finden das lustig, was ich eben gerade gesagt habe oder so. Das ist genauso handhabe ich das jetzt auch. Aber es gibt Leute, die denken dann halt, wenn sie abends darüber nachdenken, dann kommt genau dieses eine Ding, denn derjenige hat das und das geschrieben, obwohl die anderen alle was Positives geschrieben haben oder so. Man sollte sich da mehr auf die positiven Sachen konzentrieren und fokussieren. Das ist halt sehr, sehr wichtig, finde ich. Aber, also wie ist das denn bei euch? Bekommt ihr denn, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, kriegt ihr regelmäßig vernünftige Kritik von Menschen? Für Dinge, die ihr tut? Ich bin mit dir befreundet. Oh, eben. Was soll das denn heißen? Ich wollte gerade sagen, warum stellst du mir jetzt die Frage? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ich kritisiere euch nicht. Psst, sag das nicht öffentlich. Psst, ach so. Also ich kriege halt sehr oft gesagt, dass ich so bleiben soll, wie ich bin, bla bla bla, die ganzen Geschichten. Selten, dass halt wirklich gesagt wird, so was halt auch scheiße ist, weil ich sehe das immer als positiv an, wenn halt, also jetzt nicht, dass jemand reinkommt und sagt, ja, du bist kacke, das ist nicht positiv, aber halt, wenn ich halt Feedback kriege und so, hey, das und das Game hat mir nicht so gefallen, dies, das, oder hey, der und der Spruch war heute ein bisschen sehr, was weiß ich, unangebracht oder so, keine Ahnung, weil, wenn die Leute einem das normal und gescheit sagen, ist eigentlich eine Sache, wo ich dann sage, ja, okay, hast recht, sehe ich auch ein, oder sehe ich halt nicht ein, kann man halt darüber diskutieren oder so. Muss nicht on-stream sein, sondern einfach wirklich privat, weißt du? Die Leute einfach sagen, ja, das ist cool, das ist nicht so cool. Also dieses Feedback ist einfach wichtig, denke ich, um sich auch zu entwickeln. Man darf halt nur nicht so ein Mädchen dann sein und dann halt sagen, ne, so, oh, der hat mich kritisiert. Ne, was denn das für ein Arschloch? Ich muss Feedback immer einfordern. Ja, ich auch. Also wenn immer. Ich halt Feedback haben will, dann muss ich wirklich drum bitten, weil die meisten halt denken, wäre unfreundlich oder so.
Aber es kommt immer darauf an, wer das Feedback gibt, wie er es gibt und so. Und wenn einer jetzt sagt so, hey, pass auf, zum Beispiel jetzt bei Monster Hunter hatte ich das jetzt zum Beispiel. Da hat mir einer gesagt so, hey, hier, pass auf, ich gucke seit 3 Tagen schon nicht mehr in den Stream rein. Hat auch in den Chat geschrieben und so, sagte ich, ich gucke seit 3 Tagen nicht in den Stream rein, aber erstens nur, weil ich mich nicht spoilern will. Und zweitens, weil nach 3 Tagen ist Monster Hunter irgendwie langweilig. Da sag ich so, ja, okay, hast recht, ja, ich kann mir das vorstellen und so, dass das, also Spoiler ist ja klar sowieso. Und wenn derjenige dann nicht reinguckt, ist das ja auch vollkommen legitim. Aber dann kriegt man schon mal so die ersten Impulse, dass jetzt vielleicht langsam ein bisschen... Aber das ist doch keine Kritik. Zieht. Nee, das ist jetzt halt, das ist ein blödes Beispiel jetzt gerade, das ist jetzt auch mir im Nachhinein. Das ist keine Kritik. Nee. Weil, ob das jemand nach 3 Tagen langweilig empfindet. Ja, nee, das war jetzt ein blödes Beispiel. Ist mir auch dann, als ich es ausgesprochen habe, auch so aufgefallen. Aber, ja, keine Ahnung. Man kann sich halt immer nur darauf verlassen, was die Leute sagen im Endeffekt, ne? Ich bin selbst ein sehr großer Kritiker von mir selber. Und mache mir viel Gedanken und frage dann einfach nach. Hm. Bei Freunden, bei meinem Mann. Ja, macht doch Sinn. Ja. Also man sollte sich nicht zu sehr selbst kritisieren. Aber es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ich kriege viel Kritik auch von Leuten, von denen ich das ernst nehmen kann. Und die nehme ich mir natürlich zu Herzen. Aber mit Twitch bringt einem auch ganz gut bei, eben Kritik von reinem Hate zu filtern. Und ja. So Hate geht mittlerweile so klar im ersten halben Jahr, im ersten Jahr waren die Leute, die einfach nur mir mitteilen wollten, dass sie mich nicht leiden können. Die haben mich natürlich getroffen, aber so irgendwann waren es so viele, dann geht das hier rein, da raus und die können labern, was sie wollen den ganzen Tag. Das interessiert mich nicht die Bohne. So klar, wenn jemand ernsthaft auf mich zukommt, mir schon Ewigkeiten zuschaut oder ich ihn respektiere oder er ein besonderer Mensch ist, so für mich, und mir sagt, da und da könntest du dich verbessern, das hast du kacke gemacht, dann nehme ich mir das natürlich zu Herzen. Das hilft einem ja auch nur weiter. Also ich meine, das ist ja nicht... Ich glaube, Menschen sind einfach so... Die meisten denken halt, sie würden damit irgendwas Böses machen oder so. Das ist so wie zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie... Wir gehen jetzt alle zusammen was essen und auf einmal stelle ich fest... Wow. Das, träumst du gerade von der Gamescom dieses Jahr? Hm. Ja, zum Beispiel, ja. Not gonna happen. Und auf einmal stelle ich fest, so, die Sully, ja, die hat jetzt hier so ein Fleck Soße auf der Nase, ja, weiß ich nicht, ihr, von ihrem Schnitzel, keine Ahnung. Und wenn der Nils was auf dem Kopf hat, den würde ich jetzt schon gar nicht mehr sagen, scheiß auf den, ne? Der wäre ja gerade wieder, nein, Spaß, Nils. Warum bist du jetzt so? Mach ruhig, ich kann damit umgehen, mach ruhig, dafür nein. Bin ich hier. Was ich jetzt so sagen wollte, ist so, man sieht halt, irgendjemand hat irgendwas im Gesicht oder so. Wenig Menschen sagen das nur. Ich bin jemand, ich sag das immer sofort. Immer. Ich sag das immer sofort. Geh dann sofort. Auf die Seite, tropft so auf die Schulter, sagt du, bitte. Ja. Ich finde das unmöglich, dass man das nicht macht. Ja, aber das meint das, aber das... Man ist doch befreundet oder man kennt sich ja, doch. Genau. Kannst du jetzt nicht den anderen rumlaufen lassen, wie weißt aber du? Das ist vielleicht das Beispiel daran, warum man halt auch so wenig Feedback dafür kriegt, weil die Leute das einem nicht sagen wollen. So, die denken dann, das wäre unhöflich. Aber es ist nicht unhöflich, sondern es ist halt nur produktiv und hilfreich. Ich wirke sehr hart und direkt auf manche Leute, gerade aus diesem Grund. Aber wenn man mich ein bisschen kennt, ich finde, das gehört sich so. Ja, hä? Eben, denke ich mir auch. Du bist ja, außer bei Nils, die kann man ruhig mal mit so einem Fleck auf der Stirn rumlaufen lassen. Du, mir ist das aber auch im Endeffekt scheißegal. Wow. Hast du was für unterwegs so? Also bei mir ist das wirklich scheißegal. Ich hab aufgehört, auf sowas zu hören. Also, oder auf solche Dinge irgendwas zu geben. Ich nehme Kritik sehr gerne mit. Und ich glaube, wenn ich das mal wirklich sehr ehrlich und ernst betrachte, habe ich einen der kritischsten Streams überhaupt, weil ich sehr viele erwachsene Menschen da habe und die weitaus mehr Lebenserfahrung haben als ich. Und also ich wurde schon sehr, sehr oft in meinem Leben in eine Spur gewiesen von Menschen, die ich nicht kenne. Und das ist selbst heute noch so. Also vielleicht kritisieren sie nicht meine Arbeit oder das, was ich tue, aber sie kritisieren gewisse Lebenseinstellungen werden schon sehr oft kritisiert und sehr hart, ja. Also da sind noch einige in petto. Und sei es mein bester Freund, der mich so hart kritisiert, dass mich das manchmal zur Weißglut treibt. Das treibt mich, also das habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einen sehr engen Vertrauten,
Herb, an dieser Stelle sehr viele Grüße an dich und ist auch einer meiner engsten, engsten Vertrauten, was den Stream angeht. Der hat mich wirklich 3,5 Jahre hat er mich so hart getriezt, dass ich ihn schon erwürgen wollte. Weil der hat wirklich alles, aber auch wirklich alles zerredet. Alles. Das kann noch so gut gewesen sein. Aber das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich finde immer, also ich persönlich, mich hat das sehr geprägt, so jemanden zu haben. Das mache ich übrigens auch mit Slabby, damit ihr versteht, was ich meine. Ich trieze ihn auch nur, weswegen er nie was Nettes hört. Sali nicht. Die ist älter als ich, das darf ich nicht. Ist das der Grund, warum das nie jemand bei mir macht und ich das immer einfordern muss? Ich mach das bei dir auch. Hast du gerade öffentlich gesagt, ich bin älter als du? Danke. Nein. Das hat halt keiner gewusst, weißt du? Wow. Bitte? Du siehst aus wie 19. Danke. Ich bin aber auch erst 16. Oh. Wow, jetzt hast du gerade wieder. Oh, jetzt wieder unglaubwürdig. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich dadurch wirklich sehr offen für Kritik geworden bin und das auch verstehe. Und ich muss sie nicht einfordern, aber mir wird das sehr oft gesagt. Was mir manchmal ein bisschen auf den Keks geht, gerade im Stream, wenn das öffentlich getan wird und man das. Das ist immer so ein Ding, ja. Währenddessen man live ist, das zu verarbeiten, währenddessen man seinen Job macht, ist nicht ganz so einfach. Ja. Das kann man auch privat machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr, wie sagt man, hitzköpfig und ich bin sehr aufbrausend geworden über die Jahre. Bei Frauen sagt man zickig. Zickig? Naja, ich würde nicht sagen zickig, aber das, ich sehe das mittlerweile so als ein meiner Steckenpferde an, so zu sein. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig und ich finde es schade, dass das von ganz vielen Leuten abgelehnt wird. Ich würde zum Beispiel, ich würde jetzt niemals jemanden manchmal habe ich das Bedürfnis, anderen Leuten vielleicht was zu sagen und ihnen damit vielleicht Erfahrung zu geben und zu helfen, aber ich mache es mittlerweile nicht mehr, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Weil ich nicht weiß, wie die andere, na nicht im Sinne von, weil da alles scheiße läuft, sondern einfach nur, weil ich gar nicht weiß, wie die das aufnehmen. Weil Kritik äußern in der jetzigen Zeit, es wird eigentlich nur als Hate abgestempelt. Und du kannst es noch so vernünftig, wie du auch nur möchtest, formulieren. Es wird immer als Hate abgestempelt. Da fehlt die Selbstreflexion. Und das ist eben das, wenn einem das live im Stream gesagt wird, ne, solche Sachen, hast du erstens nicht die Zeit, das richtig zu verarbeiten und zu reflektieren. Während du eben noch das Spiel spielst, dich noch unterhältst und alles, das funktioniert dann nicht. Aber danach kann man sich eben mal hinsetzen und dann, ne, mal ein bisschen reflektieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Es kommt aber auch immer drauf an, einfach wer wem was sagt. Wenn ich zum Beispiel jetzt als nehmen wir mal wieder Twitch als Beispiel, ja, und ich gehe jetzt hier mit meinem Partnerhaken in einen anderen Stream und schreibe da ein bisschen mit und so und wird dann auf einmal in einem komplett für mich fremden Stream und wird dann auf einmal im Channel, wo ich das erste Mal da bin, irgendeine Kritik äußern, das kann nur schlecht aufgenommen werden. Weil da kommt irgendein anderer Streamer rein, will sich auch wichtig machen. Also jetzt aus Sicht des streamenden Streamers heraus, kommt ein anderer Streamer rein, der will sich gerade wichtig machen und äußert öffentlich Kritik, ist das erste Mal da. Das ist so ein Ding, das geht einfach nicht zum Beispiel. Wenn aber jetzt jemand seit Ewigkeiten da ist oder so, oder den man schon einfach kennt auch, privat dann halt nach so einem Stream Kritik äußert und das dann als Hate aufgefasst wird, jetzt von Leuten, die sich gut leiden können, jetzt nicht irgendwie Leute, die sich da natürlich eh nicht mögen, das ist was anderes. Wenn dann halt Kritik geäußert wird, ne, konstruktive Kritik, und derjenige, der die Kritik empfängt, das als Hate abstempelt, dann hat der aber eine ganz große Charakterschwäche. Weil da jetzt zu sagen, man kann darüber diskutieren, dass man das anders sieht und so, gar keine Frage, aber dann zu sagen, ey, der hatet mich jetzt, weil der mir versucht, etwas näher zu bringen, was ich vielleicht blöd gemacht habe, weil ich einen Bruch gebracht habe, der sich frauenfeindlich äußert, wo ich das gar nicht so realisiert habe, beispielsweise oder so. Keine Ahnung. Das als Hate abzustempeln, ist halt eine Charakterschwäche, sehe ich so. Da bin ich auch dann eiskalt. Also da sage ich wirklich, das ist eine Charakterschwäche. Oder seht ihr das anders? Ich bin dabei, Sally, Timing ist wichtig.
Und mitten im Stream jemanden zu kritisieren, finde ich. Nee, das sag ich ja. Das ist halt, ja, das mitten im Stream sowieso nicht. Und halt, es kommt auch darauf an, von wem, weil, wenn ich Sully nicht kennen würde, dann würde einfach in den Stream gehen. Oder würdest du ja auch random einfach anschreiben oder so. Das wird halt komplett falsch rüberkommen. Ja, würdest du anschreiben und sagen, dass mein Sound nicht in Ordnung ist und man daran arbeiten könnte. Ja. Oder an der Bildqualität. Nee, finde ich in Ordnung. Nee, das ist, da, ja, du fasst es aber dann so auf. Aber jemand anders könnte das schnell als Hate oder, nee, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Dein Sound ist nicht in Ordnung oder so. Aber ich glaube, manche Leute, die jetzt auch noch nicht so lange unterwegs sind, nehmen einfach zu schnell, die haben noch zu viel dieses Konkurrenzdenken drin und deswegen kommt dieses Hate-Ding. Weil gerade viele, die auch jetzt noch jung auf Twitch sind, ich zum Beispiel, ich hoste jeden Tag jemanden, weil ich halt dieses Konkurrenzdenken einfach nicht wirklich habe, dass ich jetzt sage so, ey, der könnte mir Viewer klauen, weil so viel streamerisches Selbstbewusstsein habe ich dann einfach, dass ich einfach jemanden hosten kann und wenn da Leute dann da bleiben wollen, ist das ja okay. Als Beispiel jetzt. Oder halt, ne, wie auch immer. Aber viele hosten dann auch zum Beispiel von den neueren Leuten nicht, weil die sagen, ey, der könnte mir einen Viewer klauen. Oder so. Oder weiß ich nicht was. Und dass da halt, wenn das Konkurrenzdenken zu groß ist, dass sie das sowas dann schnell als Hate interpretieren oder so. Ich weiß nicht, so würde ich das einschätzen. Habt ihr Konkurrenzdenken? Nee, fast gar nicht. Also, weiß ich nicht. Ich brauche jetzt nicht zu sagen, dass der Nils streamt Kingdom Come. Jetzt kann ich kein Kingdom Come streamen oder ihn hosten, weil der wird mir ja meine Viewer dann klauen. Oder weiß nicht was. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also wenn man jetzt gerade, wenn man Leute, guck mal, was habe ich für einen Nachteil davon, wenn jemand, mit dem ich cool bin, größer auf Twitch wird? Was habe ich im Endeffekt für einen Nachteil davon? Im Endeffekt, jeder, den ich mag auf Twitch, also ich mag eh fast alle, jeder, den ich mag und den ich supporten kann oder so und den ich supporte, der mich auch irgendwie supportet, natürlich, das ist immer so ein, das muss nicht ein Geben und Nehmen sein, aber meistens ist es halt ein Geben und Nehmen. Und was habe ich für einen wirklichen Nachteil davon, wenn jemand, den ich mag oder mit dem ich cool bin, größer wird? Der spricht gut über mich, den kenne ich gut, den mag ich gerne, man sollte sowieso einfach viel mehr gönnen und man hat keinen wirklichen Nachteil davon. Und viele Leute denken halt, dass es irgendwie blöd ist so. Also dass irgendwie, weiß ich nicht, dass die Leute daran verlieren könnten, wenn jemand anders besser ist, anstatt sie selber versuchen, an sich zu arbeiten. Also ich sehe diese Konkurrenz einfach nicht mehr. Dafür bin ich schon zu lange da drin, um zu wissen, dass das kein Nachteil für mich ist, wenn jemand, den ich mag, größer wird. Und man sollte einfach jedem das gönnen, was er sich verdient hat. Einfach ist das. Ich finde, Konkurrenzdenken ist, man sagt ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Also das muss man sich selber schon mal immer auf derselben Stelle rumtreten, ist halt nicht produktiv. Ich muss sagen, ich habe das so gar nicht, weil das gleichzeitig vergleichen bedeuten würde. Und mich mit den männlichen Streamern vergleichen, das tue ich nicht. Und mit den weiblichen Streamern, naja, ich würde mal sagen, von 80% der weiblichen Streamer bin ich mal fast 10 Jahre älter. Da kann ich mich auch nicht mit vergleichen. Das ist so, das geht nicht. Ich habe das gar nicht. Diese Energie für dieses Konkurrenzdenken, die stecke ich lieber woanders rein. Das ist mir zu... Nee. Ja. Nee, bringt auch nichts. Konkurrenz, nee. Konkurrenz... Mach du. Also an sich sagt man ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. So, mir ist nur halt bis heute keine Möglichkeit eingefallen, irgendwie das auf Twitch zu übertragen, weil ich wüsste es halt nicht. Mm-mm. Wow. Also ja, nee. Ja, schon vielleicht in manchen Fällen, aber dann ist das so, nee, daraus entsteht dann aber auch nichts Negatives. Also, ne, das ist dann eher positiv. Du kannst ja auch sagen, zwei Speedrunner zum Beispiel machen einen Koop-Stream und sagen, genau, okay, wir machen jetzt das Game XY. Und wir machen ein Wettrennen daraus. Das wäre dann Konkurrenz in einem Sinne. Aber die würden sich beide unglaublich damit helfen direkt. Also es ist halt, Konkurrenz belebt das Geschäft in solchen Sachen halt. Das ist aber auch dann wiederum eine Kooperation und das ist auch wieder keine Konkurrenz in dem Sinne. Also es ist auch schon wieder quasi revidiert. Ja. Also desto mehr man sich gegenseitig hilft, sei es von Viewer zu Viewer, von Streamer zu Viewer, von Streamer zu Streamer, man hat niemals einen Nachteil dadurch. Also so sehe ich das. Ich weiß nicht genau. Ich wüsste nicht, warum ich das als schlecht empfinden würde. Ich habe Konkurrenzdenken. Sehr viel sogar. Okay. Ja. Aber das ist auch der einzige Grund, warum ich heute noch auf eine Messe gehe und 7 Tage einen Vlog mache. Einfach nur, um alle anderen zu zeigen, ey Jungs,
Paul Hansen ist nicht. Hier wird gemacht, Alter. Und das ist für mich das, das ist mit einer der größten Antriebe. Ich habe in mal, also ich habe selber in meinem Umfeld so immer zwei, drei Streamer und entweder eifere ich ihnen nach oder ich ziehe sie mit mir mit. Also das ist meine Intention. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber ich eifere Stay hinterher, schon immer, und das werde ich wahrscheinlich auch immer tun, von seiner Größe und das, was er bis jetzt erreicht hat. Und das ist für mich richtig blutige Konkurrenz. Also, um wirklich den Matarilis zu reden, wenn er den Streamer macht, sind bei mir 500 Leute weg. Und das ist absolute blutige Konkurrenz. Aber, und jetzt kommt der kleine bis mittelschwere Punkt, das ist für mich positive Konkurrenz. Weil das mein Drive ist, rauszufinden, wie ich ihn wieder ausbuhlen kann, damit das bei mir landet, was er hat, sozusagen. Ja, sorry, ich kann kurz einsteigen. Nur mal kurz, um das ein bisschen zu revidieren. Du würdest aber auch, es ist nicht so, dass du Stay Stream guckst und dann er kriegt einen Sub und du sofort so, ah, warum habe ich den nicht gekriegt? Scheiße, das gönne ich ihm nicht. Nein, das habe ich gar nicht und das wird auch nie bei mir sein. Nein, das ist aber auch so, guck mal, du gönnst ihm jeden Sub, du gönnst natürlich ihm jeden Donate, du gönnst ihm jeden neuen Follower, du gönnst ihm jede hohe Zuschauerzahl. Dann ist das doch kein Konkurrenzdenken. Also das ist trotzdem Konkurrenz. Ja, aber kein böswilliges Konkurrenzdenken. Du musst einfach... Na doch, auf eine gewisse Art und Weise ist es schon böswillig, weil du ja versuchst... Also ich, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich sage ganz, ganz klipp und klar, wenn er die Hütte anmacht und bei mir das fehlt, sitze ich abends da und überlege mir neue Sachen, damit das den nächsten Tag nicht passiert. Und das ist doch positiv. Eine gewisse Art ist es positiv, aber du kannst es auch negativ auslegen. Und also, ja. Ich, wie gesagt, ich gebe das klipp und klar zu. Und ich bin auch, wenn ich jetzt, nehmen wir einfach Filmann zum Beispiel. Ich war bei Filmann und Filmann, ich fand sein Overlay damals, was er gehabt hat, fand ich mega sexy. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich Filmann auch geschrieben, pass auf, Philly Filmann, Dankeschön für den Anreiz, the fight is on, so. Und jetzt ist halt was in der Mache halt, ne? Und für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Bleed Purple ist ja immer ganz gut, wenn dieses Bleed Purple so nach außen gebracht wird. Aber sind wir doch alle mal ein bisschen ehrlich. Wollen wir nicht alle ein bisschen was auf dem Teller haben so? Und ob wir nur was miteinander machen und ob wir uns alle verstehen und ob wir nur an einem Tisch sitzen, am Ende sind wir auch die Schweine, die sich auf den Trog schmeißen und gucken, wer am meisten davon isst. Und das glaube, also ich würde jetzt sagen, also ich sag's öffentlich, dass es bei mir so ist. Ich bin mit allen cool, ich kann mit allen an einem Tisch sitzen, aber am Ende möchte ich, dass meine Portion trotzdem groß ist. Das ist ja okay, das ist aber so, das ist auch ein gutes Beispiel, das ist auch vollkommen korrekt. Jeder von uns will immer mehr haben. Jeder von uns will mehr Zuschauer haben und so, mehr Subs sind auch immer super, alles gar keine Frage, das ist auch ganz klar. Ich meine, wir leben ja auch teilweise einfach komplett davon, das ist logisch, ne? Deswegen brauche ich aber keine abgezählten Bratkartoffeln und muss den anderen die Krümel vom Tellerrand wegnehmen und gönn die denen nicht, weißt du? Doch, sorry, aber, Hunger. Guck mal, ja, aber so, man sollte jedem, also bevor man irgendwelche Energie darauf verschwendet und einmal auch nur einen Gedanken daran verschwendet, zu sagen, ey, warum hat der Nils jetzt 1000, was weiß ich wie viel Zuschauer und ich habe bei dem gleichen Game nur 250, jetzt mal so unsere Situation jetzt gerade zum Beispiel. Weil es ist mir persönlich total egal. Ich habe meine 250 Zuschauer, das ist das, was ich sehe, weißt du? Und kann dir deine 1000 Zuschauer einfach gönnen, weil ich kann dich super gut leiden. Bei mir wird übrigens nicht über Zuschauerzahlen geredet, danke. Oh, Entschuldigung. Das tut mir alles leid. Gut, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind. Ich weiß es auch nicht, das waren jetzt Beispielzahlen. So, keine Ahnung, nur einfach Beispielzahlen. Und ich kann dir das einfach alles gönnen, weil das ist dein Ding und ich habe mein Ding. Fertig ist das Ding so. Und natürlich hätte ich gerne mehr Zuschauer und so, das ist gar keine Frage, das will man immer. Deswegen muss ich aber nicht versuchen, die von jemand anderem irgendwie, deswegen muss ich nicht jemandem anderen seine Zuschauer nicht gönnen, nur weil ich gerne mehr hätte. Da muss ich mir überlegen, wie komme ich denn an mehr Zuschauer oder so. Eben, und das ist das, was ich meine, positives Konkurrenzdenken. Und das ist auch genau richtig und das haben wir auch alle, sich an anderen zu orientieren und so und sich auch diese Gedanken zu machen, das ist ja auch legitim. Das ist aber auch wiederum, wie gesagt, das ist nichts Böswilliges. Du sagst nicht, du willst nicht, dass derjenige jetzt 100 Subs mehr hat als du, sondern du willst 100 Subs mehr haben als derjenige. Das heißt nicht, dass du ihm die 100 Subs nicht gönnst oder so, als Beispiel. Keine Ahnung. Irgendwas. Du gönnst ja anderen trotzdem. Natürlich. Ist eben ja auch Quatsch, weil es ja harte Arbeit. Ja, genau. Und das ist das Ding.
Wenn du jetzt aber so jemand wärst, der sagt, ich will gerne mehr haben und ich finde jetzt kacke, dass der jetzt gerade 100 Subs mehr hat als ich und ich gönne ihm das nicht und du wisperst jetzt jeden Einzelnen von denen an und sagst, sie sollen bei dir Subben, was weiß ich, irgend so eine dumme Aktion halt. Irgendwas richtig Dummes halt, weißt du? Dieses Denken muss man halt einfach wegkriegen, also dieses Nicht-Gönnen. Weil, ich glaube, das ist aber dann Neid. Das ist so, ja, genau, ich glaube, dass der Grad zwischen gesunden Konkurrenzdenken und dem Umschwenken auf Neid, dass das sehr schwierig ist. Und Neid, jeder ist neidisch. Jeder Mensch ist irgendwo auf irgendetwas neidisch. Sich davon nicht auffressen zu lassen und dann eben weiterzumachen und sagen, oh ja gut, ist halt jetzt so. Ich glaube, das ist das Wichtige. Missgunst ist das Problem, nicht Neid. Missgunst, ja, danke, das ist ein gutes Wort. Missgunst. Obwohl Neid ist auch, aber... Ständig bin ich neidisch auf andere, klar. Das spornt mich aber eher an. Und das kann ich ja trotzdem neiden. Das sieht man gar nicht. Das sieht man nicht? Nee. Ja, weiß ich, versteck's auch gut. So, sagen wir einfach, der Umwandlungsprozess... Mir tut Neid nicht gut. Der Umwandlungsprozess von manchen, was Neid angeht, ist einfach falsch. Hab dich lieb. Nee, Neid ist etwas, was mir persönlich nicht gut tut. Womit ich nicht so, das ist was, damit wenn es dann mal aufkommt, dann beschäftige ich mich damit und leg das ab, weil es mir negativ, es tut mir nicht gut. Es ist nicht produktiv für mich, es schränkt mich im Vielen ein, ich habe dann so Scheuklappen, also Neid tut mir nicht gut. Darum. Ich war am Anfang, als ich gestreamt habe, war ich sehr neidisch immer. Ja, ich auch. Auf viele dann, Sachen. Ja. So, auf warum hat der das und ich nicht? Warum habe ich das nicht, ja? Oder ja. Dann, und da fehlte halt die komplette Selbstreflexion zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist halt einfach der Umwandlungsprozess von diesem Neid in entweder was Negatives, das dann in Hate übergeht, oder die Umwandlung dieses Neids in Ansporn und daraus was Positives zu machen. Das ist der Unterschied, worüber wir, glaube ich, die ganze Zeit reden. Hm. Bei Nils zum Beispiel. Dann der Neid, den er nimmt und in was Positives verwandelt. Und bei vielen, wo dann einfach nur dieser Neid in Hate überschlägt, die dann schlecht über denjenigen reden, obwohl der vielleicht irgendwie gar nichts mit dem getan hat. Aber einfach nur, dass dann dieser Hate entsteht. Und das ist das, was viele von den gerade jüngeren Twitch-Leuten noch nicht so drin haben. Dieser Umwandlungsprozess, dass der Umwandlungsprozess noch in die falsche Richtung geht. Ich glaube, kann da jeder zustimmen? Wisst ihr, was ich meine damit? Ja. Dann ist das, glaube ich, das, worauf wir hinaus wollten im Endeffekt. Dass dieser Umwandlungsprozess bei uns jetzt zum Beispiel, die das jetzt schon viele Jahre machen, einfach in die richtige Richtung geht. Oder meistens gehen sollte. Das ist halt bei vielen, das dürfen viele halt, das muss man lernen. Das muss man einfach lernen. Genauso wie man auf Twitch einfach ein dickes Fell braucht. Ich habe letztes Mal angeschrieben von einer, die gerade angefangen hat zu streamen. Dann sagte, oh, die haben mich wieder voll fertig gemacht und so. Und dann sag ich so, ja, das ist kacke, hatte ich auch schon sehr oft und so, dass man halt dann viel darüber nachdenkt. Ja, ist bei dir denn so weit gegangen, dass du angefangen hast zu weinen? Dann sag ich so, okay, das darfst du nicht so nah nicht ranlassen, ne? Man muss ein dickes Fell aufbauen. Solche Sachen unterscheiden dann halt. Oder sowas merkt man dann halt auch mit der Zeit. Man muss halt gewisse Eigenschaften sich aneignen, finde ich, als Streamer. Hattet ihr das schon mal? Dass euch sowas so hart getroffen hat? Nee, so hart nicht, nee. Noch nie. Will ich auch, aber... Also es gibt natürlich... Also einen schlechten Tag haben, wo einfach Sprüche, die einem ansonsten immer überhaupt nicht tangieren und dann hast du halt mal so einen Tag, ne, und dann kommst du das und die Community versteht das dann im ersten Moment auch nicht, weil du ansonsten 15 Tage, 20 Tage lang und dann gibt es einen Tag, dann hast du halt einen schlechten Tag. Dann ist das Nervenkostüm nicht so stark und dann gibt es einen riesen Knall. Ja, das passiert. Das kann mal passieren, aber dass ich jetzt geweint hätte oder so, nee, dass ich vielleicht nach dem Stream mich aufgeregt habe über irgendjemand, was denn der für Grütze im Kopf hat, wie kommt denn der überhaupt da drauf und so, das ist mir schon, ja klar, das ist mir schon passiert, ne, aber ich wurde mal, schon 2 Jahre her schon wieder, gezielt von jemandem geradet, der mir seine Community antun wollte. Ich wusste glücklicherweise vorher, dass er kommt und konnte dem
ein wenig gegensteuern und war vorbereitet und das war dann am Ende sehr lustig für mich und ich habe mir halt einen Spaß draus gemacht. Das war's. Ein Jahr später war er dann komplett von Twitch gebannt. Das fand ich dann nochmal witzig im Nachhinein, aber nee, ich finde, sowas muss man dann lernen, mit umzugehen und es für sein Besseres wiederum umzumünzen. Ja. Wenn Leute tatsächlich einem missgünstig irgendwie was wollen. Und ja, sowas ist halt, also sowas artet bei mir ganz schnell, dann das merke so oder so, dann rede ich vielleicht mit den Leuten oder so, aber wenn ich halt merke, da fruchtet gar nichts, dann distanziere ich mich einfach davon. Also ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie Stress mit jemandem hat. Ich bin halt so, wenn ich ein Problem mit jemandem habe oder entweder spricht man darüber oder man kann halt nicht mit demjenigen sprechen, dann verhalte ich mich neutral der Person gegenüber. Habe ich nichts mit zu tun, fertig ist, Thema durch. Also wenn halt nichts Anklang findet, wenn nichts fruchtet. Also versuche immer lieber, also ich habe lieber, bevor ich Feindschaften habe wirklich, weil das braucht man einfach nicht, das ist unnötige Zeitverschwendung, habe ich einfach nichts mit den Leuten zu tun und dann ist das gut. So. Ich habe halt wirklich fast alle, mit denen ich positiv bin, mit denen ich mich gut verstehe, was mir auch wichtig ist. Wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich nicht so gut verstehe, dann sagt man sich Hallo und ignoriert einen. So. Ich denke, das ist die professionellste Herangehensweise bei sowas. Ich hatte ganz am Anfang, an meinen wirklichen Anfängen, habe ich mal so eine Gruppe gehabt von Leuten, die, also ich glaube, das war 2014, die sich so unendlich viele Accounts gemacht haben und Geld donated haben und eigentlich den kompletten Stream versucht haben zu zerstören, indem sie mir sagen, dass ich Hartz IV empfange und fett bin. Und das haben die sehr, sehr lange haben die das gemacht. Uff, das war eine sehr harte Kartoffel. Also die war schwierig zu naschen. Aber ich habe meine größte Lektion auf Twitch daraus gelernt habe ich. Also ich habe die größte Lektion daraus gelernt. Das war der Anführer dieser Gang war zu dem Zeitpunkt 3 Jahre älter als ich, hat selber gestreamt. Und war selber Hartz-IV-Empfänger und war selber dick. Und hat mit einem Account, der Subscriber war, genau denselben Scheiß geschrieben. Der war bei mir Sub und hat das geschrieben. Und zwar über Monate lang. Und an diesem Punkt habe ich gelernt, sobald jemand, also auch für mich auf Twitch und auch für den Stream, sobald jemand nur auch ansatzweise so ein Tünnef schreibt, ist das der größte Versager im Leben. Das ist der allergrößte Versager im Leben, der sich auch nur anmaßt, sowas zu schreiben. Und bis jetzt hatte ich fast immer recht. Und das trifft so zu 80-90% trifft das zu. Und aber am Anfang hatte ich damit wirklich zu tun. Ich hatte auch so zwischenzeitlich nicht mal wirklich Lust dann zu streamen, weil man kennt das ja so. Wow. Dass Leute, das waren halt viele so, da waren manchmal so 20, 30, 40 Accounts am Tag, ne? Und dann mit Follow Alert und allen möglichen Scheiß dann. Ja. Das war eine Menge. Also sowas halt nervig einfach. Sowas fuckt einfach nur ab. Aber. Ja, danach gab es kein Follow Alert mehr und alles Mögliche wurde überall rausgenommen. So. Ja. Hm. Ja, gibt's halt immer wieder. Aber gerade solche Leute, die sowas schreiben, so. Wie schon sagst, das sind die größten Versager meistens, weil der muss ja irgendeinen Antrieb haben, warum man so eine Kacke macht. Keine Ahnung, ich hatte so oft schon Leute in meinem Channel, die kamen da rein, ey, du Haarsohn und so, direkt weggebannt. Einfach weggebannt, wirklich. Und dann gesagt so, pass auf, wenn meine Mutter so oft hätte anschaffen gehen müssen, wie ihr mir das schon gesagt habt, würde ich mittlerweile nicht hier sitzen und streamen, dann würde ich in irgendeiner Villa leben. Also, weißt du, so keine Ahnung, wie sollst du damit umgehen? Dann drückst du dir irgendeinen Spruch und dann gehen die meistens ashamed weg. Manchmal, ganz selten hatte ich schon mal so welche, die kamen dann rein und dann direkt so eine Beleidigung, so, ey, du Wichser. Da habe ich ihm 10 Minuten Timeout gegeben und sagte dann so, ey, pass auf, ich pack dich jetzt 10 Minuten in die Ecke der Schande. Danach darfst du dich versuchen, freundlichst vorzustellen und zu entschuldigen. Und vielleicht darfst du dann sogar bleiben. Ne? Also, normalerweise so direkt weggebannt, aber halt, mache ich manchmal so. Und dann nach 10 Minuten kommt auf einmal einer, der meinte so, ey, tut mir leid und so, ne, wollte ja nur gucken, ob du Spaß verstehst und so. Sagst du, ich weiß nicht, ob du daran lustig findest, reinzukommen und jemanden Wichser zu nennen, ne. Wenn dich jetzt normal benimmst, wirst du bleiben. Und auf einmal, 2-3 Tage später, kam dann ein Sub sogar rein und so. Und dann waren halt die normalsten Leute der Welt. Man muss wirklich nur wissen, wie man mit denen umgeht, so. Ich habe teilweise die 10 Minuten auf eine Stunde ausgeweitet.
Denn was? Ich habe die 10 Minuten auf eine Stunde ausgeweitet. Bei mir gibt es meistens eine Stunde Auszeit. Ach so. Weil die nach 10 Minuten sind, was denn, nach 10 Minuten sind die meist, weißt du, die dann wirklich noch mal, da habe ich gar keine Lust drauf, dass in 10 Minuten gleich wieder so eine Kacke im Chat steht. So. Hast du denn wenigstens irgendwie so ein Eimer in die Ecke gestellt? So lange zu warten. Die haben echt nicht das Sitzfleisch, so lange zu warten. Aber ich habe, das Witzige ist, erst vor ein paar Tagen und irgendjemand, warte, ich hatte Probleme mit der Kamera und dann sage ich, ja, ne, jetzt bin ich so, warte, ich bin so überbeleuchtet. Und das allererste, was der in den Chat geschrieben hat, war, ja, unterbeleuchtet, irgendwie so war das. Das war das erste, was ich gelesen habe. Sag ich, Moment, Chatty angeklickt, vorher noch gar nichts geschrieben, du gleich mal eine Stunde Auszeit. Sag ich, wenn das das erste ist, was du hier schreiben willst, nö. Und nach einer Stunde hat er geschrieben so, sag, ach, guck mal, bist du wieder zurück? Schön. So, und jetzt können wir uns nochmal unterhalten und dann funktioniert das meistens auch. Und die anderen haben keine Lust, eine Stunde lang zu warten. Also wir haben bei uns schon von Anfang an die 10 Minuten auf für immer ausgeweitet. Nee, für uns gibt's für immer nee. Doch. Du kannst danach gerne eine Entschuldigung schreiben. Nö. Und wenn du den Weg gehst und eine vernünftige Entschuldigung schreibst, dann darfst du gerne wieder zurückkommen. Aber diese Unruhe von solchen Quatschköpfen kannst du vergessen. Instant raus, musst du gleich überlegen. Nee, gibt eine Stunde. Gibt's oft. Was soll dieses Timeouten? Eine Chance kannst du haben, aber erstmal schickst du einen Entschuldigungszettel, der unterschrieben ist von Mutti, dann darfst du ja. Das finde ich, also ich persönlich, und damit sind wir immer gut gefahren, ich finde das Quatsch. Also manchmal sind da schon so Sachen, was soll das? Was willst du dich damit rumplagen? Hey, du Hurensohn! Hey, war nur Spaß. Kappa! Kappa! Oh, genau, und Kappa war mit dabei. Sag Kappa, eine Stunde. Gerade für Kappa, eine Stunde. Dafür gibt es das Entbannungsformular. Da kann sich dann jeder eintragen. Und dann so, das gibt's bei mir nicht. Nicht? Solltest du dir mal anschaffen. Das bei mir muss man auf der Dreamhack auf mich zukommen und sagen, ich bin bei dir gebannt. Was? Und dann mache ich das per Hand selbst, das Entbannen. Ansonsten, ich glaube, ich habe in der Zeit, wo ich streame, 4 oder 5 wirkliche Entschuldigungen als PN bekommen. Da stand das da, also wirklich super tolle Entschuldigungen, wo ich selbst gesagt habe, okay, komm, darfst du wieder dazukommen, alles in Ordnung und ansonsten. Ich hab mal Leute vom offiziellen Overwatch.de-Kanal gebannt. Also ich bin da ja Mod, weil ich habe ja den World Cup moderiert. Dann war ich halt. Wie er das immer beiläufig sagt, so, ich habe ja den World Cup moderiert. Nee, ich wollte das nur mal kurz anmerken, warum das so ist. Ja. Nicht, dass hier sich jemand jetzt gerade fragt. Ja, ist gut. Also ich habe ja den World Cup. Nein. nein. Auf jeden Fall habe ich dann so ein paar Typen immer wieder aus dem Chat gebannt, weil die Mods, also ich habe ja keinen Mod-Auftrag gehabt, ne? Und die Mods, die da den Mod-Auftrag hatten, die durften das nicht, die durften dies nicht, die durften jenes nicht, die durften nicht in den Chat schreiben und so, all solche Sachen. Und ich dann so, ja, keine Ahnung, die haben mir Mod gegeben, okay, der geht mir auf den Sack, den bann ich jetzt weg. Dann auf einmal habe ich dann so, der ging dann bestimmt über 2 Wochen, ne? Wo der Typ mir jeden Tag einen Whisper geschrieben hat, aber nicht auf dem offiziellen Kanal entbannt werden kann und bla 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 und hast ihn nicht gesehen. Das war so das Krasseste, was ich damit hatte, so mit Entschuldigungen. Und irgendwann habe ich ihn dann tatsächlich entbannt. Man musste dann aber irgendwann feststellen, dass ich ihn wieder bannen musste. Und dann habe ich es dann doch sein lassen. Also das war das einzige Mal, dass ich was versucht habe zu entbannen. Ich frage mich immer, was der Sinn dahinter ist. Also jüngst hatte ich so ein Ereignis. Dieser junge Mann war 85er Baujahr, also 32 Jahre alt. Er wurde nun gebannt, weil er einen sehr schlechten Ost-West-Witz gemacht hat, der schon ziemlich hart Anklang fand und das Ganze noch untermalt hatte mit ein bisschen viel Ausrufezeichen. Und ein Mod ihn darauf hingewiesen hat, dass er das nicht machen sollte. Und dann hat noch jemand auch was geschrieben mit 3 Fragezeichen. Und dann hat er natürlich loskrakeelt. Ah, wieso kriege ich eine Ermahnung und der nicht? Hat er einen Bann für gekriegt? Zu Recht. Und der ist wirklich so ausgerastet in seinen PMs. Ah, Leute, tut mir da draußen, wirklich, das ist lieb gemeint. Schreibt eure Texte bitte nicht hintereinander weg. Drückt Enter zwischendurch. Lasst Platz und macht nach Sätzen irgendwie mal so einen Umbruch. So ein Text, durchgängig. Das konntest du nicht mal lesen, da fehlen sogar Punkte noch dazwischen. Moment, ich denke, du kannst eh nicht lesen. Ja, das lese ich mir gerne durch. Muss ja sein, sonst bist du ja nicht Community da. Also vielleicht schaffe ich es dann auch mal auf dem World Cup. wow, die Schaffe, Alter. Ah, du Sack, ey.
Auf jeden Fall ist der so ausgerastet, wo ich mir dann immer denke, Mann, warum denn? Also, warum muss man denn, ist das wirklich so wichtig, dass man wieder zurückkommt, dass man so viel Energie und Zeit darin verschwendet? Dass man hätte doch sagen können, hey Leute, ja, ist okay. Wenn man wirklich zurückkommen will, dann braucht man sich doch nicht die Mühe machen und dann noch so abzugehen wie ein Weltmeister. Das verstehe ich einfach nicht. Und sich dann rauszunehmen, wo du ja zu Gast bist, noch zu sagen, ey, weißt du, also ich bin hier Prinz von Samunda. Und wenn ich sage, dann ist das so. Verstehst du? Ich verstehe das nicht. Also das habe ich noch nie verstanden. Sie sich die Mühe zu machen und dann noch so eine PM zu schreiben, die völlig gehaltlos ist. Wo du dann auf den Mods rumhackst, auf deinen Stream. Nee, am Ende ist es ja immer, ja, du bist ja ein cooler Streamer, aber deine Mods sind scheiße. Ja, stimmt. Oh, das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Echt? Ja. Habe ich regelmäßig. Ja. Hunderte Male gehört schon. Dann sage ich immer, du findest meine Mods scheiße, dann zieh ich woanders hin. Weil wer so eine Meinung über meine Mods hat, der kann gerne gehen. Mods, die jeden Tag halt irgendwie da sind, den Channel moderieren, das alles freiwillig so. Da lasse ich nichts gegen kommen. Sehe ich nicht ein. Da sagen die bei mir nie was. Ich muss mal bei meinen Mods nachfragen, ob die so... Also ich habe das früher gehört, dass die manchmal solche... Ne, so PNs bekommen und Whisper und so, aber... bei mir im Chat sagt keiner was gegen meine Mods, das ist... Ja, kannst ja mal Drakon fragen, der kriegt ja regelmäßig lustige Tweets, die er da raushaut. Das finde ich immer sehr unterhaltsam, was er da für Nachrichten kriegt. Ja, man müsste, aber wenn du dir anguckst, bei wem der Mod ist, dann verstehst du auch, warum. Das ja, sind gut. Weniger die Erwachsenen. Ja, aber ich finde das dann schon, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Also, weiß ich nicht, wieso man so auf Mods reagiert. Weil es sollte immer klar sein, dass die Mods im Interesse des Streamers handeln, so. Der da bestimmt nicht auf einmal sagen will, oh, du sagst, also meine Mods sind scheiße, ich entmodde die alle, du bist jetzt der Hauptmod, der neue. Oder so, ich weiß nicht, was wir da erwarten. Aber es gibt auch manchmal Momente, da haben Mods auch schon mal fehlentschieden. Stimmt. Natürlich gibt es die auch, ja. Ja, aber ganz ehrlich, im Zweifel für den Angeklagten. Im Zweifel stehst du hinter deinen Mods, oder nicht? Nee. Dann kann man sagen, okay, hier, pass auf, stimmt, du hast recht, ist jetzt vielleicht gerade kacke gelaufen, hat der dann im Affekt gehandelt oder so? Tut mir leid, bist jetzt wieder entbannt, ich rede mit dem Mod, alles gut. Oder weiß nicht was, aber also ist mir sowohl aus der einen Seite als auch aus der anderen Seite passiert. Mir als Mod schon und auch als Streamer. Also ich habe schon mal einen Einlauf gekriegt vor 5000 Leuten. Der war gut. Von einem Mod? Nee, von einem Streamer. Ach so. Mhm. Das war schon... Du warst Mod oder was? Jo. Ach so. Ja. Da gab's, Also ich habe mich wirklich geschämt an dem Moment. Aber ich habe auch dann einen Fehler gemacht, ja. Danach habe ich nur noch heimlich gebannt. Bis heute. Aber das ist bei mir auch schon passiert, dass Mods irgendwie manche Sachen... Das Problem ist immer, und das muss man aber auch immer verstehen und Verständnis für haben, Mods sind auch nicht immer da, die kennen halt nicht jeden. Wenn jetzt zum Beispiel... Nehmen wir einfach mal fiktiv, ich sage jetzt mal einen Namen, einen Malle zum Beispiel, der jetzt gerade da ist und der hat mich zum Beispiel, kann ich mich ganz genau dran erinnern, der hat mich sehr, sehr lange durch Blackbeard begleitet und hat sehr aktiv daran mitgearbeitet und der macht ja mal so einen Elektrikerwitz, aber verzeichnet das nicht als Witz, also er verpackt es nicht als Witz, sondern er sagt es einfach. Weiß ich, dass manch einer da wahrscheinlich in einem hiesigen Moment würde er draufdrücken, weil er einfach die Bindung nicht zu ihm hat, aber ich weiß das, dass das cool ist, das ist alles gut. Ist auch schon passiert. Aber finde ich auch gar nicht schlimm so. Nö. Also ich würde aber auch, mir ist das auch einmal passiert, ich habe einmal einem Mod einen Einlauf gegeben, das war Herr Doktor, das hat mir sehr leid getan, dass ich das gemacht habe und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Also ich schreibe, wenn sowas ist, dann schreibe ich auch mit meinem Mod und sage, ja. Aber auch erst nach einem Stream, weil das ist nicht schön, denjenigen vorzuführen. Das fühlt sich richtig beschissen an. Ja. Muss auch nicht und sein. An dem Punkt habe ich das gelernt. Nein, das mache ich nie wieder. Ich werde niemals einen Mod vorführen. Live auf dem Stream. Nope. Nee, das macht man auch nicht. Und man darf nicht vergessen, auch Mods können mal einen schlechten Tag haben. Jo. Ja, klar. Das ist den. Ich bin so froh, dass sie da sind. Und die können auch mal traurig sein und einen schlechten Tag haben oder sonst irgendwas. Und dann kommt jemand quer und dann
vielleicht überreagieren sie. Dann denkst du auch so, oh, okay. Ich merk das dann aber, weil sie so, okay, sag ich, du. Vielleicht. Wir nehmen dir heute, ein Hämmerchen weg, Vielleicht heute nicht so. Mensch, mach doch mal den Chat aus und genieß doch mal heute den Stream, ne? Ich merke, das ist heute ist die Stimmung nicht so gut. Ich will dir nicht zu nahe treten. Du kannst natürlich machen, was du willst, aber setz dich doch mal so ein bisschen. Jetzt hör nicht auf mit der Scheiße, Mann! Setz dich doch mal an den Rand. Kann auch mal passieren. Gib mir den Hammer, gib mir den Hammer. Hörst du auf dem Böse? Das ist, ne? Ja, genau. Was war denn da eure witzigste Begebenheit? Was so Mods angeht? Habt ihr da was? Meine quälen mich jeden Tag, also ich glaube, die haben jeden Tag eine Gaudi und einen Witz. Also ich kann mich noch an Minecraft erinnern, da wurden Wetten abgeschlossen, wer am meisten bannt. Da gab es eine Rangliste. Okay. Ja, da gab es richtig eine Rangliste und da wurde Strichliste geführt, wer richtig schön hart durchgreift. Oha. Ja. Das ist ja sehr produktiv für den Streamer. So, oh, das war mega geil, das glaubst du nicht. Du hast noch niemals so schnell Sachen verschwinden sehen. Alter Verwalter. Das ja, aber so irgendwann so, hey, warum schreibt keiner mehr in den Chat? Oh, kann ja gar keiner mehr. Doch, da waren ja genug übrig dann. Nee, aber Minecraft Alter, ist das. Alter. Wir reden hier von Minecraft. Also. Das war so schnell konnte ich gar nicht gucken. So schnell konnte ich das nicht mal lesen, stand schon Message deleted. Okay, nice. Ja, ich habe heute 15 Abschüsse, hatte ich. Woo, bis abends ins Teamspiel gekommen. Wei, du bist ja da gegangen. Aber die witzigste Begebenheit hatte ich, als sich drei Mods um einen Timeout geprügelt haben, um einen Bann. Und so irgendwie 13 oder 14 Leute unter die Räder gekommen sind. Weil die sich alle verklickt haben. Oh, wow. Und dann hast du nur so dieses Schlachtfeld gesehen. Ja, und danach könnt ihr euch ja vorstellen, ey, was ist hier los? Wieso krieg ich Timeout? Ja. Ich sag, Leute, ruhig. Leicht vorbei. Ja, meine Mods daneben gegangen. Meine Mods meckern ja öfters mal mit mir und wollen mir verbieten, zu bannen oder zu timeouten, weil ich dann während des Streams schneller im Bannen oder timeouten bin als sie. Und dann, finden sie das immer traurig, wenn sie dann sagen die immer, oh fuck, ich wollte gerade. Und jetzt hat der Soundspiel schon wieder weggenommen, so. Und dann, okay, dann hab ich schon mal in meinem Mod-Channel, habe ich dann auf einmal drin stehen gehabt, so, Cyrus, wir sollten dir das Bannen verbieten und so, das ist unser Job und so, hör mal auf damit. Ja. Keine Ahnung, ich bin da einfach immer dann, wenn ich halt irgendwie nichts zu tun habe, dann gucke ich halt in den Chat so, dann sehe ich so, oh, was bist du denn hier? Bam, weg. Keine Ahnung, geht dann halt mal recht schnell. Als ich zu den Bay Pirates gekommen bin, da war das, ist das normal so, dass man in der Gruppe einfach, dass man gemoddet ist, ne? Also Mod ist. Und dann weiß ich noch, da war ich bei jemandem im Channel. Oh, Sally, willkommen bei den Bay Pirates. Hier hast du dein Schwert. Und ich so, oh, cool. Guck mal, ich habe ein Schwert und habe mich verklickt und habe gleich zwei Bands verteilt. So, oh mein Gott, wie entbannt man sich? Ich bin Streamer, ich weiß es nicht, Hilfe. Es war mir so peinlich in diesem Moment, weil ich noch nicht so lange auf Twitch war und das alles noch so aufregend fand. Und das war mir super, super peinlich. Ich habe, glaube ich, zwei Streams lang nichts mehr geschrieben in diesem Chat, weil ich einfach nur noch ganz kleinlaut in meiner Ecke gesessen bin. Ich so, komm mir mal dieses Schwertchen weg, nehme ich mir nicht. Zweimal, kaum das Schwert gehabt und aus Versehen eine Permabande. Damals gab es ja noch nicht so die großen Meldungen und das Ganze. Ich meine, heutzutage siehst du genau, wer hat wo, wann, wen getimeoutet. Früher war da einfach nur so. Da ist man halt schon mal unter die Räder gekommen. Ja, da konnte man das noch heimlich machen. Da ist das passiert. Weil ja, jetzt geht das nicht mehr heimlich. Ja. Ups. Aber Nils. Oh, mir ist das egal. Meine Mods haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher, muss ich gestehen, in gewissen Zeiten nicht so wirklich Vertrauen gehabt in sie, weil ich immer alles absegnen wollte. Also das meine ich in Vertrauen. Ich wollte immer alles absegnen, was sie gemacht haben. Sie machen schon seit eh und je einen guten Job. Also da brauchst du gar nicht nachfragen. Aber mittlerweile ist ja auch nichts mehr. Also bei mir ist mittlerweile nichts mehr. Die zwei, drei, vier Pappnasen, die da manchmal dabei sind. Also zumindest fühlt sich das so an. Aber ich habe jetzt auch so für mich selber entschieden, I don't care, macht was ihr wollt. Ihr macht das schon. Wir kennen uns jetzt lange genug, ihr dürft los. Ich habe auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich meinen allerletzten Mod angestellt habe. Also gemoddet habe. Überleg gerade.
Wie viel Mods habt ihr? Aktive Hauptmods? Nee, so Mods. Ich guck gerade mal nach. Wie viel haben wir denn? Muss auch nachgucken. Einfach nur mal um eine Zahl. Ich habe viele Prestige-Mods, also die zählen, glaube ich, nicht. Deswegen habe ich zum Glück eine Discord-Gruppe, wo ich nur die Mods reinschmeiß. 39. Wo seht denn ihr das so schnell? Du gehst in deinen Chat und gibst /Mods ein. Was? Sowas geht? Ja. Hi, ich bin Sally und stream schon seit ein paar Monaten. Ich kann die Zahl gerade nicht sehen. Was? Ich gebe Slash und Mods ein? Also ich habe, glaube ich, Chatty. Sehr viele. Bei Chatty? Ja, kannst du auch so im Chat, aber bei Chatty zeigt er dir dann auch an, wie viele es sind. Oh, danke. Ich habe 88 Mods. Ich bin theoretisch bei 51, aber das sind halt auch viele Prestige-Mods. Ja. Also ich glaube, ich bin bei 19 Stück, wovon halt noch so 9 Stück wirklich aktiv sind. Und das letzte, was ich an Mods geedit habe, war bei mir meine Ex-Freundin. Die jetzt aber auch nach der Trennung immer noch Mod ist und so. Und wir uns auch super verstehen und ist auch ein sehr guter Mod. Schöne ist, mir müssen meine Mods sagen mir. Also ich habe 34, davon sind 3 wirklich, das sind The Mods. Also ich sag mal, bei mir kannst du noch 20 wegmachen für Prestige. Also ich habe 50 Mods. Viel. Ja gut, aber das ist halt so, wenn du mal überlegst, das sind jetzt fast, wir gehen ins 5. Jahr rein. Und die waren mal, also waren und sind alle noch top-notch. So, sie sind halt zwischenzeitlich irgendwann mal verloren gegangen, ne? Ja. Du hast ja immer solche Phasen. Ich habe zum Beispiel einen Bär. Frank heißt er, den vermisse ich. Alter Verwalter, das ist so ein Weltklasse-Mod, das glaubst du gar nicht. Der bannt Leute und dann macht das noch Spaß, dabei zuzugucken, wie er Leute bannt, weil der jedes Mal noch einen dummen Spruch dazu schreibt und ja, und die sind halt auf dem Weg. Ich habe sogar noch von DayZ, ich kann die Leute nicht entmodden. Ich habe noch einen Mod da von DayZ und der ist ganz selten mal da. Ganz, ganz selten, aber ich kann ihm das nicht wegnehmen. Ich will ihm das nicht wegnehmen, weil der hat ja, in DayZ hat er so hart durchgebannt und aufgepasst und Sachen gemacht und so. Das geht nicht. Ja, ich habe mir dabei auch mal, wie gesagt, ich bin ja noch bei 19 jetzt, davon sind halt irgendwie noch 9 Stück übrig. Die anderen sind momentan irgendwie teilweise super inaktiv. Ganz selten kommen sie mal oder so, aber man will einfach ungern entmodden wirklich direkt. Habe ich früher noch gemacht, aber jetzt, sag mal, wenn die halt. Wir können schlecht und lass die einfach jetzt drin und dann ist gut, wenn die mal abends so reinkommen, dann haben sie noch die Schwertchen und man muss sich nicht rechtfertigen, hey, warum ist kein Mod mehr und so. So ein bisschen blöde Situation. Das ist wirklich manchmal eine sehr, ja, das ist, habe ich auch, damit habe ich Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Aber ich, also. Fürs abschließende Personalgespräch hast du Schwierigkeiten so. Hey, nö, das würde ich nicht sagen, aber es sind halt auch manche Leute mussten halt auch irgendwann mal gehen, weil man persönliche Differenzen hat, so. Ja, das ist was ganz anderes nochmal. Ich hatte auch schon mal eine Mod, die war bei mir, die ist mittlerweile gebannt und entmoddet bei mir. Seine Gründe, logischerweise. Wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Aktive? Kommt ihr auf die Aktiven? Aktive Mods? Ja. Bei. 3. Bis 3. Ja, 3. 2,5, 3. 2,5. 3. So. Und ich würde mittlerweile, glaube ich, also, ich bin froh, dass sie da sind, aber zum Bannen bräuchte ich sie tatsächlich nicht. Mache ich meistens selber sogar. Ich glaube, meine Mods können mittlerweile meinen eigenen Stream nicht mehr gucken. Habe ich so das Gefühl. Ich wünsche mir überlegen, ob ich mir mal 2, 3 Frische hole, die noch richtig so Bock haben. Also nicht, dass sie keinen Bock haben, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, klar, ja, ich habe das bei mir auch ganz oft. Also ich habe auch bei mir, sag mal so, 9 aktive Mods. Wovon halt so ein kleiner, also nochmal ein Teilkern, dann halt, sagen wir so, 3 bis 4 sind halt eigentlich immer da. Und die anderen sind so sporadisch da. Also halt sporadisch im Sinn schon öfters da, aber halt, der eine kommt bei dem einen Spiel nicht, der andere kommt dann abends nicht und sondern erst später abends und so. Und die anderen sind halt komplett da. So. Also, so ist halt immer. Und nach einer Zeit hört man dann auch immer wieder so, ey, ich hab keinen Bock auf das Game gerade und so. Und dann, das ist halt so. Manchmal braucht man halt einfach dann. Auf mal frischen Wind und die bringen auch frische Ideen mit rein, vielleicht auch. Macht schon Sinn. Das sehe ich auch so. Das ist ja nicht mal, also ich meine, ich kann das ja auch nachvollziehen, ne, weil jetzt wird schon wieder gesagt, Meckerkopf so, aber das ist halt auch, ich,
Wisst ihr, so dass mein Gedanke hat, man zieht sie ja auch irgendwo in die Pflicht so ein bisschen, ne? Und das Ding ist ja, wenn ich mir jetzt überlege, nehmen wir einfach mal Herrn Sven Zelinski, weil der ist ja noch da, ne? Der hat einfach mal ehrenhalber von mir damals ein Schwert gekriegt und ist halt auch ein Weltklasse-Mod, so in meinen Augen. Aber dem zum Beispiel willst du nach 46 Monaten auch nicht das Ding aufdrücken, dass der noch hier zugucken muss, ja? Also, habt ihr das auch manchmal, dass ihr sagt so, naja, vielleicht mal einfrischen oder zwei so, die noch gerade nicht so lange dabei sind, die dann noch Bock haben? Macht ihr euch darüber auch Gedanken? Also ich habe da wirklich intensiv mal drüber nachgedacht. Einfach nur, um nicht um denen jetzt den Rang abzulaufen, sondern einfach so als Entlastung mal zu sagen, ey, okay, ihr könnt jetzt wirklich mal 2 Monate, bis sie dann ausgelutscht sind, könnt ihr erstmal einen ruhigen machen, so ungefähr, ja? Ich frage einfach, sag ich, wie sieht's aus? Braucht ihr Unterstützung? Ich habe momentan so das Gefühl, dass ihr Unterstützung braucht und dann heißt es, weil ich finde neue Mods finden schwer. Mhm. Ich finde das unglaublich schwer und man mag gar nicht glauben, wie sich Menschen, die man vielleicht schon ein Jahr lang im Chat kennt, wenn du denen auf einmal so ein Schwert in die Hand gibst, dass die auf einmal denkst, du hast jemand anderen da drin. Das ist der, wenn du dem Bauern eine Krone gibst und er dann zum Tyrannen wird, so. Also, weißt du, das habe ich halt auch schon gehabt, dass dann welche so total die sind auch jetzt nicht mehr Mods und nicht mehr da, die dann einfach unangenehm werden. Ich find's schwierig. Ich habe so in der Anfangsphase so ein, zwei schlechte Griffe, was Mods angeht, gehabt und schwer. Darf ich kurz was sagen? Mhm. Oder möchtest du noch, Slabby? Nee, doch. Du? Okay. Mods sind die most underrated things in a stream. Mit den Mods, das ist wie mit Kavala in Arma, altes Live. Mit den Mods steht und fällt der Stream. Das ist einer der wichtigsten Bausteine überhaupt in einem Stream. Finde ich. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Weil die Chat, also auch die Chatkultur hängt nach einer gewissen Größe oder bei einer gewissen Größe, je nachdem, ist bei jedem unterschiedlich, ne? Bis der Streamer nicht mehr seine volle Aufmerksamkeit darauf hat, damit fällt und steht der Stream. Das ist das Wichtigste überhaupt in einem Stream, finde ich. Ja. Scheiß auf deine ganzen Gimmicks, scheiß auf alles, was du hast. Das ist das wirklich, und ganz ehrlich, auch wenn ich zu meinen Mods manchmal nicht so gut bin, ich liebe meine Mods und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich diese habe und ich mir keine Gedanken machen muss, was in meinem Chat passiert, egal welcher Mod da ist. Sei es drum, ob es der Doktor ist, der Zelinski, Askodönchen, Andy, Seger, wie sie alle heißen. Oh, das ist mir gerade eben mal bewusst geworden, also wirklich bewusst geworden, wie wichtig das mittlerweile eigentlich ist. Ja, man sagt auch, die Mods sind die Säulen einer Community und so ist es halt. Haben sie auf der, haben die ganz, ganz großen Streamer auch schon bereits auf der TwitchCon 2016 oder so haben die das gesagt. Mods are the pillars of the community. Und so ist es halt. Weil, ja, wenn die Mods halt nicht da wären, überlegt euch das mal. Da wäre Anarchie. Naja, das jetzt auch nicht, denn wer ist Hub-Modus an? Ja. Mhm. Bei mir haben sie zwar nichts zu tun, aber sie sind gute Freunde und von daher macht das auch Sinn. Ihr habt Möglichkeiten, was Nettes zu sagen zu euren Mods. Tut's doch einfach. Habe ich auch gerade. Ich sag das öfter meinen Mods, okay, dass ich den einfach mal schreibe und sag Dankeschön, dass ihr da seid. Das ist, also gerade bei mir ist es halt Sweet und Vögelchen. Ne? Das sind schon die zwei, da ist und Herr Doktor. Der Mod bei dir? Ja, Herr Doktor ist Mod bei mir. Warte, der hat sich überall hochgeschlafen. Ey. Hat er dir auch eine Playstation geschenkt? Was? Da gibt's eine Playstation? Oh Mann, ich hab das für lau gemacht. Wow. Ich hab eine Geschenk gekriegt. Abzug, Sally. Ja. Oh Mann, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der ist schon seit über einem Jahr. Oh Mann! Entmodde ihn halt für irgendwas. Entmodde ihn halt einfach und sag, ey, der Dicker hat eine Playstation gekriegt. Was ist mit mir jetzt? Nein, ich bin zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. Also es ist, die nehmen mir wirklich sehr,
sehr viel Arbeit ab, auch Offstream-Arbeit, ob das Highlights schneiden sind, das ist Kommands schreiben etc. Das ist wirklich, die setzen sich daran, die gucken, wie das funktioniert. Wenn ich sage, Mensch, ich brauche einen Timer, dann wird sich darum gekümmert. Ich muss eigentlich nur sagen, was ich brauche. Und es wird sich sofort gekümmert. Und das ist sehr gut auf jeden Fall. Das ist fantastisch. Ja. Wirklich. Ich hab mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon überlegt, ob ich eine Woche lang so zum Beispiel mal alle Trinkgelder einsammle und die dann unter allen verteile. Und mir schon zigtausendmal gedacht. Das Problem ist, dass man so viele Prestige-Mods noch dabei hat. Eben genau, weißt du? Das ist das Problem. Und dann hast du welche, die ganz selten da sind und ja. Wie machst du das jetzt am fairsten? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann müsste ich mal die ganze Liste mal aufräumen und die ganzen Prestige-Leute mal... Das ist eine gute Idee, scheiß drauf, im März machen wir das. Wir schmeißen alle scheiß Prestige-Mods raus, wir legen das jetzt fest und dann machen wir ab März immer eine Woche lang jedes Trinkgeld für die Mods. Scheiß lass dir noch einfach, kannst du theoretisch ein Tool programmieren lassen. Nein. Oder halt, geht alles. Ja, lässt den Tool programmieren, also das musst du natürlich bezahlen, wo du halt dann beispielsweise eine Namensliste vorgibst und dann guckst du halt, wie viele Nachrichten wurden geschrieben, wie oft war derjenige da und so. Nee. Und das kannst du ja verteilen, geht ja auch theoretisch. Nee, das ist mir schon wieder zu anstrengend und zu viel. Aber das, was Dizzy gerade gesagt hat, das geht mir schon so... Das geht mir so lange schon durch den Kopf, weil das halt, ganz ehrlich, aber also selbst wenn es Freizeit ist... Ich habe schon einen Weihnachtsbonus bezahlt. Echt? Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Ich steck den immer nur so klangheimlich immer Sachen zu. Ja, weil ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, okay, ich werde das mal ausprobieren. Ich sage euch, wie das läuft, okay? Entmoddest du alle anderen Prestige? Ja. Es gibt so einen Knopf, den man drückt, ne? Und dann sind instant alle Mods entmoddet. Weg? Ja, es gibt nee, diesen... Nee, das mache ich nicht. Ich mache das alles von Hand und sortiere das aus. Zähle ich als Prestige-Mod bei dir? Nee, ja. Aber du behältst deine. Also nein, das mache ich nicht. Ich weiß ja nur, wer meine Aktiven sind. So. Aber ich glaube, ich werde das machen im März. Wir machen jetzt eine Woche im März, das und wenn irgendeiner nur ein Spielkey kriegt, so dass jeder vielleicht ein Spiel kriegt im Monat oder so, aber hey und weh, ihr wehrt euch dagegen, ihr Mods, dann gibt's aber Dresche, sag ich euch. Der macht sich so viel Gedanken, der Mann. Ich mache, ohne Scheiß, ich mache da wirklich sehr viel Gedanken. Ist aber so, ja. Weil auch irgendwie... Es ist halt, auch wenn es deine Freizeit ist, ne? Du musst dir den ganzen Tag, also ich nenn's jetzt mal so, Chat, ich hab euch lieb, ja, aber du musst dir den ganzen Tag diesen Reis durchlesen, der da steht. Und dann musst du das ausfiltern, dann musst du dich mit PMs rumschlagen, wenn dich einer Hurensohn nennt, deine Mutter vergewaltigen will oder was auch immer der alles machen will. Und das musst du, ich finde einfach, und das meine ich jetzt wirklich ernst und das sage ich nicht, um zu schleimen oder irgendwas zu sagen, Mods sind wirklich die underrated, also die sind wirklich so underrated und man gibt ihnen nie irgendwas zurück, also ich zumindest nicht. Für mich, also bis zu dem Punkt, bis jetzt eben gerade, wirklich, hätte ich niemals tagsüber auch nur vielleicht 2 Minuten dran gedacht, oh, wie geht's eigentlich deinem Mod? Und wie haben die das jetzt eigentlich schon 40 Monate ausgehalten? Aber jetzt gerade trifft's mich wieder wie der Blitz beim Scheißen, wo ich sagen muss, ey, nee, ich sitz auch und mach das nicht für lau so ungefähr, ja? Nee. Im März, Mods, alright? Im März. Eine Woche geht alles, was Trinkgeld ist, an euch und das machen wir jeden Monat. Bam, das lege ich jetzt fest. Und ich suche die Mods raus, ich schreibe die auf und dann wird das gemacht. Und dann kriegen alle Aktiven von mir irgendwas zugesteckt, ob ihr das wollt oder nicht. Bam. Schnacken wir nachher noch über das Konzept, mir gefällt das nämlich auch sehr. Ich bin da schon seit Ewigkeiten, seit Con Carnage und ich finde das auch super. Das ist eine schöne Idee. Ich bezahle sie mit Liebe. Oh. Aber an deinem Hühnerhakenkörper ist doch nichts dran. Naja, nicht körperliche Liebe. Ach so. Wie nicht körperliche Liebe. Seelische. Sehe ich nicht. Freundschaft. Wie? Du bezahlst mich mit Freundschaft? Du bist Prestige-Mod. Aber ja, ich bezahle dich auch mit Freundschaft. Natürlich bist du Mod bei mir. Echt? Du warst schon lange nicht mehr da. Du bist auch Mod bei mir und ich bin Mod bei dir. Ja, bei dir schreibe ich ab und zu mal. Das hat sich aber auch so verflüchtigt irgendwie, ne? Kann man sagen, also habt ihr so, auch du, Cyrus, habt ihr so Leute, mit denen ihr früher so, ich hab Sali zum Beispiel immer morgens um 11 geguckt. Hab ich morgens immer geguckt, so, als wir sie halt damals, als sie zu uns gekommen ist,
habe ich jeden Morgen geguckt. Slabby habe ich damals bei Minecraft-Spielen zugeguckt, aber irgendwie, ich gucke gar nicht mehr. Also wirklich gar nicht mehr. Keine Sekunde. Also ich habe auch mittlerweile, also ich habe nichts Festes, wirklich, was ich gucke, muss ich sagen. Also ich gucke halt mal da rein und ich habe halt auch zig Subs am Laufen so. Auch bei den meisten, die auch bei mir dann gesubbt sind halt und so. Aber ich habe eine Tradition mittlerweile. Seit gut einem Monat oder so, jeden Resub, den ich raushau, hau ich immer ein kleines Gedicht raus. Jedes Mal. Über fast alle Zeichen hinweg. Das habe ich mir mittlerweile angewöhnt. Also jeden Resub, den ich mache, hau ich immer ein kleines Gedicht raus irgendwie, in irgendeiner Form. Auch bei dir letztens, Nils, glaube ich, oder? Mhm. Ich meine, auch bei dir war das, ja. Einfach so, just for fun. Also irgendwas Kleines halt, jetzt nicht irgendwas, ich brauche dafür meistens so 30 Sekunden bis eine Minute, dann habe ich das Ding fertig. Also einfach nur ganz schnell runtergeschrieben, so irgendwas, was dann vielleicht auch so, man glaubt gar nicht, wie viel Positivität das auslöst. Ich nehme dann einfach das, was der gerade macht und mache daraus ein kleines Gedicht so und dann freut man sich einfach. Das ist einfach lustig so, weißt du? Mhm. Das habe ich mir angewöhnt. Hat mich super gefreut. Die erste Frage, die mir in den Kopf geschossen ist, war, ist er nicht ganz dicht? Aber gefreut habe ich mich trotzdem. Ja, es ist halt belustigend, ne? Ja, das ist klar. Ist mir sogar so eingefallen, so am Rande. So, das habe ich mir mittlerweile angewöhnt, aber so wirklich fest gucken mache ich nicht. Ich gucke dann mal da rein, sie so, ach, guck mal, das hat jemand gerade auch MAW, dann war ich auch jetzt mal da und habe dann mal geschrieben wieder und so. Ich lurk aber auch viel einfach, weil ich keinen Bock habe, immer dieses, wann streamst du mal wieder und so? Service, wann kommst du wieder on? Dann so, das geht mir immer auf den Sack. Antworte ich gar nicht drauf. Oder schreibe mir, musst du mal so, das macht man nicht. Also mich nervt das immer. Ich habe 3 Streams, die ich gucke und das sind die Biber, Sally und Dizzy. So. Alle anderen, da gucke ich kurz rein, bin aber wieder weg, weil ich keine Zeit habe oder so. Ja. Sally lasse ich immer im Hintergrund laufen morgens, wenn ich mich fertig mache. Passt auch ganz gut, dass sie jetzt ein bisschen eher anfängt immer. Guck morgens immer Mocker. Aber auch nur, weil ich pöbel den nur voll. Ich gucke seinen Stream gar nicht. Also ich mache ihn die wirklich nur voll. Einfach nur Chat einfach kurz draufgehen, Chat pop out, Stream zumachen und so. Ey, Mocker! Nee, ich höre schon zu, aber ich mache ihn nur voll, die ganze Zeit. Also ich habe, glaube ich, die letzten paar Wochen nichts Nettes gesagt. Eigentlich nur zum Stecken da. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob man sich das irgendwann wann abgewöhnt oder so. Holly, ich glaube, also ich ziehe immer das zu Rate, was Holly immer sagt. Irgendwann ist einfach der Zauber weg, weil man sich persönlich kennt. Habt ihr das auch? Dass wenn ihr jemanden persönlich kennt, ich kann mir zum Beispiel, ich kann mir auf Biegen und Brechen, ich kann mir Sascha nicht mehr angucken. Seitdem ich kann da keine, also ich schaffe 10 Minuten, damit wir so schnell unsere Basics klären, falls es mal nicht anders geht, aber ich kann keine länger als 10 Minuten, ich kann es nicht mehr gucken. Also seine Musiksession schon, und ich muss zugeben... Ja gut, da sagt er ja auch nichts, da spielt er Musik. Hält den für die Schnauze! Im Auto läuft nur Sascha, also... Ja. Vielleicht ist man manchmal so ein bisschen übersättigt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das so. Naja, jetzt guckst du mal woanders, aber ich muss zugeben... Ja gut, bei Dizzy habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr so richtig... Doch, jetzt zieh's auf die... Da habe ich reingeschaut. Das fand ich gut mit Fishy und mit Stay. Da war ich, das fand ich gut. Aber doch, es gibt schon viele, wo ich schon seit 2 Jahren regelmäßig zuschaue. Und dann streamen die vielleicht nicht mehr so regelmäßig und dann gucke ich woanders und dann verlagert sich das so ein bisschen. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich, wir haben auch einfach so, viele Leute denken über das Vollzeitstreamer. Ja, wird bezahlt zum Zocken und so, das Thema hat ihr wahrscheinlich auch hier schon 10.000 Mal. Aber im Endeffekt, wir machen ja auch viel einfach drumherum. Also, das, was die Leute halt nicht sehen um den Stream herum, es ist halt nicht nur Kiste an, Kiste aus, Feierabend, sondern wie viel man einfach noch nebenbei macht. Und ich habe einfach gar nicht mehr die Zeit. Ich habe meistens irgendeinen Stream im Hintergrund laufen, außer wenn ich jetzt gerade halt irgendwas mache, wo ich gerade wirklich auch hören muss oder so, wo ich gerade im Gespräch bin, dann habe ich es natürlich aus, oder den Sound aus zumindest. Aber, so als Vollzeitstreamer habe ich persönlich nicht so wirklich die Zeit dafür, muss ich sagen. Also die fehlt mir an vielen Ecken. Okay, oder ich investiere sie anderweitig. Jetzt muss ich aber auch zugeben, alles, was ich konsumiere an Streams, ist, glaube ich, zu 98% habe ich das nebenher laufen. Ja. Also, dass ich mich wirklich so hinsetze und nur diesen Stream genieße, ist, das geht nicht. Weil ich einfach immer was zu tun habe, ob das jetzt... Das ist, dies ist, jenes ist, nee, aber nebenbei, es ist einfach, ich hab's nicht gerne ruhig in der Wohnung
Und Fernsehen kannst du da nicht antun. Radio höre ich nicht gerne. Und ich liebe es, in Streams zuzuhören. Game Sounds, es hört sich so blöd an, aber zum Beispiel Super Mario, diesen Sound höre ich schon einfach gerne im Hintergrund und die Musik oder. Ja, ich habe das dann einfach nebenbei laufen. Guck dann mal wieder hin und dann tue ich das, was ich halt gerade tue. Aktiv nur einen Stream schauen? Happy Hobbit, Dance Gaming, Sequisha und Holly. Guck ich, also ich gucke die aktiv. Ich sitze davor und schaue diese Streams. Holly schaue ich YouTube. Das ist so einer der wenigen, wo ich mir sogar, ich habe gestern wieder die YouTube-Videos, so ältere Sachen von ihm und so durchgeschaut. Holly, ja, den mag ich auch sehr gern. Da gucke ich auch so ein bisschen, vielleicht mal eine Minute länger. Ich will den nie persönlich treffen. Holly? Nee, will ich nicht. Und wenn ich ihn treffe, gebe ich ihm nicht die Hand, ich gehe einfach an ihm vorbei. Ich will, also das ist wirklich so ein Mensch im deutschsprachigen Raum, den Zauber möchte ich nicht, dass er verschwindet. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe keine Ahnung, wo der jahrelang war. Also den mag ich wirklich unglaublich gerne. Ja. Scheiß die Wand an. Der war schon hier und dann habe ich mir mal intensiv seinen Stream angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm ist, ob er in meinen Schlüpfer redet, ob ich einen Ständer kriege dabei oder so. Ich weiß es nicht. Aber, oh Gott. Das ist genauso ein Schambolzen wie Sequisha. Das ist, oh. In die Oberlippe bin ich so verliebt, oh. Aber also das habe ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in meiner ganzen Zeit Twitch, habe ich das in mir selber noch nie gehabt, so. Ich meine, ich gucke gerne Dance Gaming, also sehr, sehr gerne. Ich schaue Man vs. Game, so. Und Dan ist auch immer noch so mein Ding, ne? Vielleicht ist Sequisha und Holly vielleicht nicht Dr. Disrespect, die fetteste Show machen, ne? Aber ich finde, dass sie für mich selber also gerade Sequisha mit so seine natürlichsten Gimmicks hat, ohne Show, die wirklich, ich bin mittlerweile so begeistert von Dingen, wo das Ganze wie so eine humane Masse aussieht, was du auf dem Display siehst. Sowas wie bei Kokanisch zum Beispiel. Nur das Kokanisch finde ich persönlich, dass das nicht meine Persönlichkeit ist. Das ist alles in einem Guss. Alles, was der hat, ist in einem scheiß Guss. Der macht den Stream an, der macht den aus und der ganze Stream war 8 Stunden lang in einem Guss. Das Overlay war im Guss. Witze on point. Mods on point. Und so ist das bei Sequisha, ist das für mich auch. Bei dem ist alles in einem Guss. Das geht so über, das ist eine Show, die nicht eine Show wie eine Show wirkt, sondern einfach so, da spielt einer Computerspiele und nebenbei passieren kleine Gimmicks. Das ist der Wahnsinn. Und solche Streams finde ich momentan die unglaublich schön, die so reingehen wie Zucker. Die gehen so, Also wenn ich aktiv was gucke, muss ich sagen, gucke ich tatsächlich nur noch YouTube. Weil ich da wirklich aktiv von Anfang bis zum Ende was verfolgen kann. Wenn ich in Stream reingehe, dann lasse ich den tatsächlich, so wie Sally gesagt hat, den einfach nur noch links nebenher laufen und mache halt selber was am anderen Bildschirm. Oder ich beteilige mich halt gerade am Chat und trolle die Streamer halt so ein bisschen, so wie eben Mokka oder Kupi halt. Die kann man gut ärgern. Die ärgere ich gerne. Oder eben Sally ärgere ich auch manchmal gerne. Bis sie dann sagt, jetzt nicht mehr. Und dann halt aus ist Levy! Und das war vor ein paar Tagen, ne? Ja. Vor ein paar Tagen war da was. Ja, ich erinnere mich. Irgendwas war es, egal. Ja. Jetzt nicht. Shrug-Emote und ein. Und dann ist alles wieder gut. Oh, wow. Nee, aber Sally und Stefan sind halt zu Hause für mich. So, wenn ich die anmache, das ist halt so, da fühle ich mich gleich wohler halt in meinen eigenen 4 Wänden, noch wohliger. Aber das, weil ich die beiden halt liebe. So. Oh. Aber sonst, glaube ich, also ich würde nicht jetzt aktiv einen Stream Vollbild machen und nur diesen Stream verfolgen, ohne Chat. So, das, einfach nur das, gucken, wie er spielt. Fällt mir gerade so ein, das mache ich ab und zu, wenn ich esse. Dann gucke ich aktiv einen Stream. Weil ich dann nebenbei eh nichts machen kann, außer halt essen. Ja. Und nicht jetzt gerade hier irgendwie ein Video schneide oder sonst was. Also ich mache meinen Stream an und ich muss, während ich was esse, muss ich entweder, weiß nicht, Netflix schauen oder so, oder halt, gucke ich mit Stream an, je nachdem. Da gucke ich aktiv Streams.
Währenddessen. Oder wenn ich jetzt halt, weiß nicht, wenn ich jetzt gerade irgendwas hier am Machen bin und da passiert gerade was Interessantes, dann kann auch schon mal sein, dass ich halt dass ich halt rüberblicke und dann halt so, ja, jetzt gucke ich halt dann, ja, das sieht interessant aus und dann gucke ich halt, dann gucke ich aktiv den Stream. In diesen Momenten. Aber das sind halt immer nur so Momentaufnahmen. Ich würde jetzt nicht halt das 6 Stunden am Stück machen oder so und wirklich wie damals Fernsehen oder so. Sondern ich muss immer was nebenbei tun eigentlich und ab und zu geht dann immer die volle Aufmerksamkeit auch rüber so. Je nachdem. Aber so ist das bei mir, wenn ich halt Stream schaue. Kommt, jetzt überlege ich gerade so, es kommt ein bisschen auch aufs Spiel drauf an. Ach So, ich so. habe die Streamer, die ich einfach gerne höre, aber zum Beispiel morgens, war ich jetzt bei, die letzten 2 Morgen war ich bei Sandcool, weil er Crash Bandicoot gespielt hat. Und da habe ich sogar bei dir auch zugeguckt. Das ist ein Spiel, da setze ich mich so hin und freue mich. Ja, und ich, ja. Also das Boah. ist so, die Verzweiflung im Gesicht. Ich verstehe es, warum die Leute das gerne sehen. Ich gucke mir das auch Ja. gerne an, ne? Und wenn sie es dann schaffen, ist ja super, aber es macht halt auch mal Spaß, das zu sehen. Es Danke, dass du ist, es gerade erinnert hast. Ich musste gerade wieder daran denken, wie ich 11,5 Stunden für diesen verkackten ersten Teil von Crash Bandicoot Remaster gebraucht habe, ne? Und danach habe ich in 8,5 Stunden die anderen beiden Teile zusammen durchgespielt. So schwer war der erste Teil. Ich habe teilweise so daran gehangen und geflucht, ne? War fürchterlich. ja, Aber auch gleich. wahrscheinlich fürchterlich lustig so. Das Also, ist, finde ich, witzig. das Da habe ist, ich. das ist, ja. Also solche Games zum Beispiel finde ich auch extrem gut zum Streamen. Ich mag auch zum Beispiel unglaublich gerne sowas wie Dark Souls oder so zu streamen. Weil einfach die Leute, die stehen darauf, wenn der Streamer halt versagt und wenn er sich die Zähne ausbeißt, um dann zu gucken, wie cool er zum Beispiel bleibt. Und, Ja gut, aber ich muss sagen, nach 4 Stunden Friede, ne, häkel ich dann auch etwas intensiver und schaue etwas weniger Nee, 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 schon klar, aber es ist halt, ja, sag mal so, wenn du jetzt den gleichen Boss hast und du musst den 20 Mal, da ist mindestens, egal wie cool jemand ist, mindestens bei ein, zwei Tries, die halt vielleicht gut waren oder so, kommt dann halt so ein kleiner Rage-Moment oder so. Darauf Nee. warten die Leute, glaube ich. Nee? Mm-mm. Gar nicht? Komplett cool alles? Dafür haben Leute mich damals geguckt, weil sie genau das sehen wollten und das nie passiert ist. Wenn ich das Taktik. will, kann ich das machen, aber mittlerweile mag ich doch lieber ein bisschen lauter sein, weil es einfach unterhaltsamer Oh, ist. ich erinnere mich daran, wir hatten, ich glaube, ich hatte Wetten laufen, wie lange es dauert, bis ich bei Crash Bandicoot anfange zu fluchen. Und ich bin ein tiefenentspannter Mensch, gerade Dark Souls und sowas. Alle anderen schon so, oh, ich würde ausrasten. Und ich, bringt ja nichts, ne? Wenn ich, das war mein Fehler. Es liegt ja nicht im Spiel und dann bringt das nichts, mich darüber aufzuregen. Ich glaube, bei Crash hat es 15 Minuten gedauert. Wow. Da habe ich schon, ja, es war so eine blöde Stelle und ich habe, glaube, 4, 5 Mal an der gleichen Stelle gesagt, willst du mich verarschen? Ja, und dann bin ich ein bisschen, da habe ich schon angefangen, wirklich zu fluchen. Oh. Kann passieren. Also ich glaube, Ja. ich hab noch nie bewusst geflucht, weil ich fluchen wollte. Das Jetzt kann ich nicht, das kommt da aus dem Moment hört sich raus. lächerlich an, Hä? glaube ich. Ich glaube, man hört sich lächerlich an, wenn man das will. Nee, das ist einfach so. Muss aus dem Bauch Also Getting herauskommen. Over zum Beispiel wird mir immer nachgehalten, dass ich da geraged habe. Ich habe da nie geraged. Ich wurde einfach nur laut, weil es witzig ist. Also, weil es wirklich witzig ist, einfach mal ganz kurz Dampf abzulassen. Man braucht das. Ja, eben, man muss Danach halt funktioniert einfach es ja kurz mal wieder. Platz Aber machen, so. muss ja kurz mal. Und dann geht's wieder. So. 10 Minuten lang. Dann kommt die nächste Mal Stelle. ganz kurz 10 Minuten, ja, für die Stelle, die 1 Minute gebraucht hat. So, ah! Ja. Tut schon ganz gut auf jeden Fall in den Momenten. Ich fluch gerne. Laut. Bei allem. Auch bei Dark Souls. Auch da, wenn ich 6 Mal durchgespielt habe und im 7. Playthrough bin und verkacke, weil ich mich doof anstelle, schrei ich trotzdem rum. Mag das. Ich brauche das. Aber es ist nicht so schlimm wie bei FIFA. Von daher kann ich das noch spielen. Bei Dark Souls hältst du die Klamotten an, aber bei FIFA dann nicht. Genau. Okay, habe ich verstanden. Ich war ich ein Grün. Das ist das wichtigste Feature bei Slabby eingebaut. Grün werden bei FIFA. Ja, macht Sinn. Da ist eine schöne Frage im Chat gerade, die würde ich gerade aufnehmen, wo wir dabei sind. Wie viel Hardware habt ihr schon zerstört? Über welchen Zeitraum gesehen? Seitdem ich spiele. Also ich habe früher, da gab es ja noch diese fetten Röhrenfernseher, ne?
habe früher immer gegen meinen Röhrenfernseher geboxt. Nicht aber dein bewusst, Ernst. Bewusst nicht mit dem Controller, sondern wirklich einfach mit der Faust. Ich habe wirklich da komplett so gegen geboxt. Also jetzt nicht hier irgendwie einer auf Rocky dagegen geboxt, sondern wirklich so, ah, bam, Alter. Und dann, das war ganz, also da war ich 7 oder so. Weiß ich noch. Und seitdem nie wieder. Also durch Verschleiß, aber jetzt einfach wirklich zerstört, noch nie. Weil das alles Geld gekostet hat. Ja. Und da bin ich, nein, ich sehe, so viel Wut kann in mir nicht aufkommen, dass ich meinen Controller in den Bildschirm pfeffern würde oder wohin. Das passiert bei mir nicht. Das, so viel Wut habe ich gar nicht. Das kann ich loslassen, indem ich einfach, weiß ich nicht, ordinär fluche. Das ist für mich dann schon, das reicht mir absolut als Ventil für Wut, als etwas zu schmeißen. Auch in der Beziehung, im Streit. Ich habe nie Gläser oder Geschirr oder irgendwas geschmissen, abgesehen von Stiften. Aber, also nicht ja, aber nur um ihn zu treffen, aber nicht um das Ding wirklich zu zerstören. Das sind Sachen, die können nicht kaputt gehen. Nee. Mm-mm. Außerdem mag ich meine Sachen. Ich mag meinen Kontroll. Ich will nicht, dass es kaputt geht. Ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen, der Fernseher hat immer überlebt natürlich. Ne? Also ich habe den auch nicht kaputt gemacht. Ich habe auch noch nie was kaputt gemacht, so wegen Wutanfällen. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Also wenn ich mal kurz aufzählen darf. Ein Xbox 360 Controller, eine Tastatur, zwei Mäuse und ein USB-Kabel. Hast du das so das richtig zerschlagen, wie ich mir das jetzt vorstelle? Nee, die sind halt immer nach und nach kaputt gegangen. So die letzte Maus jetzt zum Beispiel bei Getting Over It, da habe ich es überhaupt nicht verstanden, weil da bin ich kurz ausgerastet und habe sie so 20 Zentimeter, die war halt so Funkmaus, 20 Zentimeter halt über den Tisch gerollt. Und die ist dann vor dem Bildschirm halt ist zum Stehen geblieben. Dann habe ich sie genommen, habe sie aufgestellt und 2 Stunden später ist sie dann kaputt gegangen. So, dann ging nichts mehr. Aber sonst so, ich habe immer auf die Tastatur gehauen, dann ist halt irgendwann die Leertaste kaputt gegangen, die wollte nicht mehr runtergehen. Dann bei den Xbox 360-Controllern waren die Vibrationsmotoren offensichtlich noch nicht ganz so stabil verbaut. Die waren dann irgendwann halt kaputt, weil ich mit dem Controller halt immer auf den Tisch gehauen habe. Und das Kabel ist halt kaputt gegangen, weil wenn ich halt einen Controller in der Hand habe und es wegschmeiße, aber das an einem Kabel noch hängt, dann geht halt das Kabel eher kaputt als der Controller. Controller kommt dann wieder zurück, wie so ein Bungee halt. Ja, das. Ich habe hier auch 7 Macken auf dem Tisch noch vom Dark Souls 2. Der Tisch ist schon ganz schön alt. Nö. Also ich habe... Ich habe es geschafft, in 32 Jahren... ein Handy kaputt zu machen und das war auf der Baustelle. Aus Wut? Nee. Aus Versehen. Das zählt nicht, ja. Dann habe ich in meinem Leben wirklich in der Tat noch nie was zerstört. Also haben wir 3 friedfertige Menschen und Slabby. Und Slabby haben wir, ja. Also mir ist schon passiert bei einem PlayStation 3 Controller, darum rede ich von Verschleiß, und er war danach zerstört, dass durch diese Drehung hat sich. Hier, der Steg hat sich so abgenutzt, dass das dann halt abgegangen ist. Sali, du musst mal deine Voice-Sachen neu starten. Nestet? Ich persönlich mag aber halt Rage. So, ich gucke zum Beispiel Excessive Profanity auch immer mal wieder ganz gerne. Ja. Und der haut halt ständig Sachen kaputt. Wenn er sich über irgendeinen Idioten im Chat aufregt, dann haut er halt auch, boxt er gegen die Kamera. Und die fällt dann halt runter und dann sieht man seine Decke statt ihn halt. Kurz oder so. Ich finde das unterhaltsam. Ja, das kann ja auch ein Unterhaltungselement sein. So, absolut. Ja, kann ja auch ich sein. Ich beleidige niemanden oder so. Nein. Sondern ich dann halt mal auf den Tisch. Dann wäre es doch nicht mehr lustig. Ja. Aber natürlich kann man sich darüber auch, kann man das auch als Unterhaltungselement irgendwie verbauen. Guck dir mal Sekil an zum Beispiel, falls ihr den kennt. Klar. Ich habe auf der Gamescom, habe ich 1,5 Stunden mit dem außerhalb von der Twitch-Partner-Lounge ganz alleine mit dem gequatscht die ganze Zeit über alles Mögliche. Mit wem? Und mit Sieg. Sieghiel, der dritte. Ah, Sieghiel. Ja. Ja, einfach nur Sieg halt. Der ist halt, das ist immer schwer, den zu benennen, weil die meisten kennen ihn als Sieg, aber wenn halt so, wirklich musst du fragen, so, ja, Sieghiel, der dritte auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein super tiefenentspannter Mensch, super korrekt und so, wenn ihr den auf den Streams seht. Der ist super Moderator auch und so, aber auf den Streams,
da macht er das extra so ein bisschen, so dass er so ein bisschen mehr ragey ist, einfach auch wegen diesem Unterhaltungselement. So ist es halt. Also ja, das gehört dazu. Und das ist ja auch, es ist ja auch überhaupt kein, kein schlimmes Ding dabei. Also nee. Man sollte halt vielleicht nicht so weit gehen, dass man die Sachen kaputt macht. Das ist dann vielleicht, muss ja jeder selber wissen, aber das ist dann vielleicht etwas blöd. Hey Leute, wir machen den Stream jetzt aus nach 1,5 Stunden, weil ich habe meinen Controller gerade gegen die Wand geschmissen und der ist explodiert. Oder so. Passiert? Ja, Verschleiß. Verschleiß eben. Sag ja. Köln und dann hast du das. Easy. Sag was? Sag Köln und dann hast du das. Oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh, jetzt sind wir vertauscht. Ist egal, ist nicht so schlimm. Ist gleich gefickt. Leute. Oh wow. Warte mal, wer bin ich jetzt? Ich bin jetzt Slapstick. Slavy ist jetzt Sully. Und, oh ne, ist schon wieder gefixt. Was? Verdammt! Ich wollte doch gerade gucken, wer ist. Schade. Wow. GG. Das ging schnell. Also Lob und Respekt an die wundervolle Regie hier. Krass, oder? Dicker Shit. Absolut. Ja, gib mein Song. Ja. Ja. Jetzt geht alles, ja. Wunderprächtig. Also ich weiß nicht, wie so euer Befinden ist, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, wir kommen so langsam zum Ende. Ich weiß nicht, wie euer Bauchgefühl ist. Ich frag mal so in die Runde. Jo. Nicht zum Ende, sondern zu den... Twitch News, meine ich ja. Also, dass wir... Ich hätte dich fast vergessen. Ich bin... Okay, ich lüge nicht. Ich hätte ja Schluss gemacht. Aber das ist... Oh Gott, jetzt geht's ja noch eine Stunde. Let's go. Okay, ich bin ready. Können wir kurz Pipi machen vorher? Gerne. Bin dafür. Weil das wird, glaube ich, jetzt ein Ding. Na dann. Ich muss mich schon ein bisschen im Zaum halten, dann, glaube ich. Bin länger auf Klo. Also, Leute, da draußen, ihr wundervollen Menschen, falls und ihr Lust habt, könnt ihr runterscrollen. Da kommt ihr zu Twitter. Da könnt ihr uns, wenn ihr Lust habt, eure Fragen stellen. Wir haben uns Discord angeschafft. Da könnt ihr auch drauf kommen. Da könnt ihr eure Gäste vorschlagen. Falls ihr da mitreden wollt, könnt ihr das da auch tun. Belebt das Ding. Blüht auf, diskutiert mit uns und habt Spaß. Wir sind alle da. Also ich nehme sowieso immer aktiv teil, auch an Discord. Slappy und Sali sind auch immer da. Let's go. Alright? Füllt die Hütte. Bis gleich. Pipi. Also. Twitch New.
Hallo! Wow! Wir sind wieder da. Hi. Flabby, it's your turn, baby! Und Chad, let's go! Let's go! Piep, 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 piep. Meine Damen und Herren, es ist 23.13 Uhr. Hier ist der 61. Plankenschnack mit den Twitch News. Heute viel. Heute viel. Tatsächlich. Und zwar fangen wir mal mit den kleinen Sachen an, oder? Würde ich sagen. Es sind mobile Twitch Extensions in Planung. Es läuft, glaube ich, aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe, die Dev-Beta, die Developer-Beta. Das heißt, die Extension-Developer können bereits ihre Extensions, die sie schon in auf Twitch in der Mobile, in der Web-Version drin haben, ummünzen auf die Mobile-Version. Man kann sie sich tatsächlich sogar schon angucken auf bestimmten Seiten. Sie sehen sehr interessant aus, falls ihr euch das also interessiert. Da könnt ihr euch Screenshots angucken. Die werden anders funktionieren als... Was denn? Nee, ich wollte nur schnell jemanden verabschieden, der uns als Loser tituliert. So, wen interessiert der denn? Ich hab den Satz nicht verstanden. Ja, weiß ich nicht. Deutsche Sprache ist halt auch nicht so einfach. Aber ist schon okay. Psst, Satzzeichen weiter. Und so. Ja, weiter. Ja, Schulbildung. Kann man sich Screenshots angucken. Die sehen ein bisschen anders aus als die Extensions aktuell in der Web-Version. Und zwar werden die nicht so funktionieren, dass die in den einzelne Panels eben einnehmen werden, sondern sie nehmen den Chatbereich ein. Also wenn ihr jetzt die Mobile-App vor Augen habt, oben ist ja der Stream, unten ist der Chat und dann kann man nämlich neben dem Chat, neben dem Hauptraum auch sich dann die Extensions anklicken. Immer nur mit einer dann quasi rumspielen. Also falls ihr Extensions nutzt. Ich habe zum Beispiel die Spotify, was gerade gespielt wird im Hintergrund, Extension drin, dann kann man mal eben schnell darauf wechseln, gucken, was sagt die und dann wieder zurückwechseln. Moment, Panel Extension jetzt? Oh, das ist eine Panel Extension, oder? Ja. Ja also, genau. Du nutzt aber keine Overlay Extension zum Beispiel. Nein. Okay. Dafür würde ich mir halt eine Mobile. Ich habe jetzt halt dieses Smart Click Maps zum Voten und so, wo die Leute einfach im Stream reinklicken können und das geht zum Beispiel auf Mobile und so nicht. Das wäre cool. Ja. Das würde ich feiern. Dafür habe ich auch noch nichts gefunden. Also ich glaube, sie meinen tatsächlich bis jetzt nur die Panels. Ah, okay. Macht Sinn. Genau. Dann, ich weiß nicht, habt ihr einen Link schon gepostet? Ja, ne? Wie ein ja. Anonymous Narwhal. Dann gibt es neue Belohnung auf Twitch. Und zwar einerseits den Clip Champ. Was lachst du? Ich habe kurz Recherche betrieben bei unserem jungen Freund. Also. Die lohnt sich mal zu gucken. Wenn er so folgt, eben. Oder was? Psch, mach weiter, Entschuldigung. es gibt einerseits den Clip Champ, der bekommt eine extra Badge, wenn er gewisse Bedingungen erfüllt. Einige davon sind innerhalb von 4 Wochen 50 Aufrufe von seinen Clips in einem bestimmten Kanal. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Clips von hier in bei uns im Plankenschnack einen Clip macht und mehrere Clips macht und diese Clips über 4 Wochen hinweg 50 Aufrufe bekommen, was ja relativ easy ist, bekommt ihr eine Badge im Chat mit so einer Klappe, die euch eben als Clip-Champ ausweist. Und das ist nicht nur für einen, sondern das kriegen tatsächlich alle, die das erfüllen. Oh, wow. Das ist sehr, sehr cool. Das finde ich tatsächlich cool, weil ich mag Clips, aber die Leute machen da nicht so viele von in meinem Kanal, habe ich das Gefühl. Und jetzt werden sie vielleicht ein bisschen angespornt. Na gut, vielleicht ist aber auch der Content einfach uninteressant. Ah, lösch dich! Da war's wieder. Entschuldigung. Ah, schön. Dann, Top Cheerer gibt's auch. Nicht so, wie mit Ed Cheerer. Sorry. Wow, echt? Großartig, der war gut. Hey, warum lacht ihr Loser so laut? Oh Gott. und zwar gibt's, das kommt am Ende des Monats, das wird einerseits eine Top-Rangliste, Top 3 und Top 10 kann man quasi ausziehen, überm Chat
landet die. Und dann kann man sich die Top 3 Cheerer angucken, quasi die an dem Tag, oder nee, in der Woche, glaube ich, vermute ich zumindest, so klingt das bis jetzt, in der Woche die meisten Bits gecheert haben. Und dann gibt's auch Badges, so wie ich das auf jeden Fall auf dem Screenshot gesehen habe, für die Top 3. Für Leute, bei denen viel gecheert wird, ist das sicherlich von Interesse. Ja. Wollen halt Cheers fördern, dann macht ja Sinn. Ja, richtig. Wo ich lieber Subs fördern. Dann haben aber wir ja gut. Bald Cheerleader. Wow, okay. Das finde ich ja noch besser als Top-Cheerer. Oh, warum, oh, wow. Wow, Twitch. Oh. Das hätte man auch einfach. Oh, wow. Ja. Cheerleader ist super. Also ich bin dafür. Es kann auch sein, dass es einmal im Monat war. Ich konnte es aus der Information nicht genau rauslesen. Da stand nur, we will be resetted in 5 days. Ob das jetzt 2 Tage erst lief oder eben einen Monat schon. Genau. Das kommt Ende des Monats. Dann wurde jetzt eine super tolle Funktion eingeführt, die jeder benutzt, wie ich gesehen habe. Die Rooms, die quasi die alten Chaträume ersetzen. Also früher konnte man ja auch, jeder konnte sich einen Chatraum erstellen in Streams und konnte dann Leute dahin einladen. Dann konnte man neben dem Hauptchat mit anderen Leuten halt diskutieren. Das wurde jetzt quasi angepasst, dass der Streamer selbst jetzt eben Rooms einstellen kann. Das heißt, neben dem Hauptchat kann man jetzt einen Chat für Subs und einen Chat für Mods noch dazu tun. Ich denke mal, da werden noch andere kommen mit anderen Bedingungen. Das sind die, die es jetzt momentan gibt. Die sind sehr sinnlos, ehrlich gesagt, denn ich möchte nicht einen zweiten Chat haben, in dem nur Subs reinschreiben können, den ich dann nochmal extra moderieren muss oder extra reinlesen muss. Das weiß ich nicht, wo da der Sinn hinterliegt. Für größere Streams ist es vielleicht interessant, wo der Streamer, also bei Turnieren oder bei so diesen AGDQ Veranstaltungen zum Beispiel, wo dann Subs nur da reinschreiben können, obwohl AGDQ sowieso Sub-only drin ist. Da ist es vielleicht von Interesse, weil die Leute da eh nicht in den Chat gucken, sondern der Chat für sich autark funktioniert. Sonst sehe ich da nicht so viel Sinn. Auch die Mod-Geschichte, mittlerweile sollte jeder Streamer irgendwie seine eigenen Tools haben, wo er mit Mods im Chat auch mit kommunizieren kann. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie einen extra Raum, einen extra Chat neben meinem Stream noch am Laufen. Von daher eher nutzlos. Oder? Habt ihr das eingeführt bei euch? Nö. Nö. Dafür gibt es ja Discord. Eben. Dann wurden Premieren angepasst. Und zwar, wir haben ja berichtet in einer vorhergegangenen Sendung, dass die VODs quasi, also die man hochladen kann bei Twitch, angepasst wurden. Dieses ganze Premieren-System, habe ich das überhaupt kritisiert oder war das in einer der Folgen, wo wir keine Twitch-News gemacht haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch. Haben wir, ne? Genau. Und das habe ich sehr kritisiert, weil die sehr, sehr nutzlos war, diese ganzen Funktionen, eher Probleme mit sich gebracht hat und alle gezwungen wurden, sie zu nutzen. Da ist jetzt Twitch wieder einen Schritt zurückgegangen. Ab sofort gibt's keine Countdowns mehr in Premieren, die man sich dann im Nachhinein abrufen kann. Die wurden rausgelöscht. Und was demnächst kommen soll, ist, dass man jetzt wieder endlich Videos hochladen kann, die man nicht als Premiere planen muss. Also man kann einfach nur noch ein Video hochladen und es sofort zur Verfügung stellen, auch wenn man dann streamt. Der Stream muss nicht unterbrochen werden, damit da erstmal diese Premiere in einer halben Stunde laufen muss, sondern das Video darf sofort angeschaut werden. Und es sollen dann halt eben Anpassungen an dieses ganze, dieses Plan gemacht werden. Also da haben sie auf das Feedback gehört und das nochmal angepasst. Meint ihr, was ich auch gut finde. Meint ihr denn, VODs werden jemals relevant für Twitch? Weil irgendwie. Also, wenn ich VODs mache, also. Sorry. Wenn ich. Falsches Thema, Entschuldigung, wollte ich nicht. Nein. Mir ist nur gerade meine Stimme weggegangen. Wenn ich Videos hochlade, dann mache ich das tatsächlich. Also, ich spiele ja Musik und singe und mittlerweile lade ich die gar nicht mehr bei YouTube hoch. Sondern lad die sofort nur noch bei Twitch hoch. Okay.
Ja. Und ich denke halt, also YouTube ist halt so dominant, was VODs angeht, dafür ist halt deren Streaming halt nicht so geil. Andersrum ist halt bei Twitch. Also ich weiß nicht, ich sehe das nicht so mit VODs bei Twitch noch nicht. Also noch nicht. Ich habe keine Community bei YouTube. Ja, ich Ja, auch ich nicht habe viel, nicht viel. Community gesagt. Also wüsste ich nicht, warum ich das bei YouTube hochladen soll, wenn ich auch die Funktion bei Twitch habe. So. Bei Twitch klicken bei mir halt mehr Leute Ja, gut, auf macht die Sinn, ja. Videos bei Twitch, weil sie eben von mehr Leuten gesehen werden. Und man kann sie mittlerweile kommentieren, man kann sie sich angucken, nur eben diese Premieren haben es kaputt gemacht. Und das hat mich halt aufgeregt. Deswegen Nimmer bin Sinn. ich froh, dass sie da wieder zurückrudern. Genau, das waren die kleineren Sachen. Jetzt die großen Sachen. Und zwar, die neuen Community-Richtlinien wurden verabschiedet und werden eingeführt. Sie sollten morgen um 18 Uhr eingeführt werden. Also wirklich enforced werden. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Durchgesetzt. Durchgesetzt werden, genau. Und vollzogen. Wurde jetzt gerade, während diese Sendung schon lief, hat Twitch gerade getweetet, dass die Durchsetzung auf den 5. März verschoben wurde. Also nicht ab morgen, sondern weil viel zu viele Leute offensichtlich nicht lesen können und sich beschwert haben, dass sie es nicht verstehen, muss Twitch wohl die FAQs noch einmal anpassen und wirklich verständlich machen, damit es auch bei denen ankommt, bei denen es ankommen soll. Was angepasst wird, und das ist auch laut Twitch erst der erste Schritt, also da kommt wohl noch ein bisschen mehr, ist einerseits Belästigung, Hate Speech, und andererseits sexuelle Inhalte. Das sind so die zwei Oberpunkte, die jetzt angepasst worden sind in den TOS, Terms of Services, auf die man jetzt wirklich achten sollte, wenn man gerne mal schimpft in seinem Stream oder gerne mal viel zeigt, Haut zeigt in seinem Stream. Dann sollte man sich die genau durchlesen, denn da wurden ein paar Sachen angepasst. Ich weiß nicht, soll ich da mal anfangen, mich da durchzuforsten und euch das mal kurz näher zu bringen? Belästigung. Punkt 1. Aufschreiben, mitschreiben bitte, damit für euch die FAQs nicht nochmal angepasst werden müssen am 5. März. Unter Hate Speech, das war, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man das jetzt übersetzt in Hasssprech, damit ist eben nicht einfach nur gemeint, ihr habt jemanden beleidigt, dafür werdet ihr jetzt auf jeden Fall von Twitch gebannt, sondern es ist, wenn ihr es übersetzen wollt in ein deutsches Wort, hört ihr das mit Verhetzung oder Hetze übersetzen, glaube ich. Das macht viel mehr Sinn als, oder Hassrede, ja, eben. Aber das muss halt schon wirklich fies sein. Also nur weil ihr jetzt gerade irgendwie in einem Spiel verloren habt und schimpft. Wenn ihr nicht übertrieben schimpft, dann werdet ihr nicht sofort gebannt. Aber die Möglichkeit besteht jetzt, dass diese Sperren auch sofort unbefristet sind. Vorher war es ja so, dass man halt erst einen 24-Stunden-Bann bekommen hat. Dann war es so, dass man ein 7-Tage-Bann, glaube ich, bekommen hat oder einen Monatsbann und dann erst einen Perma-Bann. Jetzt kann er direkt gepermabannt werden, der Streamer, der sich an so einem Hasssprech oder Hate Speech eben beteiligt. Dann muss man darauf achten, dass es jetzt nicht nur für Twitch gilt, sondern auch auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien oder überhaupt irgendwo anders im Internet. Wenn man als Streamer irgendwo auftritt und woanders Leute verhetzt oder gegen Leute hetzt, dann kann man auf Twitch trotzdem bestraft werden dafür. Das heißt, die Regeln gelten jetzt nicht nur auf Twitch, sondern eben auch überall, was ich auch sehr gut finde, persönlich, wenn ich da mal kurz meine Meinung dazu sagen kann. Denn viele haben eben im Stream ihre Klappe gehalten, aber sind auf Reddit halt losgezogen oder auf Twitter oder sonst irgendwo und haben da halt sehr, sehr fiese Dinge veranstaltet. Und das sollten sie jetzt ab dem 5. März eben auch sein lassen. Dann ein wichtiger Punkt, also ich zähle jetzt nur die Veränderungen auf, ne? Die ganzen könnt ihr euch dann selber durchlesen, sonst kommen wir heute gar nicht zu Ende. Die Community ist jetzt wichtig und jeder Streamer steht jetzt quasi für seine Community. Das heißt, wenn ihr merkt, oder wenn ein Streamer realisieren sollte, zumindest im besten Fall, dass seine Community sich irgendwie
schlecht aufführt im Internet. Und das gilt halt dann auch für außerhalb von Twitch. Und andere Streamer eben aus irgendwelchen Gründen gegen Streamer hetzt, dann sollte der Streamer eben sich anstrengen, dem einen Riegel vorzuschieben. Wenn er es nicht tut, dann kann er tatsächlich dafür auch gebannt werden von Twitch. Also wenn die Community sich daneben benimmt, dann kann tatsächlich jetzt auch der Streamer dafür belangt werden. Quasi Eltern haften für ihre Kinder. Streamer haften für ihre Community. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und es gibt eine Ausnahme, wenn bestimmte Wörter, die ich jetzt nicht in den Mund nehmen werde, obwohl ich dürfte, laut der Regel, wenn es bestimmte Situationen gibt, wo es zum Beispiel, wo ihr einen Doku-Stream macht. Also ihr redet über den Nationalsozialismus oder so, weil ihr gerne einen bildenden Content machen wollt, was ja theoretisch nicht unerlaubt ist auf Twitch. Dann kommt es natürlich vor, dass ihr dann eben Wörter benutzen müsst, die in diese Epoche passen und die dann halt nicht so schön klingen heutzutage. Wenn ihr das dann komplett zum Ausdruck bringt, dass es so ist, dass ihr eben darüber redet in einem dokumentarischen Kontext und den Inhalt für Erwachsene einschaltet, also dass wirklich nur ab 18-Jährige zugucken dürfen, dann dürft ihr weiterhin Wörter benutzen. Also da die Ausnahme lässt Twitch zu. Genau, das sind die Änderungen bei Belästigung. Die ganze Liste, ich suche mal kurz den Link raus. Das ist hier. Auch auf Deutsch. Den gibt es hier. Also ich glaube, ja. Der gesunde Menschenverstand sagt einem schon, dass wenn jetzt irgendjemand ein festes Mitglied der Community ist und der ganz woanders ist, alleine in einem Stream und da rumpöbelt, dann kannst du als Streamer jetzt nicht belangt werden. Aber wenn ich als Streamer irgendwo jemand kleineren raide und hoste und meine ganze Community diesen Streamer dann zu Sau macht und so, dann kann das belangt werden. Ihr müsst da schon Unterschiede machen und nicht denken, oh mein Gott, jetzt ist gleich Polen offen und hier ist, das hat schon Unterschiede. Also es gibt, das gab es halt in der letzten Zeit und es gab es schon immer wieder, wie ich gehört habe, dass es halt Streamer gibt, die sich daraus einen Spaß machen, kleinere zu raiden und die dann auseinanderzunehmen. Und das ist eben nicht in Ordnung. Sowas ist damit gemeint. Ja, zumal einfach jeder Viewer halt ein menschliches Individuum ist. Und weil jetzt jemand mir folgt und vielleicht seit 20 Monaten gesubbt ist, dann mag er Teil meiner Community sein. Aber wenn der jetzt irgendwo alleine hingeht und Faxen macht, so, hat der Streamer ja überhaupt nichts mit zu tun. Da gehört er halt nicht, das ist halt nicht, dann, also so weit geht das nicht mit der Verantwortung, dass wir jetzt jedem, der unserem Stream folgt, hinterher rennen müssen und sagen, ey, du, hör auf, sei lieb. Ja, nee. Lieb sein. Nein. Oder so. Das wäre halt Schwachsinn. Also es ist wirklich so, wenn man jetzt als Streamer aufruft zum Hass irgendwie, das ist damit gemeint, ja. Das wäre halt einfach Schwachsinn. Wichtig ist, glaube ich, dass es auch weiterhin, und das war auch bis heute so, immer noch erst von einem Mod oder von einem Global Mod oder von einem Admin halt überprüft wird und nicht, weil irgendwelche Mass Reports reinkommen, Twitch automatisch irgendwie Leute bannt. Ich glaube, dieses Mass Reporten bringt sowieso nichts, so wie ich das verstanden habe auf Twitch. Das ist ja auf YouTube ist das so, dass wenn Leute dann halt reportet werden und halt 1000 Reports reinkommen, dann greift ein automatisches System und sperrt diese Kanäle erstmal. Auf Twitch ist das tatsächlich so, wenn ein Report reinkommt, guckt sich ein Admin das an und wenn er wenn er quasi die gleiche Meinung hat, dann wird der Stream eben gesperrt. Und das wird auch weiter so passieren. Also die Regeln werden ein bisschen verschärft. Die Strafen werden ein bisschen verschärft, also dass man sofort gebannt werden kann. Aber es wird nicht jeder Mumpitz jetzt ab sofort, glaube ich, zu einem Bann führen. Möchte noch jemand was dazu sagen? Nö. Nee, ich freue mich drauf, endlich. Das wird schön. Okay. Ein bisschen Funkstille. Aber ich glaube auch nicht, dass es ruhiger wird. Ich glaube, Menschen werden einfach nur kreativer, das zu umgehen. Wie immer. Wie immer, ja. Und Twitter wird immer noch so heiß bleiben, wie es vorher war. Oh, oh.
Ja, das sowieso. Man sollte sowieso nie Namen nennen. Das ist, glaube ich, wichtig. Auch wenn man was kritisieren möchte in der Öffentlichkeit. Name Calling ist nach wie vor. Also es hat nichts mit der neuen Regeln zu tun. Name Calling ist nach wie vor einfach nicht drin. Und sollte man auch nicht. Einziger Unterschied ist, jetzt ist es auf anderen Plattformen. Mit Name Calling und so auch. Das ist genau. Der große Kern. Das wird dann, sich, glaube ich, nicht verändern. Aber gut, ja, mach weiter, Entschuldigung. Nö, nö. Wenn du was sagen willst, bitte. Nö, alles gut. Sexuelle Inhalte werden jetzt ab sofort auch genauer beäugelt. Und zwar, das steht ganz oben, das, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass auch hier die Gesamtbewertung des Kontextes wichtig ist. Und nicht jeder Einzelpunkt dieser ellenlange Liste, die da aufgeführt ist, auf der Seite, die ich euch jetzt gleich gebe, per Link. Warte, ich gebe sie euch direkt. Da ist halt eine Liste von Dingen, die halt, auf die man jetzt achten sollte. Nicht jeder einzelne Punkt führt automatisch zum Ban, sondern das wird sich angeguckt, auch über einen längeren Zeitraum vielleicht, und dann wird geschaut, ob dann wirklich viele Sachen verstoßen werden, und dann erst kann es zu einem Bann kommen. Das heißt, nicht jeder Bubi-Streamer wird ab sofort von Twitch verschwinden oder so. Aber Kleidung soll jetzt geachtet werden. Das heißt, man sollte sich dem Stream entsprechend anziehen. Wenn man in einem Stream sitzt, dann sollte man darauf achten, dass man so auch vielleicht in einem Restaurant oder auf der Straße sitzen könnte, ja. Verdammt, wir müssen Hosen tragen. Nein! Ja, glaube auch. Trag ja Hosen, aber. Wenn man, da gibt es natürlich trotzdem Ausnahmen, also wenn man jetzt einen Fitnessstream macht oder sowas, oder eben diese Bodypainter, die es ja mittlerweile auch gibt, da greifen natürlich logischerweise extra Regeln, also die können weiterhin streamen, die werden weiterhin ihre Nippel abkleben und ihren Körper anmalen können, weil es eben Kunst ist, und ein Fitnessstreamer darf trotzdem oben ohne Sport machen, weil es eben dazugehört. Das heißt, ne? Aber männliche Brustwarzen verschwinden jetzt wieder von Twitch. Sie waren kurzzeitig gebannt vor 2 Jahren, dann wurden sie rausgenommen aus den Verboten, und jetzt sind sie wieder verboten offensichtlich. Also auch Männer dürfen jetzt wieder keine Nippel zeigen. Mal gucken, vielleicht werden sie bald wieder befreit. Ich freue mich schon. Wenn sie befreit werden? Ja, free the man nipples. Hashtag free man, ja, Hashtag free man nipples, genau. Genau. Für Slavy. Für Slavy machen wir noch ins Hashtag mit rein. Auf jeden Fall. Dann sonst gibt es keinen Unterschied zu vorher, dass es halt, Nacktheit bleibt halt verboten. Also sich komplett nackt A, selber hinstellen, B, in Streams übertrieben viel Nacktheit zu zeigen. Weiß ich nicht, jetzt, wenn man jetzt ein Spiel spielt, in dem irgendwer Nacktes da liegt, und das Spiel ist jetzt nicht unbedingt verboten, sollte man nicht irgendwie eine Stunde lang die Kamera nur auf diesen nackten Körper halten, sondern dem Spiel entsprechend halt damit umgehen. Zufälliges Zeigen von Nacktheit ist immer noch eigene Verantwortung. Also wenn man aus Versehen, wenn einem aus Versehen die Hose ausrutscht und man aufsteht und was präsentiert, dann sollte man immer noch seine Clips, Wots und alles löschen und hoffen, dass niemand bei Twitch gesehen hat. Das liegt immer noch in der eigenen Verantwortung. Und Aktzeichnungen bleiben verboten, weil es momentan laut Twitch nicht die Möglichkeit gibt, eben wirklich zu verhindern, dass Leute unter 18 zugucken können. Das heißt, auch wenn es Kunst ist und jeder, der sich ein bisschen mit Kunst beschäftigt hat, weiß, wie wichtig Aktzeichnungen sind. Das ist nun mal ein wichtiger Prozess eigentlich bei Künstlern. Aber trotzdem bleiben die halt auf Twitch verboten. Hört man. Das waren so jetzt die wichtigsten Änderungen in den Regeln. Ich weiß, also keine Ahnung. Ja genau, Kameraeinstellungen sind zum Beispiel auch jetzt drin. Das heißt, wenn die Streamerin ganz groß ist und von oben herab die Kamera halt hierhin zeigt und vom Spiel nicht so viel gesehen wird, darauf sollte man dann auch achten. Ich verstehe überhaupt nicht das Problem. Ich auch nicht.
Ich verstehe überhaupt nicht das Problem. Ich habe jetzt eben gerade auch mal so ein bisschen aktive Chat gelesen. Ich habe keine Ahnung, was Menschen da für Probleme mit haben. Wenn ihr abends YouPorn anmacht und euch darauf einen runterholt, ist das doch auch kein Problem. Warum ist das hier ein Problem, dass Frauen Brüste haben? Und warum ist das ein Problem, dass sie, wie heißt das, Spaghetti-Träger Taintop tragen und du den Ausschnitt siehst? Kein Problem. Ist es verwerflich, dass sie damit Geld verdienen? Absolut nicht. Es gibt einen Puff, es gibt einen Table-Dance-Bar. Auch kein Problem. Warum ist das hier ein Problem? Doesn't matter. Wenn die Leute und Jungs und Mädels sich da gerne einen drauf fappen wollen, sollen sie es tun. Wenn sie dafür einen Fünfer ausgeben wollen und eine Badge dafür kriegen, sollen sie es tun. Who cares? Warum beschwert man sich darüber? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, warum das, sie verseuchen nicht die Plattform. Die ziehen eher Menschen an, die man sowieso nicht in seinem eigenen Chat haben will. Von daher ist doch alles cool. Und das geht nicht darum, dass das Amerika ist oder so, sondern einfach, was der Chat geschrieben hat. Nicht, dass es die Regeln gibt. Die Regeln sind gut. Es ist wichtig, dass es ein Rahmenprogramm gibt, falls jemand über die Stränge gehen. Aber so grundprinzipiell, könnte mir nichts egaler sein. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Und wenn da einer mit seinem Schlongus Longus rumwedelt oder was auch immer. Ja, hey, das haben wir alle schon mal gesehen. Und dabei, ihr wisst schon, in den intimen Bereich gepackt. Die anderen nimmst halt einfach hier, günstiger so. Ich sehe auch kein Problem. Die Bubi-Streamer nehmen mir bestimmt nicht die Viewer weg. Das ist so ein Scheißwort, ne? Oh, das... Bubi? Ja. Weil, guck mal, das Ding ist halt, Sali sitzt hier im Raum, jetzt wirklich. Und Sali hat nur auch mal ein bisschen größere Milchtüten. Ja? Und du sagst, klatscht ihr das ins Gesicht? Weil bei ihr ist es halt einfach auffällig. Weil sie mir sie nicht ins Gesicht klatscht, vielleicht. Da siehst du sie, hat sie auch gemacht. Das ist scheiße, weil damit, also es ist wirklich einfach, du scherst halt alle über einen Kamm so. Und es gibt nur mal einfach auch Frauen auf Twitch, die sehen einfach bildschön aus und haben halt ein Dekolleté, weil sie sich gerne gut anziehen. Und das ist nicht, damit sie das raushängen lassen, damit sie damit Geld verdienen, und die kann man nicht als Bubi-Streamer titulieren so. Und selbst wenn es passieren würde, ist es einfach nur legitim. Es ist halt einfach nur legitim, und dazu sie zu reduzieren auf die Brust, ja, wie nennst du denn Pornstars so? Verstehst du, wie ich meine? Die haben auch einen Arsch. Ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, das so über einen Kamm zu scheren und das einfach so rauszuhauen. Finde ich persönlich. Weil ich habe auch über meine Zeit gelernt, dass es Damen gibt, die einfach sich so kleiden, auch privat, wenn sie rausgehen, und trotzdem keine Geldgeilen oder was auch immer da immer im Raum steht im Internet. So. Und die Regeln besagen eben, dass man sich so kleiden soll, wie man sich auch in einem Restaurant kleiden würde. Ja. Ich habe in Restaurants auch schon sehr viele Ausschnitte gesehen. Also. Das Wort ist, glaube ich, einfach fehl am Platz. Also zumindest in meinem Sprachgebrauch. So. Das triggert mich immer ein bisschen. Wenn ich Bubi-Streamer sage? Ja. Ja, weil das sehr viele sagen, die gar keine Ahnung haben, was dahinter steckt. Und über die mache ich mich mit dem Wort lustig eigentlich, aber... Okay, na, das weiß ich ja nicht. Da fehlt dir das Kappa. Nee, ich wollte ja eben dir recht geben. So, ich verstehe es eben auch nicht, warum das ein Problem ist, wenn eine Frau da mit einem Ausschnitt sitzt. Dadurch will sie ja sofort automatisch mehr Geld verdienen. Mac. Ich mag Ausschnitte. Was denn? Nee, da stehen Sachen im Chat. Das ist so. Frauen haben Brüste. Versteht ihr das? Die haben Milchtüten. Sollen sie die wegpacken? Wohin? Es ist Frauenkleidung, verdammt nochmal. Ein Hemd zu tragen in einem Büro, wo ein Knopf auf ist, ist doch völlig normal. Ein Tanktop zu tragen ist völlig normal. Wollt ihr das Frauen verbieten? Sollen die sich ein scheiß Tuch um den Kopf binden? In was für einer Welt lebt ihr denn? Als wenn das überhaupt irgendwas ausmacht, dass sie Geld verdienen. Ein Scheiß, wisst ihr, wie wenig und da ist nix am Ende. Diese scheiß 1-Euro-Sachen, die da mal reingehen. Worüber beschwert ihr euch? Dass Frauen Frauen sind? Und am Ende sitzt sie abends da.
und dann fäppt ihr euch einen da drauf. Was ist mit euch? Es sind Frauen, Geschöpfe, Wesen, wo ihr alle euren Lörres reinstecken wollt. Aber dann beschwert ihr euch, dass sie für euch umsonst im Internet sind, wo ihr euch einen drauf pögeln könnt. Was ist mit euch? Meine Fresse. Ehrlich jetzt. Ah, oh, Nils, ich liebe dich. Gott. Darf ich mein Loris in dich reinstecken, Nils? Du bist wundervoll. Nee, tut mir leid, ich hab eine Freundin. Erstmal zum Essen einladen, das weißt du doch, Silas. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Nils, ich entschuldige mich. Alte Schule nennt man das. Oh. Nils, darf ich dich zum Essen einladen? Ja. Für mein Loris. Mit meinem Loris? Für mein Loris. Für dein Loris, ja. Ich verstehe. Ach. Kannst du ihn zu Hause lassen? Was? Ah, ist egal. Aber muss ich den jetzt auch zu Hause lassen dann? Oder ordentlich einpacken? Nein, den Lörres? Ja. Den muss ich ja dann auch ordentlich einpacken. Abkleben. Wow. Mach ein Schleifchen drum. Kann ich den ja von da hinten klemmen und dann... Okay. Seid mir jetzt so. Next. Mr. Sir. Selbstieg. Und es ist keine moderne Prostitution. Stream. Wenn du, weil das habe ich gerade auch im Chat gelesen, wenn du zur Arbeit fährst und einen Job hast, der dir vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber du Geld dafür verdienst, dann ist das auch moderne Prostitution. Du machst etwas wegen des Geldes und nicht wegen der, weiß ich nicht, der Arbeit an sich, weil sie dir Spaß macht. Okay, also ich weiß nicht, wenn, also wollen wir eventuell next so, vielleicht sonst. Also ich halte mich jetzt da raus, so, sagen wir es mal so. Ich, wenn ihr noch wollt, ich halte mich jetzt raus, sonst nee, ist so. Durch. Nee, das war jetzt alles. Von mir. Ich bin fertig. Na, dann mach den hübschen Abschluss. Ach so, das waren die Twitch-News. Ich muss übrigens, es tut mir leid, wir haben heute keinen Streamer der Woche. Das geht aus technischen Gründen heute nicht, weil ihr die Ansicht nicht wechseln könnt. Ehrlich jetzt, ist keine Lüge. Aber... ich glaube, wir haben ihn trotzdem parat. Wir schicken euch die einfach bei Twitter nachher mit raus und im Discord. Es tut uns leid, weil die Ansicht, die Desktop-Ansicht ist kapitsch. Ich habe das vorhin zerstört. Warum tust du das? Sorry. Meine Schuld. Du bringst Elemente aus Kingdom Come in dein Leben. Du zerstörst Dinge. Scheiße. Ja. Merkst du das, wie das Game dich einnimmt? Bitte? Das, wie das Game dich einnimmt? Ja. Ja. Kann es spüren. Okay. Cyrus, noch für dich, weil Ende ist immer schwierig. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Cyrus, du hast auf jeden Fall die letzten Worte. Kennst du das? Ihr? Du hast das Abschiedswort, aber vorher sagen wir alle Tschüss. Ja, ist okay. Und dann du das Ende. Quasi. Das kriegen wir hin. Du kannst dich schon mal mental darauf vorbereiten, schöne Dinge zu sagen. Wenn die scheiße sind, sage ich dir gleich, kein Date und nix mit Loris. Gut, next. Dann gehe ich jetzt. Leute, schön, dass ihr alle da wart. Ich fange an, wie immer. Schön, dass ihr alle da wart, ihr bezaubernden Menschen. Wir sind in 2 Wochen Sonntag wieder hier. Selbe Stelle, selbe Delle. Ihr könnt sehr gerne bei Twitter vorbeischauen. Das ist auch unten runter. Und Discord. Wir haben sehr viele Channel für euch, in der ihr quasi mit... teilnehmen könnt an der ganzen Sache hier. Mit uns reden, ihr könnt Vorschläge machen, ihr könnt Themen mit einwerfen. Also uns quasi auch mit inspirieren. Dasselbe gilt auch für Twitter. Und ich sag's mal jetzt so als kleiner Teaser. Eventuell könnt ihr euch auf den nächsten Plankenschnack schon ein bisschen freuen. Also zumindest auf die Woche davor und so. Ja, viel Spaß. Hey, Dankeschön an die Regie, dass ihr da wart. Dass du da warst quasi. Vielen Dank auch an die Leute, die hinter der Kamera arbeiten, wie die Bescheuerten, dass das hier mit unseren Visagen so gut über die Bühne geht, sagte er und macht die Kamera kaputt. Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zugucken, ihr bezaubernden Menschen. Internets, love you long times und vielen Dank für alles.
Bis dann. Danke schön. Es war ein wundervoller Schnack. Cyrus. Ach Gott, bin ich froh, dass ich den Namen endlich kann. Es war schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein Vergnügen. Danke an alle anderen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Und ja, bis in 2 Wochen spätestens hier wieder, ne? Ja, ich mach's kurz, weil ich nicht so viel sprechen sollte, merke ich gerade. Danke, Cyrus, dass du hier warst. Hat mich gefreut und war sehr witzig. Und danke allen anderen, Regie und die im Hintergrund alles machen und tun. Und danke euch fürs Zuschauen und bis in 2 Wochen zum Spoiler Alert, wo wir wieder mal über Spiele reden werden, die dann im März erscheinen. Ich freue mich schon. Dann. Ja, dann Dankeschön, dass ich hier beim Plankenschnack 61 der Gast sein durfte. Vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich sehr gefreut. Danke an alle, die mich hier ausgehalten haben, von denen, die auch zugeschaut haben und vor allem der Nils, dass er mich ausgehalten hat hier, ne? Der grinst schon wieder so und bald geht auf ein Date mit mir, also der wird mich noch länger aushalten müssen. Nein, Dankeschön auf jeden Fall, war mir eine absolute Freude, war echt witzig, ey. Ich habe viel gelacht und danke an alle fürs Zuschauen hier beim Plankenschnack Nummer 61 und ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß. Deswegen würde ich sagen, haut da rein, bleibt da geil und habt einen schönen Abend, Freunde. Tschüss! Danke fürs Foto! Tschüss! Tschüss! Okay, wir gucken. Sind wir offline? Ich weiß es nicht.